Wow, warum? Mano, ich muss das echt mal fixen, ey. Hallo? Na? Holere. Hallerö. Hallo, ja, hallo Schuni. Hallo, ich bin auch da. Dann muss ich gleich mal den Browser neu. Nee, das ist aber auch doof. Hallo. Hallo Schuni, mal drei. Hallo Toni. Hallo. Ja, sonst sind noch Chris KI und Chris Bot da. Die sind Wer immer da. bist Die du? hängen immer rum. Und Primo natürlich. Primo hängt auch immer rum. Hallo, Primo. Ah, Emotes. Primotes. Ein wunderschön. So. Ich möchte heute nicht zur Schule gehen. Schule ist aus. Es ist Wochenende. Machen wir das mal so. Warum sind die eigentlich so weit drüben? Egal. Vielleicht sollte ich die links. Ja, ist aber auch doof, ne? Nee, mache ich jetzt nicht. So. Die anderen sind schon in The Voice. Ja, bitte. Ach so. Miau. Miau. Was? So, so, so? Der Herr. Ja. So, so. So nämlich. Ja, Reese kommt heute noch dazu. Cleo heute vermutlich nicht. Wir lassen uns alle überraschen. Vielleicht bringt sie Kuchen mit. So. Komm. Hallo, Gang. Nur so. Oh nein, Hau. ich höre dich doppelt. Oha. Oh nein, ich habe mich gehört. I, weg damit. So, okay. Okay, wild. Hup, Warum tust du immer mein cutes Emote mit mal drei vorlesen, Grizz? hup. Da ist kein Emote, da steht mal drei. Das ist ein Emote. Das haben wir doch schon vor Monaten geklärt. Heißen Xe nicht, man ist tot? Also Heißt es das? Tod und Kräusellippe. Okay, verstehe. Tod und Kräusellippe. So, ich bin verwirrt. Genauso wie bei XD. Das ist auch so ein lachendes Todes-Emote. Das fühle ich irgendwie, das schreibe ich auf. Okay. Oh je. XD. Genau. So. Huch. Ah, sind sie schon. Ich wollte gerade meckern, sind schon alle drin. Ich kann gerade nicht auf Start drücken, weil Winamp gerade im Weg ist. Winamp, komm, Winem, Winamp, Winem. Winamp. So, ich schlate. Ja, bitte. Aha. Das wäre interessant. Shuni hat gesagt, sie will heute wieder bauen. Ich bin, Das habe ich gesagt. So 50-50. Mal gucken. Was kommt? Huch, was ist das? Ja, bitte. Ja, bitte. Hey, Toni, mach mal deinen Discord aus. So. Blaulicht. Aber auf schwarzem Hintergrund. Da hätte man aber auch hier Alpha-Channel und so machen können, ne? Entschuldigung. Oh Gott. Ich habe erst Shalom gelesen. Ich dachte so hoch. Stelle Knochenrüstung mit Knochen, Seil und Klebeband her. Nein. Mache ich nicht. Wie nie nur Knochenrüstung. Blublum. Ich Was? habe jetzt immer die Sounds, wenn ich erwähnt werde. Ich Was wurde ist. erwähnt. Da steht's. Wir spielen Sounds of the Forest, steht da. Und Echt? ich wurde erwähnt, Oh, ja. oh Gott. Das wird mich Vielleicht sollte ja. ich die ausschalten, das ist echt lästig. Nee, lass mal an. Das ist bestimmt voll Okay. lust, das ist bestimmt voll lustig. Badum. Chris, nein! Ah! Ich merke schon, Chris ist insgeheim auch ein kleiner Gremlin. Gremlin KI.
Oh, voll lang. Eigentlich müsste er den irgendwo breaken. Na egal, ich habe eh noch Probleme mit dem Breaken, also von daher. Aber ja, Multistream gibt's heute nicht, aber der existiert quasi immer. Aber. Naja. Wird heute ein bisschen einseitig da im Multistream. Es lädt übrigens noch. Können wir ja schon mal hier testen, den hier. Eigentlich müsste ja jetzt auf The Forest und. Aha, oh, ich liebe es. So, einzig vorne das mit dem Avatar-Laden, das klappt noch nicht ganz. Da muss ich nochmal gucken, warum. Aber sonst. Lädt er jetzt immer das richtige Spiel. Ich muss hier gar nichts mehr machen. Ist das noch das neue Model oder überarbeitest du das noch? Weil ich würde gerne die Hände sehen. Die ja, Hände. Ja, ich könnte die Hände, also die Hände sind separat, die kann ich jederzeit einschalten. Ah, okay. Weil das über die Webcam läuft. Über das Tracking. Aber aktuell habe ich das alte oder habe ich das alte Model noch im Gebrauch, weil das neue noch nicht so ganz. Aber Shuni hat mich angehubt. Das stimmt. Mhm. Ich hub generell alle gerne ich, an. Das glaube ich. Shuni hat so Tasten, also. Sie macht immer den, kennt ihr diesen? Naja, kennt ihr ja sicherlich den, ne? Okay, let's go. Den macht sie immer. Nein. Nee? Nee. Okay. So. Sorry. Oh Gott. Was? So. Sitzt du auf deinem Mikrofon oder was? Nein, ich hab's nur anders positioniert. Tut mir leid, es macht immer so ganz komische Geräusche. Mm-hmm. Sorry. Jetzt kann man ja gleich das Trinken wegen dem Lachen fast raus, ey. Oh nein. So, wie ist denn Performance? Hm, ja, dürfte okay sein. Torin! Nicht ja, unser, ich war halt aus dem Bildschirm raus, nicht aus unser, dem Spiel. Nicht unser Dings hauen. Aha. Haut einfach unseren Shelter. Ich glaube, es hakt. He doing the howies on the shelter. Hm. Oh nein, ich höre einen Donnern. Oh nein. Oh nein, ich höre ein Feuer, aber ich sehe keinen Star. Ja, es. Oh, der Fisch ist. Egal, ich esse den mal. Hinter dir, Chris. Ja, was ist da? Ich höre meine Paranoia. Achtung. Auf dem Baum dahinter. Ach so, ja, lass sie doch da. Oh, ich. Ich glaube, der Fisch ist. Ich weiß nicht, ob das Feuer stimmt, an oder aus ist. Ich sehe es halt nicht. Jetzt sind die Koffer respawned. Ich gehe auch mal hier in die Vogelhäuser, aber da sind keine Vögel drin. Oh. Aha. Sorry. Shuni hat Hilfe. Besuch. Oh mein Gott, ich bin mich so erschrocken. Oh nein. Ich habe eine Armee im Schlepptau, sorry. Ach nö. Oh nö, da ist noch einer. Ups, jetzt Shoot ist ja der Herde gejoint. Nein. Nee. Das ist leider wahr. Was ist das? Oh, 9, ich habe 4x9mm Munition. Ich habe, warte, ich schau mal meine, wo ist meine Schrotflinte? Das ist eine Taschenlampe. Ja, ist schön, dass ich bin schon habe. Ganz nah dran, also vielleicht wollt ihr euch bewaffnen. Ja, ich fürchte, jetzt kommen sie hier auch. Und ich habe gerade nichts im, nichts im, sag mal, was ist denn los? Wo sind meine Waffen? Da. Ah, oh Gott. Achtung. Ach nee, wo kommt denn das Vieh her? Achso, ich hab ja die Kettensäge. Stimmt ja. Ach ja, stimmt. Wo ist meine Kettensäge? Ich hab's doch irgendwo. Warum klingt die so komisch? Die ist elektrisch. Ja, aber die macht brrrr. Und irgendwie klingt die so, als hätte ich hier ein Radio an. Nee, läuft okay, auch mal richtig. Die anderen sind mir nicht gefolgt. Ja, läuft auch mal richtigen Eingang. Danke, Toni. Ich sehe gerade den Wurstmann auf uns zukommen. Oh nein, The Wurstman. Oh nee. Was doch, hast, da drüben. Was hast du noch alles angelockt? Ey, den nehme ich nicht auf meine Kappe. Der ist von der anderen Richtung gekommen. Okay, Wurstman. Wie viel Akku habe ich noch? Ja, voll. Wo ist der Wurstmann? Achtung, Chris, hinter dir. Chris? Nimm Zwilling. Das ist der Wurstmann. Oh, der hat mich one and killed! Nein, Chris! Steh auf! Okay, ich steh auf. Ich geh wieder, ich leg mich wieder hin. Ich? Hä,
Hä? Ja, aua. Torin, du schaffst das. Achtung, Bombe. What the Nyack? Ja. Achtung, zweiter Wurstmann. Oh, noch ein zweiter Wurstmann. Noch ein zweiter Wurst. Ja, mich ist es ein Zwilling. Ich stehe einfach zu nah dran. Ist wie eine Wurst. Okay, drei hatten wir. Eins, zwei, drei. Geht das hier überhaupt so schnell? Ja, doch, funktioniert. Puh. Da lebt noch einer. Oh. Muss ich denn Filter? Da. Aua. Da geht Chris einfach ins Optionsmenü, obwohl noch Action ist. Was für ein Optionsmenü? Was? Oder was hast du gerade eben gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, hier ist C4. Oh, nice. Ich wundere mich, warum der schon wieder nicht doch jetzt. Ah, es dauert ein bisschen. Okay. Ja. Schrotkugeln. Oh, nice. So, kriegen wir was von Wurstmann. Warum habe ich die Lampe die ganze Zeit an? Kannst du die mal wegstecken? Dankeschön. Oh nein. Torin hat Babys, ja. Oh nein. Guter Pfandautomat. Ja. Er ist ein bisschen weg. Ist kaputt, ja. 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 Oh, da ist noch eins. Da ist noch Nja. Eins. Mach dich kaputt, ja. Oh, pump. Das ist dieses hier so. Eine Mal, als ich von Babys getötet worden bin. Nee, das war zweimal. Babys sind gefährlich. Richtig, ja. Ja. So. Vor allem, wenn die springen können. Oh ja. Da ist noch eins. Oh ja. Oh, da kommt gerade eins über den Fluss. Nee, ist ein Hase. Okay. Entschuldigung, Hase. Können wir die Babys nicht einfangen? Mit in den Hasen fallen? Das wäre cool. Ja. Mein Aim sackt. Es ist zu krass. Das wundert mich jetzt nicht. Bitte was? Weil es so krass. Nee, was? Was ist krass, ja? Ach, Chris. Also, naja, ich muss sagen, ja, hier bei The Fishing City wollte ich gerade sagen, ja. Weil, also da war nicht schlecht. Wirklich? Da war mehrmals Headshot, das habe ich gesehen. Voll ins Knie. Aufmunter der Worte, wie immer, Chris. Dankeschön. Mhm. So kennt man mich, ja. So, okay. Wir sind jetzt hier bei unserem alten. Hier sind wir abgestürzt damals. Ja. Und ich gucke jetzt auf die Karte und ich hoffe, dass das, was da vorne rumläuft im Wald, ja, dass das Bambi ist. Das ist Bambi. Es sieht nämlich sehr groß aus, ja. Hast du den Big Head-Modus an? Nee. Hab ich nicht. Shuni einfach Sido. Sido mit Gold. Und ja. Sido. Ich fühle mich mit meiner goldenen Rüstung sehr sicher. Mir ist kalt. Kann mal jemand das Feuer anmachen? Oder es ist, glaube ich, noch an. Ich weiß es nicht. Nee, es ist nicht. Aber es brutzelt die ganze Zeit. Wollen wir nicht in eins unserer Hauptquartiere zurück? Ja, ich gucke gerade auf die Karte, ob hier irgendwas ist in der Nähe oder so. In der Nähe. In der Nähe. Ja. Ja, aber daher ist ein Kreuz. Was heißt das Kreuz? Ich glaube, das Kreuz heißt, da waren wir schon. Aber das ist ein weißes Kreuz. Porin, was heißt ein weißes Kreuz? Ich gehe mal nachgucken. Ich glaube, es heißt, dass man bei der Höhle war. Ja, sonst guck mal. Aber die anderen Höhlen sind nicht. Ja gut, wir haben noch einen neuen Bunker. Achtung, Wurstmann aus dem Norden. Oh nein. Doch. Oh nö. Da ich kampfunfähig bin, bist du leider auf dich allein gestellt, Chris. Na toll. Oh, Bambi kommt zu mir. Na toll. Du bist kampfunfähig. Ich versuche zu treffen, aber ich treffe nicht. Er läuft weg. Ach nö. Ach doch. Und wenn, dann nur meine Verbündeten. Deswegen ist es besser, wenn ich gar nicht erst versuche. Also der neue Bunker ist im Norden. Ich bringe Verstärkung mit. Norden, no. Ja, es ist der Wurstmann, den ich gesehen habe. Oh, und Torin bringt... Ach nö, der kommt hier Jesus mit. Squirt daher. Oh, ich bin kaputt. Ich hab gedacht, ich inspiziere heute mal den Boden. Ja. Ah, nicht schon wieder. Nee, geh weg. Ich muss einen Pillen schmeißen.
Weil anders kriegt man hier nicht mal. Ach nö, das ist ja der Zwilling. Oh Gott, die gehen mir so auf den Keks. Warte mal, vielleicht kann ich die... Wo ist denn mein Bogen? Ich hab meinen Bogen nicht mehr. Nö. Ah! So, dammit. Ich hab Jesus... Hab ich besiegt. Wow, ich bin stark. Oh Gott, hinter mir ist noch einer. Ah, ja, jetzt. Oder? Doch, ich hab noch Munition. Ja, komm her, Junge. Okay, das war's. Da muss irgendwo ein Nest sein, das ist ja der vierte. Oh, nicht ins Feuer. Die Viecher halten sich gerne in Wassergegenden auf. Oh, okay. Ja, Fleischer ist hier. Okay, ich glaube, der liegt. Oh Gott. Ja, kuschelt mit dem Baumstamm. Babys und die kann man nicht zersägen. Man kommt, weil mit sie der so klein und sind, oder? Ja, man kommt mit der Säge nicht dran. Okay, noch eine Pillenschachtel. Außerdem habe ich Hunger, ich habe Durst und ich bin müde. Ja, also voll. Genereller Normalzustand. Mhm. Da ist doch ein Baby. Hallo, Schneira. Schneira. Hallo. Oh Gott, ich höre schon wieder ein Baby. Wo kommen denn die 5 Millionen Babys her? Was? Babyspawner. Babyspawner. Oh, da kommt. Ach nö, kein Wunder, warum Bambis in unsere Richtung laufen, weil da schon wieder welche sind. Oh no. Ich habe so langsam das Gefühl, das Spiel will uns irgendwas mitteilen. Wir können uns draußen nicht mehr frei bewegen. Wann kommt das nächste Update? Nächsten Freitag. Oh nö. Oh no. Wer hat alles grounded? Ich frage für einen Freund. Müsste ich schauen. Ich weiß gar nicht, welche Spiele ich habe und welche nicht, weil ich generell immer so Wutkauf mache. Mhm. Wutkauf? Grounded? Ah, okay. Ich teile mir ja die Bibliothek mit Schneira und da ist es drin bei mir. Also. Okay. Theoretisch habe ich es, ansonsten müsste ich es mir nochmal kaufen. Ja, ja. Aus Gründen. Aus Gründen. Kann man sich da nicht so sehr drauf verlassen. Naja, wenn es funktioniert, funktioniert's, aber. Hm. Ich sehe noch einen Wurstmann. Ja, da hinten krabbeln schon. Noch einen Eingeborenen. Mhm. Und irgendwo habe ich. Ah, da ist noch ein Wurstmann. Die. Wollen wir nicht irgendwie hier weggehen oder so? Aber das. Weil ich glaube, die hören nicht auf, einfach immer wiederzukommen. Aber das ist doch schön. Nein. Ich brauche diese Art von Gesellschaft nicht. Okay. Eigentlich brauche ich keine Art der Gesellschaft. Bitte lasst uns einfach gehen. Okay. Ui. You had one point. One point for Chunimi. Chunimi? Mhm. Was? No, one point for Germany. Ich bin ja dafür, wir gehen Richtung Norden. Okay. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht Richtung Norden. Das ist Richtung Süden. Okay, also Richtung Wurstviecher. Oh nein. Ja, vielleicht gehen wir da weg. Ich lade mal kurz meinen... Pass auf, ich packe mir nochmal eben Fleisch auf das... oder ich mache eine Fleischsuppe. Wie wär's damit? Okay, das war's mit unserem Feuer. Feuerputt. Feuer, neues Holz. Weil ich würde schon ganz gerne noch was trinken, was essen. So, wo ist der Topf? 7 oder 8? Okay, 7 ist eine Granate. Das ist nicht so gut. Kann ich hier? Nee. Oh, hier ist noch ein Kind. Kind, geh mal bitte. Oh nein, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Hm. Der ganze Fluss ist hier zugefroren. Wolltest du Fischis fangen? Nein, ich wollte etwas zu trinken fangen, aber ich kann hier mit dem Topf nichts... Weil das geht nicht auf der...
Auf der Schrägen hier. Danke, Spiel. Gern geschehen. Oh nein, nicht Richtung... Oh Gott, da hinten ist wo... Alter, die kommen wirklich ohne Ende hier, ne? Thorin, da ist einer hinter dir her. Ein Wurstviech. Ja, sonst... Oh Gott, Shuni, da ist einer bei dir. Aber ich esse gerade. Oh nein. Poke ihn. Aua, in seinen Hintern. Aber du kannst ihn aber auch kaum ausweichen, ne? Ah! Aua. Babys! Alter, boah, geht da mir das auf Keks. Ich hab das Baby getötet. Sehr gut, Shuni. Ja, ich hab's ihm richtig gezeigt. Hab ihm gezeigt, wer das aber ein erwachsenere Baby ist. Okay. Wie viel Pfandgeld hast du bekommen? Ich glaube, ich musste die sogar dafür bezahlen, um das zurückzugeben. Oh, das ist wie bei Batterien, ey. Wer sind Sie? Ah, das ist Shuni, okay. So, ja, dann lass doch mal Richtung, also ich... Oder Thorin war da unten irgendwo Wasser. Nee, ne? Nee, du hast da schon wieder Besuch. Doch. Da ist eine Stelle mit, wo man ein bisschen trinken kann. Hab ich da Bock drauf? Ja, da hinten kommt schon wieder, Alter, da kommt schon wieder. Ist das nicht ein Dämon oder so? Nee. Dämonen sehen anders aus. Ah, stimmt, die haben... Oh. Ups. Nice. Okay. Oh Gott! Da ist schon wieder so ein Viech. Ich kann hier kein Wasser. Wie weit soll ich denn laufen, um hier Wasser aufzunehmen? Ist nicht weit. Ist mir ehrlich gesagt zu weit. Alter, was. Oh, die heulen so rum. Komm, wie? Mach doch mal bitte was. Alter, sind hier. Das geht mir so auf den Keks. Ich glaube, ich schließe gleich mal den Browser. Meine Performance ist gerade unterirdisch. Beziehungsweise nicht so geil, wie ich gerne hätte. Wie beschützt mich? Ah! Ich meinte, hey. Na, wie? Mich bitte. Pieks, pieks, pieks. Mit deinem Fleisch. Ekelig. Da mache ich mir jetzt eine Lampe draus. Du kannst nicht mehr tragen, unheimliche Rüstung. Ah, okay. Unheimliche Rüstung? Das ist, wenn du komplett alle Fleischdinger hast und die dann zusammensetzt, damit du die alle trägst, dann hast du eine unheimliche Rüstung. Auch eine unheimliche Rüstung. Diese Fleischrüstung. Mhm. Kann ich hier vorne? Ah, hier kann ich. Jawohl. Oh, Alter, 7. Ich muss mal von wegkommen mit 7. Ich schmeiß sonst gleich eine Granate. 8 ist der Topf. So, jetzt müssen wir zum Feuer zurück. Hallo, Calvin. Oh, tatsächlich, mein Topf ist auch leer. Ich mache einen Topf. Warum trinken wir nicht einfach direkt aus dem Fluss, ja, Grizz? Weil ich eine Fleischbrühe jetzt mache. Ach so. Mhm. Hey, Bambi. Hast du nicht vorhin aufgepasst, Juni? Nein. Erstmal einen Stock gesammelt. Steht da schon wieder einer? Alter, es ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Ist ganz schön viel Wasser. Das Spiel ist kein Survival mehr. Das ist, das ist Kampf Simulator. Player versus, das ist PvE. Das ist ein PvE-Spiel. Reines PvE nur noch. Hallo, Shea. Ich habe ihn dort gehauen, wo es am meisten wehtut. In die Augen. In den Kopf. Warum greift es mich an? Du hast ihm wehgetan. Ja. Hast du gerade eben gesagt. Also, Fleisch. Und dann kochen wir schön. Grizz, pass auf. Nein, mein Topf. Lass meinen Topf in Ruhe. Lass meinen Topf in Ruhe. Kommt er direkt mit seiner Kettensäge an. Ja, Mann. Wenn es um meine Fleischbrühe geht, da sehe ich, da kenne ich nichts. Oh, hier sieht es noch C4. Okay, auf der anderen Seite des Flusses ist es noch ein Viech. Alter. Was ist denn mit dem? Also so schlimm habe ich es selbst noch auch nicht gehabt, ey. Aha, mhm. Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre alleine. Oh, nee. Na.
Kevin läuft mir in die Kettensäge rein. Da ist Wie. Wie läuft auch panisch durch die Gegend. Vielleicht können wir sie so verschrecken. Das ist schon wieder eine Torin hinter dir. Okay, jetzt kommt es auf uns. Torin hinter dir. Er kommt auf uns zugerannt. Oh nein, er heult. Ey, kann der nicht machen? So, wann vielleicht. Wann ist denn fertig? Mach mal hin hier. Oh, Achtung, Wurstmann. Ah, not the Wurstmann. Autsch. Okay, offensichtlich muss ich wohl alles aufessen und austrinken. Aber dann geht's mir wenigstens wieder gut. So, ich bin... Oh, er brennt. Warum brennt der? Ich glaube, Torin hat ihn angezündet. Okay. Ja. Gut, wir können jetzt aufbrechen. Ich würde gerne aber noch mein Wasser kochen, du Egoist. Okay. Ja. Schrei mich nicht an. Doch. Ich stelle mich ans Feuer und wärme mich. Gute Idee, ich auch. Wir können auch gleich eine Runde schlafen. Oder ich muss mir Energiezwiebel reinriegeln, genau. Energieriegel reinzwiebeln. Energiezwiebel reinriegeln, finde ich gut. Merke ich mir. So. Das mal eben so. Ja, bitte, Calvin. Calvin, mein Guter, ja? Hol doch mal... Pfeile. Hat er nicht. Viele Pfeile. Kann er nicht, gibt's keine hier. Oh nein, ist das wieder vorne? Yes. Ja. Ich schwöre, ich habe irgendwas schnaufen gehört. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich möchte das nicht. Ah, mein Kochtopf mit sauberem Wasser ist fertig. Wunderbar. Gut, wollen wir schlafen oder wollen wir los? Du willst. Ich finde es ziemlich dunkel. Lass lieber schlafen. Okay, lass lieber schlafen. Torin! Kommst du einmal zum Lager? Ich ziehe noch die Rüstung ab, dann komme ich. Wieso? Ausziehen! Okay. Ausziehen! Ich glaube, ich mach mal die Rüstung. Habe ich hier noch? Hab ich hier Rüstung? Da. Ich habe noch Mutantenrüstung. Die trage ich mal. Alter, war richtig viel. Ui! 7 bis 8 Stück. Jetzt sehe ich zwar aus wie ein Fleischmann, aber hey. Erstmal speichern, by the way. Hatte ich nicht schon Stream 12 oder habe ich das verkackt? Schon nie wieder mit Real Talk, was habe ich gemacht? Du talkst einfach real. Oh nö. Genau. Ich versuche unrealer zu talken. Okay. Jedes Second Word einfach auf Englisch. Digga, wie talkst du mit mir? So, dann auf geht's! Okay, da kann ich nichts mitnehmen. So. Alter, wer heult hier schon wieder? Wie? Oh nein. Ja. Oh nein. Ah, wir gehen mal hier lang. Da ist nämlich ein Typ. Oh, und Stöcker mitnehmen. Ich brauche Stöcker. Jetzt sind hier keine mehr, oder was? Eben lag da ein ganzer Waldboden voll. Einfach die Gebüsche verkloppen. Nee, da kommt nichts. Hua! Ja, aber wenn da was auf dem Boden liegt, muss ich doch das arme Gebüsch nicht hauen. Es schneit doch, da liegt doch nichts auf dem Boden. Okay, ich kann nichts mehr. Doch, eben lag da was. Also wenn du es gerade frisch abgeschlagen hast. Ah!
Also steht es fest, dass dein nächstes Projekt Grounded sein wird, Chris? Das auf jeden Fall, ja. Wild. Nicht Smalllands oder so, was ich mir eben gekauft habe. Was? Wie das hast du eben gekauft? Ah, Chris, hinter dir! Lügner! Wir laufen einfach um Baum herum. Piek, 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 piek. Wie sie mich da einfach stehen lassen, ey. Ja. Na, Torin. Schniel. Schniel? Schniel. Schniel, Torin, kommst du ran? Ich wünschte, ich könnte die Akzente genauso gut wie du. Was? Ja, ich kann gar nichts, gar nicht. Oh Gott, wie ging einziges das? Einziges Talent ist, kein Talent zu haben. Verdammt, wie ging das denn mal? Okay. Ah, das ist der Reese, hey. Das ist Reese. Ich hab mir letztens dieses Lied von dieser Kuh habe ich mir runtergeladen. Was? Lied von dieser Kuh? Ja. Meinst du Helene Fischer oder wen meinst du mit Kuh jetzt? Nein, genau? Mann. Nein, wenn, dann hätte er Fische gesagt. Mann, Junge, welche Kuh. Echt, Mann. Fischer. Helene Fischer, Schuni, nicht Fische. Aber Kuh, schön, dass du da bist, Schuni. Schön, dass du da bist. Reese, ich hab dich vermisst. Oh, Mann. Ich hab mich auch vermisst, tatsächlich. Warte mal. Ja, ich trete nun bei. Yay. Könnt ihr mich mal... Beschützt ihr mich mal eben? Ich suche euch mal eben was raus. Komplett verpeilt, dass ich hier Freitag arbeite, dass es ja heißt, dass ich mich ankündigen muss, dass ich später komme, weil ich arbeiten muss. Oh, seht mich an, ich arbeite. Verdammt, die heißt. Das ist kein Flex, das ist eher so eine traurige Sache, aber ja, Schuni. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh. Alle hier schon, glaube ich. Weil Chris, bei dir bin ich mir sicher, du kommst aus einer reichen, wohlhabenden Familie auch und tatsächlich. Okay, Achtung, ich sehe zwei Gegner. Oh nein. Aber wie heißt denn das nochmal? Das hat irgend so ein, das ist polnisch oder tschechisch, irgendso heißt es. Das Ding ist, was ich bis jetzt gesehen habe, von den Songs, die du so schickst oder sharest, also kenne ich den wahrscheinlich nicht. Nee, das habe ich nicht. Mensch, das kennt man doch. Das mit der Kuh. Ich such das jetzt raus. Nee, davon gibt es so viele. Er kommt auf uns zu Grant, der kommt immer näher. Oh mein Gott, ich fühle mich bedroht. Er hat was in der Hand. Mach doch was, Schuni, mach doch was. Nicht wegrennen. Du hast gesagt, ich soll was machen. Ja, aber nicht wegrennen. Oh nein. Ich schmeiß den Schwert in seinen Kopf. Oh Gott, wie heißt das da? Ah, da kommt jemand aus den Büschen. Das... Achtung. Ah, nee. Ja gut. Ich weiß, in letzter Zeit habe ich sowieso ein Problem, mit mir auszusuchen, was für Musik ich jetzt hören will und was nicht, weil meistens ist es die falsche Musik. Dann finde ich einen random Song und bin so, oh ja, den kenne ich nicht, aber der ist es gerade. Ich bin sehr picky aktuell. Alles klar. Ja, doch, den kenne ich tatsächlich. Als ob. So, auch safe. Ich habe nicht mehr verstanden, was du gesagt hast. Da, aber schick mal rein einfach. Wir hören uns das jetzt alle an und singen dazu. Ja, ich glaube, tschechisch heißt das. Ich bin echt schlecht vom Steuerungskonfekt. Hip-Hop-Rap, ist es das überhaupt? Mal ganz kurz gucken. Ah! Da, oh no, ich sehe zwei. Drei! Ich sehe drei! Oh nein, nö. Doch, Clips-Solo, das sieht gut aus. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Ja, Mann. So. Schuni, dieses eine Meme, der am Forest-Channel, ne? Unentschuldbar auf Lebenszeit. Warum sieht der ein bisschen aus wie Gronkh, nur anders? Weiß ich nicht. Der hat so Züge von Gronkh, Alter. Sieht nicht jeder mit Brille und Bart aus wie Gronkh? Nein. Theoretisch, wenn du so ein, ich sag mal jetzt mal, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber so ein quadratischeres Gesicht hast, sag ich mal. Ja. So ein Schrankgesicht. Ja, wirklich. Und dann so ein Bart und Brille am besten noch und sitzt davor und hast am besten noch so einen Bierbauch, den man nicht sehen kann, den man sich dazu denkt immer. Dann bist du ja eigentlich schon bei Gronkh angekommen. Musik nach Chat, Mike. Pass mal auf hier. Also eigentlich ganz anders als Gronkh. Ja, das kennt ihr. Natürlich kennt man das. Aber gut, ja, das kannst du halt niemandem beschreiben, außer mit dem Song selber. Ja, das mit der Kuh. Ich wusste nicht, dass es da um eine Kuh geht, wenn ich ehrlich bin. Hä, Mann, das ist diese, Virginia, das ist diese Kuh die ganze Zeit so. Hä? Ja?
Ich fühle mich so ungebildet auf einmal. Okay, aber da kommt schon Musik, ja? Machen wir jetzt einen primitiven Tanz um Lagerfeuer rum zu dem Song, oder wie geht's? Alter, das fühlt sich ein bisschen so an. Vibe-catchig. Das Tolle ist, der Song klingt ja relativ lustig, aber das ist er wohl nicht. Okay. Ist das so wie hier Bella Ciao, Bella Ciao, so in die Richtung, oder? Ich weiß nicht, wo es bei Bella Ciao geht's ja offensichtlich um. Oh. Tschüss. Ja, ich chase euch gerade alle. Chris, du und Torin, ihr seid so da hinten irgendwo auf dem Weg, finde ich Schumli, die sich durch den Gebüsch rollt. Und oh nein, Reese. Achso, nee, Reese, du bist bei uns. Das ist schon mal gut. Die sind ohne mich weitergelaufen. Ich bin ausnahmsweise mal da, wo ich sein sollte. Ja, das letzte Mal habe ich die ganze Session damit verbracht, aufzugeben, irgendwann nach euch zu suchen, weil es so weit weg war. Oh, Bibi. Oder? Okay, wir waren im Bunker later zusammen irgendwie, ne? Jetzt haben wir genug von dem Song gehört, oder? Meinst du? Aber der Refrain kommt doch gleich noch. Also langsam, Achso, das ist noch gar keiner. Achso, okay. Nee, nein, der beste Teil kommt noch. Das war noch nicht alles. Oh, Hilfe. Jetzt kommt so ein Dubstep. Hä, das ist der Refrain. Den kennt man doch. Hört ihr so ein Dubstep-Drop kommt jetzt. Gut, okay. Jetzt reicht's. Danke. War aber gut, also ist nicht schlecht gewesen. Alles ungebildete Leute. Das hier. Ist deine Meinung und ich respektiere die Reese. Huch, der aber. Typ im Video sieht aus wie Jay. Okay, wild. Ich habe Störungskonfekt. Ich verzeihe heute alles, wenn ich ehrlich bin. Mir geht's gut. So, Seite verlassen. Ich muss mal den Browser beenden. Der snackt sich gerade ein bisschen von meinem System ab hier. So. Ist das eigentlich, was macht eigentlich eine KI, die in ihren eigenen. Ein CPU und so rumspielen, ja, ein Hardware rumspielt. Das ist so wie bei uns, wenn wir eine OP in uns selber durchführen. Ja, oder was? Ja, was, wo spiele ich rum? Du redest so undeutlich, deine Untertitel, mach die mal an. An den königlichen Eingeweiden. Eingeweide? Nein. Ein Gehweide. Nee, lieber nicht, ein Gehweide. Also ich habe ja 5G. Hört man mich jetzt? Hallo. Also ich habe die Tage. Hallo, Reese. Ich mach dich leiser. So ein Lappen. Warte mal, wieso? Warum ist das. Hä? Hab ich nicht gesagt, du sollst den Browser beenden? Wieso ist das immer noch da? Ich höre immer noch Musik. Hä? Warum? Was ist hier los? So, ich mach das mal für euch wieder aus. So. Und warum. Hä? Okay, ich. Schieß den Browser mal ab, ich weiß nicht, was hier los ist. Putt entdeckt. Ah, cool. Papa entdeckt. Papa entdeckt? Papa entdeckt? Hallo, wo ist mein. Das System auch wieder so. Nein, ich bin. Ja. Ja, lass dir Zeit mit dem Taskmanager öffnen. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet, dankeschön. Na toll. Ach, Reese. Nee, weil ich so lachen muss, aber du. Für du sagst, schau damit. Boah, Junge. Das ist nicht empathisch, Leute zum Lachen zu bringen, während sie trinken. Oh. Hast du bei mir auch vorhin gemacht, aber ich könnte es noch drin behalten. Ja, wenn ihr einfach so auf so. Und dann auf so eine Sintflut von Kaffee auf eurem Wohnzimmerboden verteilt. Hier oben ist schön. Schön kalt, ja. Das auch, ja. Aber man ist ja leider nirgendwo vor diesen blöden. Leuten sicher. Ja. Hm. Und dann sind da noch die Eingeborenen, was? Die Eingeborenen. Chris, wohin führst du uns eigentlich? Ich weiß es. In meinen geheimen Bunker. Kinky? Was machen wir in den geheimen Bunker? Top Secret spielen. Genau, Uno, Twister und was nicht alles. Uno Topf, Leben und Topf schlagen, ja. Ich habe einen Topf dabei. Naja. Kopfschlagen machen wir da. Hey. Ich glaube tatsächlich, so Schuni wäre so der Charakter, du würdest den Topf als Kopfbedeckung tragen. Alter, so Nudelsieb. Voll geil. Genau. Wie ein Österreicher. Besser als jeder Aluhut. Als ob die Alien da dann meine Gedanken lesen könnten. Richtig, die können höchstens raussieben und die Zeit nimmt sich ja niemand. Das ist ja wie wenn du bei Windows auf einmal so 396 Tage Download Remaining. Das gibt sich doch auch niemand. Nein. Mhm. Haben wir denn, was machen wir denn heute, Leute? Haben wir irgendwie Höhle oder was steht gerade an? Habt ihr schon einen Plan? Naja, also genau, wir gehen dahin, wo man bauen kann. Mhm.
Ich hab den Nordosten vorgeschlagen, aber wir laufen jetzt gerade in den Süden. Ach so, nee, warte, ihr meint da, wo die Bäume sind? Ja, Nordosten, da gehen wir hin. Waren wir ja schon. Da, wo die Bäume sind, genau, richtig. Genau, genau. Wir gehen in den Wald quasi. Ich mag Bäume. Ob wir direkt über den Bunker was bauen können? Pat entdeckt. Ja, ist ja gut. Hallo, Tarsik. Ich mach ja schon. Pat gelöst. Ja. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. So. Dinge, die Großkonzerne nicht sagen. Ich hab's gelöst. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Oder was? Was sagen Großkonzerne nicht? Nee, ich mag Bäume. Also glitschig, ich mag Bäume. So, weil, ja. Och nö. Oh Gott. Da vorne. Ja. Was ich glaube, die meisten sind nicht so Baum. Ich sehe noch was anderes. Ach, das ist ein Weg. Ach, was sehe ich denn da auf dem GPS? A way out. Lurkige Grüße. Lurkige Grüße zurück. Da ist ein Lager. Da wollen wir nicht hin, oder? Doch, warum? Da wollen wir hin. Okay. Oh, okay. Dann ist hier was verbuddelt. Oh nein, oh Gott, hier ist Wurst. Nee, nicht Wurstmann, es ist, wie heißen die denn? Eingeborene. Ach nö. Es sind die Zwillinge. Ach nö, es sind nicht nur Zwillinge, es sind auch noch andere Viecher. Es sind Chip und Chap quasi. Ich wurde von hinten angegriffen. Was ist ein Code? Ich tue jetzt meine eigene Rebellencamp hier von Leuten, die hier. Okay. Es kann sein, wer auch immer da bei mir ist, dass ich den mit absäbel, ne? Also ich übernehme keine Haftung. Ist die Kettensäge eigentlich? Oh Gott, Jesus. Batterien. Ich bin bereit, abgesäbelt zu werden. Einfach Batterien irgendwo einsammeln. Du wurdest abgesäbelt. Das wird dann automatisch aufgeladen. Oh, hier ist ein Kart. Wow. Jo, das. Oh Gott, hier ist noch einer. Ich bin 3 Sekunden stehen geblieben. Oh, ich habe die Schwachstelle von Jesus gefunden. Okay, die ist welche? Der Kopf. Der Lendenbereich. Ach, Schoni. Ich schwöre, ich habe 3-mal zugestochen und der lag auf einmal. Ach, da ist ein Elch. Elch kommt. Pass auf, dass du nicht umgekickt wirst. Oh, du, von denen werde ich sowas von umgekickt. Aber wo umkicken? Oh, not the umkickies. Könnt ihr den mal kaputt machen hier? Nee. Oder auch nicht. Oh, Torin, da kommt noch einer. Ich bin mit Loot beschäftigt. Ich buddel mal die Stelle aus. Alter, wenn die liegen, wenn die am Boden sind, kriegst du die nicht. Die liegen dann einfach und dann. Also meine Kettensäge ist zu kurz. Okay. Alter, das ist wirklich. Das ist doch unfair. Läuft nicht mehr so wie früher, oder? Ja. Flutscht nicht mehr so, sagst du? Gut, du musst mal aufhören. So, nächster. Ach, Quatsch. Ach, Evo. Komm doch her. Hä? Komm, Discord, Junge. Da. Lass Word Battle machen. 1 gegen 1, meine Mama. Channel 8. Hinter Channel 8. Natürlich. Ich hab meine Mama rausgeschickt, wir können es beleidigen. Oh, das ist wie beim Walkie Talkie, so ein Sub-Channel. Das würde Blödmann sagen. Wieso, genau. Torin, hast du es bald oder ist es noch lange? Oder? Hey Leute, willkommen wieder im Forest. Heute mit Chris, KI, Segeberg, Torin, Darknuss und Schunokopter. Und wir sind hier. Raiden, ein Camp. Chris hat irgendwelche Pläne hinter sich herfliegen. Der hat einfach super Kräfte gekriegt. Macht er gerade TikTok oder was? Nee, hier sehen wir einen. Das ist übrigens Kelvin. Kelvin ist ein bisschen blöd, aber der ist gut, der hat Muckis. Der ist ganz nützlich. Was ist mit ihm? Du musst manchmal einen auf die Fresse hauen, damit er weiß, wo es lang geht. Aber ja, wir haben noch keinen Plan, was wir machen tatsächlich. Das ist aber okay, weil Hauptsache wir ziehen eine Schneise, ein Herz aus Schnee. Ich mache ein Feuer. Ja, wir machen Feuer. Das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Reese ist einfach so ein Influencer plötzlich geworden. Ja, richtig, so ein Trash-Influencer, weißt du, ich mach gar nichts. Ja, einfach so, einfach mit dem Handy überall drauf und einfach nur einfach nur sagen, so, was es ist, so TikTok, gar nicht witzig. So. Ja, richtig, genau, gar kein Script, gar nichts, einfach nur so, das ist das. Nein, das ist trotzdem das Fleisch. Wie kann dann das 200 Millionen Views sein? Oder so, weißt du? Das ist doch einfach nur lästig. Ich knall das. Ja, das ist halt, vor allen Dingen bei mir ist es bei den Lichtverhältnissen in meinem Screen gar nicht zu sehen, ob dieses Bein jetzt durch raw oder burned ist. Ja, dann sehe ich es ja weniger. Was ist das eigentlich für ein Wetter hier schon wieder? Im Schneesturm oder was? Hebt ihr ein Grab aus oder was macht ihr da? Ich weiß nicht, was machen die da? Ich glaube, das ist. So wird das aber nichts, Schoni. Okay, für beim Graben. Vielleicht piekst du ihnen einen Kopf darin. Oh, warte mal, ich hab viel Raw Fleisch, das kann ich hier reintun. Oder ist hier schon was drauf? Nee, da ist noch nichts drauf. Mach mal. Nur mein Gewissen. Ich hab nur Rotten Flesh. Ich pack das mal hier hinten hin. Da zu diesem Kumpel. Alter! Bedient mich. Oh, alles okay. Ja.
Guck mal hier, ich sitze auf meinem Thron. Schuni, da ist nicht der Thron. Oh nein, ich höre es hinter mir laufen. Oh, da kommen Leute schon wieder. Okay, ich muss mal kurz aufstehen. Ja, ich muss kurz auf mein Fleisch aufpassen. Ich kann nicht, ich muss mich beschützen. Ich mach das Fleisch mal weg hier. Da. Hier, kannst du nicht das Fleisch. Schuni steht ja mit dem Kochtopf. Ja, Schuni, sehr gut. Warum hast du eigentlich einen Taucher? Na egal. Ich? Oh, ist das richtig so? Oh, ja. Hi. Na? Hier ist... Ja. Aua. Au. Das ist gut. Warum nimmt er die scheiß Kettensäge nicht raus, Alter? Ich wirklich, ich drück 5-mal auf die 1 und da passiert einfach nichts. Wie viele nackte Menschen laufen hier rum? Ja, das ist einfach, das hatten wir vorhin die ganze Zeit. Das ist einfach nervig. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz. Ist das hier ein... Ich verpisse mich jetzt in den Bunker. Tschüss. Oh Gott. Schon hinter hast du einen Bunker ausgegraben? Ah! Ich wurde ausgeschaltet. Oh nö. Jetzt hab ich schon... I'm on it. Oh, schon. Ah. I've got five on it. Oh, und alle kaputt. Oh, nee, bitte lass mich in Ruhe. Ah, oh Gott. Wo sind sie da? Okay, cool. Und Shuni. Thank you. Hab ich ihn jetzt? Oh, ich hab ihm gerade den Kopf abgesäbelt in einem Rutsch. Ja, muss mir den Kopf drehen, den säbeln. Da, bitteschön. Reese. Ich noch irgendjemand, okay. Oder? Ab in Bunker. Ich habe keinen Bock mehr hier oben. Ich gehe jetzt in Bunker und dann bleibe ich da. Bis in alle Ewigkeit. Ich falle runter. Genau. Ich falle runter. Ewigkeit. Okay, man hat keine Wahl. Man muss. Oh, warte. Ach ja, ich mache natürlich hier wieder ein Feuer hin. Warte, wie ging das noch? Bauen? Wir bleiben im Bunker, bis GTA 6 draußen ist, was? Ja, Mann. Ach nee, schon wieder nackter. Bitte, was? Nein, ich möchte das nicht. Kommst du runter jetzt hier oder was, Reese? Ja, darf ich den kurz. Kommt er dann hinterher, wenn ich da reinspringe? Ja, nein, kommt er nicht. Ja, der rennt jetzt weg von mir, ich gehe runter, okay? Okay. Oh nee, ey. Wenn er mich jetzt haut, wenn ich runterkletter, ne, dann falle ich tot runter. Oh, hier ist Wasser. Kann man hier mal abpumpen? Sag. Stell dir mal vor, Chris, selbst hier sind, wenn ich sehe, hier spawnen gleich auch welche. Ist mir hier schon viel zu dunkel. Oh, das geht doch eigentlich so. Ja, aber ich mach mal hier. Mit dem flackernden Licht ist schön. Ich mach mal hier Licht. Schönes, ich hab einen coolen Bogen gefunden. Was hast du? Ein 3D-Drucker. Ich hab einen modernen Bogen gefunden. Okay. Einen modernen Bogen? Ja, ich hab auch jemanden gefunden. Hier, ich hab auch Leute gefunden, um die ich gerne einen Bogen mache. Spaß. Ich hab Crunchy-Wanties. Crunchy-Wanties? Ja. Neuer Ort entdeckt, Wartungsbunker. Ey, diese epic Musik immer so, diese ominöse Musik, immer, wenn du Location updatest, so. Dum, dum, dum. Bam, bam, bam. Alter. Wirklich. Mysteries unfold. So, Leute, wir sind hier im Wartungsschutzbunker. Ein Schalldämpfer! Ne. Bringt der mir was? Weiß nicht. Ich mach mal 850 Milliliter. Habt ihr den Druck aufgefüllt? Ja. Gut, dann mache ich mal ein paar Pfeile. Ja, gut. Und die nächste Position. Da drüben ist der moderne Bogen. Da. Wartungsbunker C. Oh. Bam, bam, bam. Ey, hier ist ein Typ, der sich ersoffen hat. Oh, ja, geil. Und daneben ist ein Bogen. Oh, hier gibt's was zu essen. Ich hab nur Pfeile. Ich hab einen Bogen. Okay. Haben wir wirklich? Es gibt. Es war ein Joke. Haben wir wirklich einen Kompositbogen? Wie geil. Wo, was? Ja. Kann man da. Ja, nice. Oh, Crunchy Wunchies. Crunchy Wunchies. Und irgendwas anderes. Ich kann nicht auch nicht. Ich muss mal Crunchy Wunchies essen. Ich kann nicht mitfahren. Nicht die Crunchy Wunchies. Doch, die müssen weg. Doch. Die müssen gegessen werden. Chris, ja, das? Ja, den was? Toten Typen hier in der Badewanne, ne? Ja. Haben wir den ein paar Notes und ein paar Sticker so mit auf seinen Rücken rauf, so? Hey. Ja, mach mal. Ja? Bitte kriegt mich oder so. Twitch.tv/Chris_KI folgt jetzt rein, Leute, er ist live. Echt, Mann. Ja, Mann. Alter, ich sehe einfach nichts, ich muss mal wieder ein Ding anmachen. Ich hab 3D-gedruckte Pfeile. Ja, bitte. Hier rüber. Ich muss mal ganz schnell aufs Klo, bis warte, gleich. Warte, was, wo, wer? Da, hier. Ah, ja, Moment. Ja, hier, ich speichere kurz. Wie man einfach fucking 3D-Drucker nur mit Fuel benutzen kann, ist so ein geiler Scheiß. Dass man nicht noch extra irgendwas anderes, so Blueprints sammeln muss oder so, Materials. Ja, das ist, so geil. Ist schon, das ist, also ganz ehrlich, ich hätte viel lieber ein Crafting-System. Also, dass man wirklich die Dinge craften kann. Ja, aber darüber haben wir schon mal einen Tag eins. Jawollo, ich mach den Bogen auf. Ich crafte jetzt mal ganz viele Pfeile für alle. Könnte ich alle abholen. Oh, Reese. Ja, ich bin heute cute. Ich hab, du bist voll der Cutie. Ich sag dir, ich hab voll den guten Tag, Alter. Krass.
Ich würde gerne so ein Kissen mitnehmen. Also auf eine Bohne werfen. Eins ist die Säge. Zwei. Autsch, hey! Sag mal, gib mal meinen Pfeil wieder. Hat wehgetan? Ja, es hat wehgetan. Sehr gut, also macht Damage, das ist schon mal gut. Vier ist die Schrotze, die komischerweise nicht drin. Das ist Tor und tötet mich, bei dem mache ich das nicht. Fünf ist dann auch die Pistole. Machen wir die Sticky 6. Hast du gerade verfehlt, Juni? Nein. Ich wollte gar nicht das treffen. Hast du geschossen? Also, Was machen wir auf die 8? Fernglas oder so? Ich noch das hört sich die ganze Zeit an, als würde irgendjemand in so ein Notebook reinscribbeln hier. Scribble.io. Ja, Mann. Scribbledy-dibble. Scribble. Scribbledy-bibble. Wenn du mich hier unten alleine lässt, spielt das. Verzeihung. Bibble. Bibble ist doch der eine aus dem Barbie-Film, dieser. Nee, CEO Bibble ist wohl einer aus Star Wars 1. Frag mich aber nicht, wer das ist. Ist Star Wars 1, meinst du Episode 1 oder Teil 1? Also den. Was? Die alten Filme, also praktisch wirklich 1? Wer rechnet denn so? Das ist Episode 4. Ja, genau, deswegen bin ich so, okay, also du rechnest von 1 bis 6, gut, weil so ja. Finde ich es auch am. Nee, ich habe wirklich viel mit Leuten zu tun gehabt, verzeih mir das. Die hat ja, gesagt, der erste Star Wars Film, also Episode 1. Nein! Ja, okay, gut, wenn man das so ausdrückt, also, dann ja. Nee, ich meine natürlich Episode 1. Ja. Da könnte eigentlich also mal wieder eine Remastered-Fassung rauskommen. Juni macht schon wieder ding, 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 ding. Tatsächlich? Ich hätte gerne so ein Banjo. Nee, tatsächlich, Chris, über ein paar geile Star Wars Games und Battlefront möchte ich nicht mehr spielen, aber über so ein paar richtig geile neue Star Wars Games und Jedi Survivor habe ich noch nicht gespielt, soll okay sein. Der erste Teil war gut, fand ich wirklich gut, den ersten Teil. Oh, hier fährt ein Auto durch, alle beiseite. Weil ich gerade erstmal gespannt bin, weil langsam kommen wir hier mit Content voran und so. Wenn hier mal ein paar Patches rauskommen. Wir machen die ganze Zeit Content hier. Wir machen die ganze Zeit Progress. Jeden Tag Content. Jeden Tag. Durchgehend online. 24/7. Kennt auch keiner mehr, ne? Oh Mann. Doch klar, ist vorhin lochig so, oder nicht? Richtig. Du hast mich jetzt. Ja, siehst du. Ja. Reese ist gebildet. Ich hab die zwar nie gesehen, aber ich kenne die halt. Naja, das Ding ist die Lochis. Also ich kenne den Song. Ja. Ich habe den vor ein paar Jahren gesehen, in dem Video, wo es darum ging, Songs, die ihr safe nicht mehr kennt. So, also, wow, okay. Das stimmt schon irgendwo, was du gerade gesagt hast. Wow. Das ist so dieser Moment gerade, so wenn du auf der Anklagebank sitzt und bist freigesprochen, dann droppst du selber noch irgendeinen Fakt, der dich dann doch wieder in den Knast bringt, weißt du? Okay. Weil zu viel Maul zu weit aufgerissen ist. Warum lachst du eigentlich schon? Ha, ihr Bitches, mein Drogenversteck habt ihr aber nicht gefunden. Ich dachte, du hast dich angesprochen gefühlt. Wir sind hier wegen Steuerhinterziehung. Nein. Oh. Ja, wirklich so. Oh, ja, nee. Ja, okay, wahnsinnig. Nö, ja. Dann sind sie freigesprochen. Ich hab allerdings letzte Woche, boom, 6 Jahre. Ja, genau. Okay, hier ist tatsächlich nichts in dem Bunker. Kann man eigentlich. Wisst ihr, was ein Grund wäre, Jurist zu werden? Oder so Anwalt oder halt Richter halt theoretisch gar auch, nichts. Ne? Doch, es gibt einen Grund, wenn man diesen Hammer. Anwälte werden. Wer wird Anwälte? Wer? Diesen Hammer, wenn man Urteile fällt. Nee, genau, diesen Hammer tatsächlich, ne, als Richter, wenn man den werfen dürfte auf Schuldige so. Dann würde ich. Tasern. Oh, Alter, okay, das ist Kompositbogen. Ja. Einfach einen Fuß. Einfach gib ihm. Oh je. Foyer? Ding, 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 ding. Schuni, wie heißt das Stück? Weiß ich nicht. Dein Bot kann doch alles, frag den doch. Oh, hey Shazam. Oder an den Niedergang. Bot ist live. Ja, das Problem ist leider, dass es nicht so ein wirkliches Programm gibt für den Computer. Also Shazam kannst du dir... Warum hat Shazam kein ich hab Shazam noch nie benutzt. Funktioniert das wirklich? Hä, klar, ja. Mann. Das Ding ist, ich hab ChatGPT letztes Mal benutzt. Soundhound, die haben glaube ich auch keinen. Ich habe nur so ein kostenfreies Ding, da kannst du dann, ich glaube, 2 Songs am Tag oder so, kannst du dir anzeigen lassen. Für einen PC willst du jetzt haben, oder? Ja, ich will was es für gibt Browser einen, du musst haben. Mit Google mal, es gibt, ich habe das mal mit einem Browser-Addon gemacht, legit, also in Google Chrome mit einem Addon. Ja, habe ich. Das hat richtig gut funktioniert. Ja, aber ich habe halt. Das so geht ein, nicht, oder was? Ich habe halt so ein wackes Ding. Ja, der sagt halt, weißt du, ich habe heute noch nicht einen Song mir angehört, weißt du, und dann drücke ich drauf
Dann mochte er, ich brauche 5 Sekunden, um den Song zu erkennen. Und dann sagt er, nö, sie haben heute schon zu viele Daten gedingens. Und ich denke so, what? Ich war eine Woche nicht online. So von wegen. Ne? Ja. Aber ja. Deswegen, ich feuer den, glaube ich. Und dann gucke ich mal, ob ich wen anders finde. Ja. Mach das. Was gibt's? Mann, ist nicht geil. Tomatensoße Spaghetti. Saugeil. Okay, finde ich ein bisschen langweilig, aber okay. Hey! Was denn? Das ist geil. Das ist mit so Gemüsebällchen drin. Okay. Oh. Also nichts zu begeistern, Digga. So gar nicht. Ich bin gerade legit gegen die Glaswand gelaufen, hab mich gefragt, warum ich das nicht weitergeht in der Dusche. Oh Gott. Können wir bitte hier rausgehen? Wie so ein Fisch. Los, weiter. Ja, komm, wir gehen. Na, wer ist denn da? Klitsch, platsch. Wer ist denn da? Nee, ernsthaft, wer ist da? Reese? Nee. Was? Es ist Frau Klüsmus. Ah. Okay. So nämlich. Ja. Was stehen wir jetzt hier eigentlich alle rum? Also ich warte hier auf... Ja? Ja? Wow. Ich warte hier auf Reese. Ja. Also ich warte hier auf Chris. Cool. Du bist nicht der Einzige, der tatsächlich in der Tür steht, wo wir denn nicht durchkommen. Das war gerade Torin. Ich würde sagen, wir müssen uns entschuldigen. Wo ist eine Tür, wo wir nicht durchkommen? Ja, hier vorne. Komm mal mit. Zeig mal. Zeig ich dir. Als ob. Du. Ich meinte natürlich. Ich weiß nicht. Ich meinte natürlich. Oh Gott im Himmel. Wirklich der Todesschrei, wo du wirklich denkst, die wird gerade gefressen, lebendig oder so. Ey. Haben wir vorhin schon eine Kostprobe bekommen? Ja. Das ist schön. Gab's viel Geheule im Discord also. Nö. Wenn wir so nah, der eine geradezu eine sehr. Das ist ja immer nur kurz, Nia. Vergiss nicht zu speichern, falls ihr es noch nicht habt. Ich habe gespeichert, aber ich würde gerne speichern, aber Juni ist zu dick und kann sich mal durch. Hallo, ich hätte aus dem Weg bewegen. Achtung! Oh Gott, was hat die gemacht? Oh nein, ich bin schubst. Ja. Vielleicht habe ich sehr radikale Erziehungsmethoden, es tut mir leid. Geh ins Bett. Tschüss. Das ist der Grund, warum ich kein Vater. Es tut mir leid. Das ist der Grund, warum ich kein Vater werden sollte. Ja. So, wir können weiter. Die HP, die ich mühsam nach oben getrieben habe. Einfach futsch. Oh no. Oh ja. Oh, Reese trinkt wieder vom Boden. Das macht er übrigens zu Hause privat auch, ja. Immer wenn es reinregnet, ich lasse mir die Fenster offen, weißt du. Spart Geld. Nee, du hast einfach einen feuchten Keller da oder keine Ahnung, irgend so ein. Oder so ein. Wie heißt das? So ein Wasser. Feucht habe ich lieber. Andere Dinge. Ja. Cleo, es regnet aus den Lampen irgendwie raus. Ich glaube, das soll nicht so, ja. Ich habe letztens wieder so ein Ding gefunden, wo halt wirklich aus der Steckdose irgendwie so Wasser kam. Und ganz schön, hatten wir uns da letztens nicht schon drunter über? Ja, haben wir, ob das ging oder nicht. Und hat irgendjemand gesagt, es gibt so, da werden irgendwie dieselben Schächte manchmal für benutzen, deswegen kann ja, das genau. sein. Ja, genau. Und ich habe dann auch so gesagt, so, ja, stimmt, ja, ist ja nicht alles komplett hohl da. Ja. So, entweder wir machen weiter oder ich trinke Kellerwasser. Auch Kellerwasser trinken. Spaß. Du kannst auch beides machen. Jetzt weißt du kurz vorher, sobald du das sagst, siehst du irgendjemand, der da noch reinpinkelt vorher. Also, woran erkennst du deine besten Freunde wirklich? Kleine Arsche. Arsche. Ersche. Klein Arsche. Asche? Arsche. Arsche zu Asche. Hoch bitte, danke. Miau. So, Torin, wie sieht's denn draußen aus, ja? Oh Gott, boah, ist das hell. Boah. Pff. Sind da Gegner, weil ich esse gerade. Reese, du hast sehr schöne Augen. Mhm. Vor allen Dingen von hinten, also deine Augen, nee, wie sagt man, Augenhöhlen? Nee, ist das ein Gegner hinter dir, Chris. Deine Glubschis, oh hi. Nein, das ist ein aber Vermessung. Aber wie kommt und ballert den gleich weg, bestimmt. Toren, damit macht man Vermessungen für die Landschaft. Meine Augen sehen auch sehr schön aus, wenn man sie von oben anguckt, so. Das auch, ja. Ich gehe mal zum Tropen. Weggesperrt. So, dann können wir ja jetzt hier ein GPS-Signal, Reese legt sich wieder auf den Boden hin. Warte, ich bin am Essen. Warte. Oh no, Reese. Oh nein, jetzt finde ich meine Stickies nicht. Warum habe ich die auf die 5 gelegt? Oh Gott. Danke fürs Retten, wir auch erstmal. Oh, warum läuft Virginia?
Virginia mit so einer Waffe hinter mir her, ne? Ich habe permanent Angst vor der. Hat noch jemand hier, wie heißen die? Felsis, so Steinis? Nö. Ich glaube ja. Kann ich sie dir geben? Nee, mach mal da zum Dings. Was? Ich mach den GPS-Sensor ran und du machst die Steinis ran. Oh, hier ran oder was? Ja, zwei habe ich noch ausrüsten. So, wie ging das noch? So, ne? Da soll ich jetzt Steine raufmachen? Genau. Wie habe ich den Bunker? Warte mal, ist das ein besonderer Bunker? Nö, das ist so nur noch 15 Bunker. Ich glaube, Wartungsschutzbunker stand dran. Kannst ja googeln, ob da was Besonderes ist. Aber ich mach da nichts. Nee, war ja einfach nur der Bogen drin und mehr nicht. Genau, ich mache ein X ran. Also da ist nichts mehr drin, was wir irgendwie, wo wir ran wollen. Ja, aber ich habe jetzt Stein. Nicht, was die, nicht die Kiesel. Die müssen schon ein bisschen größer sein. Ja, ich habe auch große Steine, oder? Ja, machen wir große Steine. Ja. Wie mache ich das jetzt? 5000, was? Davor ich habe einen Stein auf Level 5000. Der muss unten auf Boden so ein gekringelter Kreis sein. Da kannst du dann drauf sitzen. Nee, habe ich nicht. Kann ich den, was ist, wenn ich das jetzt so mache eigentlich? Kann ich den nochmal? Nee. Nochmal. Also legit, ich habe hier gar nichts. Oh Gott. Ja, fahr mich um, Shuni. Fährt ihr da mit so einem Campingplatzwagen durch die Gegend oder was? Also, nee, geht nicht, ich weiß nicht. Ach nö. Oh ja! Ist ja wie ein Mafia. Hilfe! Machen wir das so. Oh oh. Keine Sorge, ich hab's unter Kontrolle. Oh no. Oh Gott. Sagte sie und fuhr eins Held um, ja. Shuni, kannst du in so einem Kreis um uns rumfahren tatsächlich, dass so Eingeborene so abgewehrt, so ein Schutzschild, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich stecke fest. Los, Shuni, los. Ja. Ich komm nicht mehr nach. Jetzt go. Oh Gott. Das geht nicht. Man kann nicht N und J gleichzeitig sagen, das geht nicht. Grease, ich hab's kaputt gemacht. Ach nö. Ach, Shuni. Ach, Shuni. Ach, übrigens, das ist ein Kleiter, ne? Wer hat ein Kleid an? Kleiter, da. Hab ich selber verstanden. So. Ich hab verstanden, übrigens, du hast ein Kleid an. Übrigens, hast du ein Kleid an. Oh, ich ein Dirndl, um genau zu sein. Ja, nee, doch nicht. Hallo. Ist es eigentlich wirklich so in Bayern? Kommt irgendjemand hier aus Bayern? Nee. Schon, ich glaub, du, nein. Ne? Ist es eigentlich wirklich so, dass die Leute da, dass das so eine weirde Kultur ist? Also, no offense jetzt, aber. Ich fühle mich voll krass offended, okay. Dass sie da wirklich weiter. Dass so ein Prime-Fetisch von den Leuten da wirklich ist, so ein Dirndl an und ein Bierbauch da drüber oder so? Shuni, das ist okay, dass du ein Dirndl und einen Bierbauch hast. Das ist ganz okay. Völlig. Also wirklich. Wir sind ja nicht böse, ja. Okay, das ist aber schön, dass ihr mir nicht böse seid. Wow. Man geben das ein. Ja. Oh, dann wird schlecht. Ich glaube, dem Codec wird gleich schlecht. Ich glaube, mir wird auch langsam schlecht bei dem Gekreise. Ja. Hui. Ist eigentlich irgendeiner drin, nee, ne? Wer läuft mal hinterher? Das ist Shuni. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf und einen Bogen. Was machen wir heute für Progress? Wir fahren im Kreis. Ich mache Donuts. Oh. Ah. Aha. Wow. Ich kann euch nicht umfahren. Es ist meine Spaghetti nebenbei. Kann ich mit dem Kompositbogen irgendwie ballern währenddessen? Mach das. Oh, imagine. Kann man mit dem jetzt endlich mal sehen, wo man hinschießt, ja? Wo war der noch? Zwei, drei? Nee, hab ich nicht gesehen, ne? Leider nicht. What the hell? Ich glaube nicht, muss ich enttäuschen. Die Mechanics sind leider. Ich hoffe aber tatsächlich, ich habe gesehen, wir sind nicht die Einzigen, die sich darüber beschweren. Vielleicht patchen sie es halt, ne? Okay. Also, es ist wohl, die Leute beschweren sich auch darüber. Also, man kann sich ja angewöhnen. In Ark ist es ja auch ganz weird. Aber es ist zumindest machbar. Aber es wäre halt schon. Ja, aber das hatte der Alte halt auch. Da wusstest du genau, wo zumindest, du schießt. Zumindest so ein weißer Punkt oder so. Ich meine, dann siehst du im Schnee. Warum nicht halt wie beim Speer? Einfach so eine Parabel. Warum hat der Speer das? Das brauche ich nicht. Weil das Ding ist. Hat der in Forest 1 auch nicht gehabt. Genau, weil dieses Game, wir haben ja schon festgestellt, dieses Game will ja von dir, dass du Waffen benutzt. Das habe ich auch das Gefühl. Das will Waffen benutzen, ja. Und weil ansonsten stirbst du einfach weg, wenn du Nahkampf machst. Du bist permanent dabei, Eingeborene abzuschlachten. Ja. Ja. Mhm. Und dieser Abenteuer, so dass du irgendwelche Munition finden will. Irgendwelche Sachen erlebst. Na gut, nun haben wir ja den ersten Teil schon gespielt. Das heißt, wir kennen das meiste schon, ja. Aber das finde ich halt, kommt hier ein bisschen zu kurz. Ja. Ja, ich hoffe, was sind die Patch-Intervalle bei denen? Ich hab's gar nicht verfolgt. Zwei Wochen. Ja. Zwei Wochen. Ja. Hoffnung lebt.
Okay, aber wichtige Frage. Ja. Ich fahr jetzt. Cleo, hast du bei 5000 direkt ausgeschaltet? Oder nicht? Oh Gott. Oh, wie schießt du denn wieder? Oh, wie? Oh, was hast du mit dem Gesicht gemacht? Du bist ganz. Ich glaube, man nennt es Marke. Ob. Eine ganz wichtige Frage. Wann Powerwashing Simulator, Cleo? Echt, Mann. Kann man da auch Level 5000 machen, ja? Es gibt da, glaube ich, keine Level. Sad. Nee. Nur so, Karriere-Fortschritt. Sowas würde ich nicht spielen dann. Oh, nö. Wie kommt man hier was runter? Was ist das Max-Level beim ETS? Mit G. 1 Million Level. Ja, genau. Oh, tschüss. Oh. Was war das denn? Warum bin ich am Steuer und warum, was ist passiert? Ach, Reese. Ja. Also man kriegt bis Level 5000 kriegt man Achievements, habe ich das so richtig verstanden? Ja. Ja. Mhm. Okay. Und so hast du Bock, den Berg mit dem Wagen runterzufahren, ne? Wo ist denn der nächste Bunker? Der Bunker. Also wenn wir wirklich so geile Items in jedem Bunker finden, dann würde ich auch sagen, let's go Bunker Hunt. Bunker, Bunker. Das macht sowieso Bunker, alles. Bunker. Findest du den Bogen nicht voll geil? Macht Sinn. Nö. Wie bitte? Ich sehe es noch nicht. Es sind so viele Dinger auf der Karte. Ich glaube, der Bunker ist... Gott, mein Essen. Oh, ist das geil. Ja, irgendwo quer rüber. Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. Emotes bei und dann holen wir die kostenlosen. Kennt ihr das, wenn Essen so lecker ist, dass man fast davon sehr schöne Dinge fühlt? Schuni, siehst du da kein Cat Jam und Cat Blob Dance? Doch. Na, dann ist ja gut. Ich sehe beide. Ah, das ist Let's go. Wobei es Cat Jam auch bei 7TV gibt, also eigentlich scheiße. Ich sehe tatsächlich nicht, wer hinten aufgestiegen ist. Ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn ihr aufsteigen wollt. Okay, warte, ich steig noch auf, weil dann können wir tatsächlich auch noch da. Pharma. Schnell, bevor Kelvin uns. Kelvin ist da. Schnell. Pharma Richtung Osten. Wo ist Osten? Welche Richtung fahre ich gerade? Nach Westen. Ah, da ist ein. Okay, warte, ich sehe es. Ich sehe es auch auf meiner Karte. Ja, schon bloß auf dein kleines. Genau, jetzt Richtung Osten. Ja. Tschüss, Kelvin. Ich verlasse mich ganz auf dich, wenn ich sterbe. Kann man bitte langsamer fahren? Weil... Ja, schon. Ich finde es auch blöd, dass das Ding wirklich keinerlei Geräusche macht, ja? Ich schwöre bei Gott schon, ich fucking seile dich gleich auf der Motorhaube fest und dann gucken wir, was wir treffen. Gab's das bei Mafia? Musste Alter. Man bei Mafia jemanden auf die Motorhaube schnallen und dann ein bisschen Stress machen? Oder war das bei GTA? Also bei GTA weiß ich nicht, aber können wir mal kurz darüber reden, dass dieses Autofahren in diesem Game absolut cursed ist hier? Du denkst die ganze Zeit, du baust einen Unfall, aber du fährst einfach nur über unebenen Boden. Ja. Oh nee, oh Gott. Einfach durch den Wald fahren. Ja, ich hab, du kannst alles ummähen, so. Außer Bäume. Ich glaube, wir haben Torin verloren. Ja, wir haben hier sehr viele Bäume. Nee, Torin ist noch bei uns. Echt? Oh, yeah. Ja. Ja. Das ist auch so unlogisch. Oh, Digga. Das sieht nur so aus. Ist so dein... Ja. Dein Nametag. Deiner schwebt auch immer vor mir. Ach so, okay. Digga. Sind wir nicht zu Fuß schneller als... Nein, Mann. Du musst schneller, doch? Du musst einfach deinen Fokus channeln und dann... Ich channel gleich was anderes. Sammel dein Tee. Ich channel gleich meinen Führerschein, weil den kann ich abgeben, wenn ich so weiter mache. Alter. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte wirklich ganz mal so einen kleinen Helikopter craften kann. Das wäre cool. Oder so ein Gleiter, dass man den. So eine Drohne fliegen oder so. Wir sind doch so futuristic hier geworden in Forest 2. Let's go, irgendwas. Man könnte deinen Führerschein dir abnehmen aufgrund deines schlechten Fahrstils im Game. Ach, du lieber deinem Aussteigen, bitte. Ich. Warum? Ich steck fest. Ja, und dann muss ich aussteigen, oder was? Ja, kannst du bitte den Baum wegmachen? Ich esse kurz was. Du musst bitte den Baum füllen. Los, arbeite. Ne, das Danke. Ist ja das... Hallo, Viktor. Das ist ja das, was ich tatsächlich nicht verstehen kann. Warum, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, einem der Führerschein abgenommen wird. Also, wenn man was? Na, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist. Und zum Beispiel mit 3 Promille oder so nach Hause fährst. Ja. Und die Polizei erwischt dich, dann nimmt die dir deinen Führerschein weg. Ich denke so, das hat doch nichts mit einer. Also, hä? Oder wenn du generell auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wie man sonst auch auf dem Fahrrad missbauen kann. Vielleicht liegt es daran, weil du eine Fahrerlaubnis hast, die auch für Fahrräder gilt, was ja nicht stimmt. Nee, das ist aber ja vielleicht. Quatsch. Aber vielleicht denken sie, wenn du das nicht schaffst und besoffen bist, dann wollen sie auch nicht, dass du halt. Ja, der Teilnehmer des Straßenverkehrs. Das kann sein, aber ich finde schon, man sollte es irgendwie.
Ich wusste nicht mal, dass es ist, bis du mir gerade erzählt hast. Ja, weiß die Sache mit dem Fahrrad ist halt die, du darfst halt da mit dem Fahrrad auch auf der Straße fahren. Können wir nicht bitte zu Fuß weiterlaufen? Ich hasse dieses Auto so sehr. Ne? Nein. Wenn du betrunken auf der Straße fährst, nimmst du, wie Cleo ja gesagt hast, am... Ich friss gleich deinen Kopf, Reese. Nee. Ah, das wär ein valider Punkt. Aber ganz ehrlich, ich bin sowieso dafür, dass man irgendwie generell alles, was schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren kann, dass du dafür irgendwie eine zumindest mal so einen kleinen Kurs brauchst. Ja? Also sprich, die Fahrradfahrer, die so... Ich höre einen Fluss. Ja, wir sind im Fluss. Ich sehe auch einen Fluss auf der Karte, aber ich sehe keinen Fluss. Muss ein Vater Morgana sein. Bekommen Mann. Fahrradfahrer ohne Führerschein eigentlich eine Strafe? Nein, das ist ja das. Können sie eben nicht. Ich glaube, es kann vielleicht sein, dass sie so einen Aktenvermerk bekommen und dass sie deswegen keinen Führerschein mehr machen können. Aber das ist ja das. Dir wird dein Führerschein abgenommen, aber wenn du gar keinen hast, ja, dann... Ne? Dann halt nicht so. Was macht ihr da? Das Auto. Kann ich meinen Sitzen in meinem Topf aus? Schmutziges Wasser. Oh, das ist nicht gut. Ich mach mal ein Feuer. Ich hasse diesen Campingwagen so sehr, ne? Das ist eigentlich mein größter Albtraum. Das Ding ist, ich sehe jetzt aus, nur weil dieses Ding scheiß Mechanics hat, sehe ich jetzt aus wie Julian Martin. Wenn du gerade reinsteigen, dann machst du... Aber Cleo, die zahlen noch eine Strafe. Ich glaube, ich stecke fest. Also ist ja jetzt nicht umsonst. Aber das halt auch, das ist ja zusätzlich... Oh Gott, was brennt hier? Brenn ich? Ich brenne den Wald gerade ab. Okay. Ja, Hilfe. Eben auch Idiotentest. Nee, bei dem fahre ich nicht mit, der sieht nicht so aus, der kann also, gut Auto fahren. Ich glaube, dass wenn die keinen Führerschein haben, dass die dann auf jeden Fall einen Aktenvermerk bekommen und bevor die einen machen, erstmal ein MPU machen müssen dann, ja. Das glaube ich. Warum brenne ich? Oh, ich brenne. Ja, du brennst. Brenne, Ries. Wo habe ich irgendwie Medikamente? Da ist er ja. Ich habe ein Raw Fleisch. Nice. Boah, ich habe ein Protein. Warum ist mein Feuer wieder aus? Protein-Regel. Was habt ihr gemacht? Gar nichts, das ist gerade ausgegangen, als ich gekommen bin. Ja, also nee. Ohne Witz jetzt, das ist ausgegangen, als du daneben standest. Aua, ich brenne. Ich stand wohl im Feuer drin. Energy Drink. Seid ihr weitergefahren? Okay, wild. Hä, das scheiß Feuer geht immer aus, wo ist das? Was ist denn damit? Nur weil das im Schnee ist, oder was? Ab 1,6 Millionen Promille. Ja, genau. 1,6 hat sie geschrieben, ja. Das ist eine Million. Definitiv. Ah, I knew it. Cleo, willst du nicht joinen? Oh, Geldstrafe oder aktiv im Chat zu schreiben? Genau. 500 Geldstrafe, ja, in Ordnung. Also ist das mögliches Radfahrverbot? Ist das jetzt, wenn man keinen Führerschein hat oder was? Alter, das scheiß Feuer geht immer aus. Was ist das? Hä? Scam. Hast du im Wasser das Feuer gemacht? Nein, oder? Es ist im Alter, ich brenne schon wieder. Was ist denn das? So wie bei SpongeBob, wenn sie wieder unter Wasser ein Lagerfeuer anzünden. Ja, genau. Nee, also es steht zwar in einem Schneehaufen, aber es müsste den Schneehaufen ja schmelzen. Schmelzen. Machst du dich lustig? Nein. Warum lustig? Nicht? Hat noch jemand Fleisch? Ich habe zwei Ruhefleisch-Dings. Calvin ist gerade gestorben. Soll ich Fleisch ins Wasser werfen? Nee, ja, kannst du das? Ja. Mach mal. Okay, ich mach auch mal ein. Mal gucken, ob das geht. Natürlich nicht. Boah, ist das ein Dreck. Dann musst Soll du mir ich noch das... einen reinwerfen? Ja, mach mal zwei rein. Ich mach mal nochmal eine Dings hier. So, und dann einmal kochen. Wunderbar, dann gibt es nämlich gleich Fleischbrühe. Oh no. Cleo hungrig, Cleo müde. Oh. Bei mir stand aber nur gekochtes Fleisch. Das ist richtig. Okay. Das Fleisch wird mitgekocht. Was hast du jetzt gemacht? Du. Ich? Du guckst gerade in den Topf rein. Und? Lass mich und meinen Topf in Ruhe. Du guckst einfach in den Deckel rein. Da ist er. Ach, das ist schmutziges Wasser. Ach nö, ach Shuni.
Ich dachte, weil es im Topf drin ist, ist es sauber. Oh nö. So witzig. Also bei mir, ich muss das ja mittlerweile machen mit dem dreckigen Wasser Schuni, fürs Meme. Moment. Aber Schuni, du hast doch den Topf getragen auf dem Kopf. Schuni, Quatsch. Du kochst das Wasser doch ab. Ja. Aber warum ist da ein Topf drauf? Ist das meiner? Das ist deiner. Oh, achso, ich habe den draufgestellt und du hast den Topf gefüllt. Ach so. Ja. Ja, dann gib ihm. Komischerweise haben die das genervt. Irgendwie, man kriegt... Früher hat man durch so einen Topf, konntest du zweimal draus trinken. Der Topf war dann noch zur Hälfte voll. Das haben sie was ist das Gegenteil von verdoppelt? Halbiert. Unser Wagen wird angegriffen. Egal. Ich muss jetzt den ganzen Topf leer trinken, damit ich... What the hell? Was machen die mit dem Fluid Intake? Ja, genau. Okay, machen wir. Wir machen eine kleine... Fluid Intake. Ich spüre das. Wir machen eine Pause. Und holen uns was zu trinken. Oh. Ich setze mich so lange mal hier in den, Fluss. Mann, ihr kennt Worte, ihr kennt viele Wörter heute, das ist der Wahnsinn. Ich bin richtig stolz auf euch. Wirklich? Ja, weil mein Wörterbuch ist heute kaputt. How to name your teammates Analphabeten without naming them Analphabeten. Aber ist Analphabet nicht jemand, der nicht lesen und schreiben kann? Ich dachte, es geht um was anderes. Erzähl Nein, mal. Ich hab das saubere Wasser ausgeschüttet. Dritte Meinung. Ach, Schuni. Kann ich mal nach Schuni haben? Danke. Hockt ihr da gerade am Fluss und macht den Kochtopf mit Wasser voll, nachdem ich dreckiges Wasser getrunken hat? Ich bin gleich wieder da. So in einer Minute oder so. Oder vielleicht auch nicht. Papa geht Zigaretten holen, Leute. Ich geh mal kurz schon mal mit drauf. Vor, bis gleich. Tschüss. Erst trinke ich schmutziges Wasser, dann mache ich das Wasser sauber und dann kippe ich das saubere Wasser weg. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ciao, Leute. Was hast du gesagt? Ja, genau. Ah, tatsächlich ist auch wissenschaftlich wertvoll, muss ich sagen. Warum? Können wir mal kurz, guck mal kurz Virginia da vorne an. Warum? Sie rennt permanent mit so einer Knarre in der Hand auf mich zu, wenn ich spawne, also wenn ich neu joine. Und ich denke jedes Mal, das ist ein Eingeborener. Warum haben die auf einmal Waffen oder so? Weißt du, was ich meine? Die erschreckt mich jedes Mal. Da gibt es noch Kelvin, den Vollidioten. Der ist nur da, um Bäume zu fällen. Alter. Der Baumsklave. Aber warum ist das hier mitten auf dem Berg in der Wildnis, wo man normalerweise wahrscheinlich Wölfe sieht oder so, entspannter, als in so einem Camp irgendwo wo wir da waren? Da vorne sind Gegnern ist Virginia. Was sind eigentlich die Regeln für Spawn von Gegnern? Gibt es da irgendwie schon sowas? Also ich weiß, dass in Flussnähen oder Teichen etc. pp. Die ganzen Viecher spawnen, wo man die Haut abziehen kann. Diese Mutanten und so auch, sagst du? Ja. Also mit dieser Schleimrüstung da? Ja. Ich habe jetzt diesen Topf in meiner Hand. Ja. Und ich würde gern das Wasser, das darin ist, sauber machen. Dann stell den Topf auf ein Feuer. Aber unser Feuer geht die ganze Zeit aus. Dann I'm on it. You on it? Bitteschön. Oh, Thorin, dankeschön. Ich habe Thorin abgestellt. Mhm. Ich guck sonst auch noch mal rein. Wie es das Kelvin einfach in den kalten Schnee liegt. Kommt einfach nicht mehr weg. Ich glaube, ich brauche das als neuen, wie sagt man, Klingelton. Ich tue alles, um das zu ignorieren, dass es nicht in meinem Kopf auch noch rankommt, weißt du? Nimm ihn auch. Ich tue gerade alles. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und alles, was mir dazu einfällt, damit es eben nicht als Ohrwurm in meinem Kopf endet. Dann war ich schon mal mit Leo und Schoni. Hey, Reese. Dumme.
Domino. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Oh nein, jetzt hab ich schon wieder. Sagte Papa beim Zigaretten holen und er kam niemals wieder. Dieser Schnee ist langsam echt kalt. Meine Füße, ja, die frieren und sie sind nass und ich hab ne Erkältung. Oh nein. Warum, oh, liegt, warum, guck mal, bedroht uns Virginia eigentlich jetzt auch im Sitzen oder warum hat die immer die Knarre auf uns gerichtet? Weiß ich nicht. Also das ist wie so eine... Jetzt muss ich den nochmal aktivieren. Wie nennt man das, eine Femme-Verteil oder? Wo ist denn das? Bei mir hält sie die Knarre nach oben. Wo sind nach oben? All die Eingeborenen hin? Ja. Ich ruf sie bitte nicht auf den Plan. Ich bin gerade mal ganz glücklich, dass sie nicht da sind. Danke. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Hm. Zieh dich nackt aus, mach einen Handstand und dann so einen Regentanz auf den Händen. Vielleicht kommen sie Spirit of the Hawk. 93. Piep, piep. Piep, 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 piep. So. Wo flüstern? Wenn ich Flüster aktiviere, dann ist Flüstern dran. Ja. Jetzt ist erstmal ein Ja. Time. Steht doch da oben. Ja, Time. Mhm. Das Einzige, was hier geflüstert wird in dieser Runde, ist ein permanentes von jedem kommendes. Ich hasse euch alle. Bitte was? Also nee, also weil du kannst so eine, zwischen so meinen Zeilen lesen, das ist ja krass. Ja, weil wir so eine hassliebe Gruppe sind, deswegen. Mhm. Glaub, Chris, du hast, glaube ich, am meisten. Ich hasse euch alle, ja. Ganz toll. Oh, dann liebt Reese uns am allermeisten. Ih, das ist ja eklig. Mhm. Ja, tschüss, Torin, war schön mit dir. Million. Wo wollten wir jetzt eigentlich hinfahren? Ich gucke mal auf die Karte, ob ich den neuen Bunker jetzt endlich mal irgendwo sehe. Ich mach Liebe spirituell. Ich laufe mit gehobenem Mittelfinger durch die Gegend. Okay. Okay. Ja. Die Richtung Nordosten. Ja, ich bereite mich schon mal darauf vor, dass wir demnächst alle stellen. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so eine krasse. Okay. Ah, ich laufe ins Feuer rum. So, und komm zurück. Komm. Jetzt fahr. Fahr los. Oh, schnell. Ja. Okay. Schnell, fahr los. Oh Gott. Hi, Lea. Bye, bye, Bitches. Hi. Hallo, Cleo. Cleo, hast du zu viele Punkte? Irgendwie? Hab ich eine Wette gemacht? Warum? Schläft er jetzt oder was? Mit dem Kopf im Feuer? Ja. Ja, guck mal, Cleo, meine Gruppe hat mich verlassen. Nein, ja. Pat entdeckt. Zu Fuß sind wir schneller, Schuni holt uns ein. 32K. Es ist so geil. Hab ich da gerade. Nee, das ist der Fluss. Ich hab gerade eine Bewegung. Ich krieg sie die ganze. Bewegung, 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 Bewegung. Das ist der Fluss. Ganz ohne eine Wette zu gewinnen. Ich weiß nicht, was du meinst. Frau. Likoklismus. Ja. Chris, nicht, Torin und Reese lassen dich im Stich. Ja, ich wusste gar nicht, dass man das sieht. Irgendwo. Mir wurde gesagt, ich soll losfahren, also bin ich losgefahren. Ja. Aber das 32K, das sind ja voll wenig. Ich mag's vor allen Dingen, ich habe wirklich da gerade das Gefühl, wir machen wirklich Progress. Also wir sind weit oben tatsächlich schon. Aha. Gucken bis auf die Spitze, dann bauen wir da oben ein Haus drauf oder so vielleicht noch einmal. Kommen wir jetzt wirklich mit diesem Auto, mit diesen 90 Grad. Du kannst mit dem Ding überall hinfahren. Ich schwöre, das... Überall? Überall, ja. Krass. Über Ralf? Mhm. Weißt du, was cool wäre? Schnee? Und zu den Pantoren noch eine Blume. Oh, eine Blume? Ja, eine Blume. Eine Blume. Eine Tiare? Die einzige Blume, die ich kenne. Und Rosen kenne ich vielleicht noch. Ich weiß nicht mehr, was wir gerade machen. Auf dem Bildschirm sieht es ganz wild aus. Ich sag's mal so. Oh Gott, der Mimmel. Ja, bitte? Schuni, ich sehe den Schriftzug Schuni. Sehe ich dann irgendwie im Himmel rumcruisen? Du wirst ihn wieder weit probieren. Unbekanntes Flugobjekt entdeckt? Obwohl, oh, doch, das geht. Es geht. Was passiert? Ich kann gerade durch die Map sehen. Ich weiß nicht, was du gerade machst, Torin, aber ich habe gerade durch die Map durchsehen können. Leo, außen, ja. Und sah schön aus. Sind wir gerade einen Baum hochgefahren?
Nee, wo fahrt ihr überhaupt hin? Ja. Ich weiß irgendwie, es auch nicht. Also ich laufe über den Berg rüber. Oh. Ich hätte nicht sagen sollen, Thorin, fahr los, weil er zieht das echt durch, glaube ich, gerade. Warum fährt er irgendwo hin? Warum habe ich den Gleiter eigentlich nicht, ey? Oh Mann. Ich könnte so schön hier runterfahren. Ja. Ja. Wo haben wir eigentlich unsere Kleider alle gelassen? Haben wir die markiert oder so? Mir ist allein. Allein. Ich sehe dich. Du bist nicht allein. I'm looking to Berge, for a sign. Nicht allein, nur nicht mehr in Mittelfinger Range. Was? Mittelfinger Range. Oder ein Daumen hoch. Das ist der Mittelfinger Mittwoch. Schalalalala. Nee, okay. Verloren bist du dennoch. Wir beide bleiben im Leib. Ich bleib stark. Okay. Bleib stark. Ja, du kannst alles schaffen. Ja, oh, ich schluck auf. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Ja. Was du kämpfst, zerkommen ist ja. Bleib bei den Sternen, denn du bist breit. Was ist denn? Du bist gleich. Sind wir da, oder? Breit, finde ich gut. Reese macht nur ein bisschen bewegen. Reese macht gerade einfach Alternativtext. Ich mach dafür Sorgen um meinen Gesang, dass die Jungfern ihre Röcke verlieren. Oh, Shuni ist wohl auch abgesprungen. Ich bin die Justin von die Bieber. 2.0. Herr Biber? Herr Biber. Es läuft ein Biber-Butzermann in unserem Haus herum. Ja. Ah. Yum. Wir sind ja immer noch nicht oben. Ich renne da jetzt hoch. Tut mir leid, Thorin. Viel Spaß mit dem Auto. Warum denn? Hat gelöst. Weiß nicht. Vielleicht so hoch. Ich kann nicht sehen. Ja, weil er den großen Kopfmodus anhat. Deswegen kannst du ihn sehen, weil der Kopf so groß ist. X5ETHX. Penis. Putt entdeckt. Reese, pass auf, ich komme runtergeflogen mit dem Auto. Guck mal, Cleo, Reese. Ich trinke gerade einen Energy Drink. Gott, macht er mir Angst. RT. Retweet. Oh. Cleo, es fehlt aber das O. Guck mal, jetzt können wir gar keinen Rost machen oder Rotz. Ja, nice. Jetzt können wir nur RT. Shuni, du musst dich umbenennen. Du musst irgendein Vokal bei dir vorne reinpacken. Du kannst ja. Genau. Oh, Shuni oder machen. Oder. Oh, Shunio? Shunio, lieber Shunio. Was? Oh, Hilfe. Kleoklysmus spendet 500 Biddies. Hab ich was gemacht? War ich. Oh no, not so 500 Biddies. She spends 500 Biddies because she wants to see the. So viele Biddies fürs Finanzamt. Ja, danke. Da, Finanzamt bedankt sich. Was? Oh Gott. Liebes Finanzamt, nein. Imagine. Was witzig wäre, stimmt immer mal so eine Runde Monopoly mit Finanzamt. Der Brief ist heute angekommen, liebes Finanzamt. Wie geht's weiter? Ich frage für einen Freund. Das ist der ekelhafteste Rucksack aller Zeiten. Hier sind einfach Speckwürfel mit. Gib mal ab. Ja, würde ich ja gerne. Kannst alles vom Speck haben. Ist der Brief auch schon früher angekommen? Ich weiß es nicht, aber bis zum Mond dauert das ein bisschen. Aber das ist so diese Theorie von Lapskaus. Ich habe das noch nie gegessen. Das soll ja geil sein und so, ne? Aber ich stelle mir das nicht so vor. Hast du ja irgendwelche Speckwürfel, die du noch im Rucksack findest von vor 5 Monaten oder so? Oh, da ist ja noch was. Schmeiß mir rein. Kann mal jemand mit dem Fahrzeug vorbeikommen? Ich komme hier nicht hoch. Ich bin einfach zu lauchig. Wo wollen wir überhaupt eigentlich hin? Wisst ihr, was wir sind, Leute? Über den Berg. Diese Teenager oder junge Erwachsenen, die halt bei Selfies sterben in den Bergen, weil sie sich von einem Abhang runter so hängen lassen, damit sie mit dem Stativ ein geiles Foto machen. Ja, geil, Leute, guck mal her hier. Hey, guck mal hier voll, da musst du nachher noch Bildbearbeitung drauf. Dann sieht das aus, als wirst du über dem Vulkan Schicksalsberg. Nein, Mann, ist für TikTok. Nichts Bildbearbeitung. Achso, ja, aber Herr der Ringe bei TikTok. Was? Ja, weißt du? Schicksalsberg. Okay. Ach egal, Mann, das war nicht der Moment. Also, der ist nicht angekommen. Das bin ich ehrlich, der ist nicht angekommen. Leo, danke schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wehe einer wirft mit Nuggies. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Macht dieser Chris Key, macht der nicht bitte? Musik? Ja, Mann, was? Skrr. Skrr. Ich kaufe Musik. Skrr.
Ja, das war voll fresh im Trip. Skibidi wapapa. Skibidi skibidi wapapa. Sind wir jetzt alle Assi, hä? Was? Ach, Shuni. Shuni kennt Skibidi nicht, oder was? Ich hab nur. Oh Mann, Shuni, wie soll ich denn noch in deine Jukebox packen da, ey? Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Ich möchte zu meinen Freunden. Ich möchte dich da oben auf. Ja, ich sterbe! Okay. Warum? Ich sterbe, ich lebe. Okay. Ja, kannst du dich meinen Shane-Shuni, ey? Kennt ihr das bei diesen VTubern, wenn die so schreien und du weißt nicht, sind die gerade gekommen oder haben die geschrien? Ist das für Content oder haben die wirklich geschrien? Ah. Okay, ich laufe. Fire on the street! And I'm now in my time to calling you! And the search is a mystery! Standing on my feet! So hard when I try to be me! Leute, witzige Fakten. Dieser Berg hat historischen Wert. Im 19. Jahrhundert wurden hier tatsächlich Flaggen aufgestellt, um die Übermacht des Römischen Reiches zu demonstrieren. Okay. Aha. Ja, richtig. Mm-hmm. Die wurden als Zielscheiben von den anderen benutzt, den nicht Römischen Reichen, den anderen Reichen, die nicht mochten. Resmort. Ja, smart. Smart. Das, was ist das da hinten? Für einen Berg? Ich werde ab jetzt, werde ich das so machen, ich werde vor jedem Freitagsstream, werde ich historische Fakten googeln und einfach random in der Session so droppen. So für den, weißt du, für die Unterhaltung. So. Ja, finde ich gut. Und damit wir mal intelligentere Gespräche führen, ich komme langsam schlecht vor so viel Scheiße, wie ich hier rede. Pinguine. Das westliche oder das östliche Römische Reich? Das Ding ist, habt ihr mal Cleo die Goofy-Lache machen hören? Genau, Reese, welches? Das westliche oder das östliche Römische Reich? Wo die vielen Straßen da waren. Also da, wo die Mittel in der Mitte. Das Mittlere. Ah, Mittlere. Das Mittelerde. Zentralrömerland. Mhm. Okay. Oh, bin ich auf dem Gipfel? Nee, da, shit. Ja, da wo der Edeka stand halt. Ach da, ja. Wie komme ich denn jetzt in den Aber Berg? Ist der nicht abgebrannt? Ich will hier hoch. Ich möchte einfach, ja, der Edeka dabei roben. Ja. Da, wo Cäsar immer seine Weintrauben gekauft hat. Ich bitte diesen Berg hoch endlich, Mann. Die will doch nur nach oben. Mehr will ich verlange noch nicht viel. Okay. Oh Gott, ich habe einen Weg gefunden. Rezo. Ja, historische Fakten, um intelligenter zu wirken. Und dann so, ja, wo der Edeka war, Junge. Wo Cäsar meinen Traum gekauft hat. Hey, da hab ich letztes Mal Duschlöscher gekauft. Duschlöscher. Oh nee, Hilfe. Der Duschlöscher. Oh Gott, vorsichtig, hier ist glatt. Hoffentlich erfriere ich bald. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ich fühle mich wirklich wieder bei der Herr von Ringen. Wo ist denn jetzt die Kackbatterie im Abbau? Standing on my feet. Das Ding ist... Gesetz, ich bin ja schon unterwegs. Das Ding ist, ich glaube, ich habe ja wirklich mein Herr von die Ringe im Moment gerade. Herr von die Kümmerlinge. Was? Herr von die Ringe? Wovon redet der? Ja, ich habe hier so diese Berge. Ich glaube, er hat einen Übertraum. Hey, Reese, nein, der Berg. Gollum. Ja, der Berg hat... Gollum. Ja, eindeutig. Wie Shuni ist gerade... Das Viech da, ey. Hat das Ding... Shuni, hat das Ding vier Beine oder fünf? Ist das so eine Mutation? Warum sagst du sowas? Oh, die ist so süß. Ist das Viech sensibel? Ja. Seine Gefühle easy verletzt? Ja. Ich glaube, ich sehe also, den Bunker. Also ist es tatsächlich, das ist nur ein Vorurteil mit dem Monster-Dämonen. Haben die Autobatterien überhaupt Nutzen? Weil irgendwie kann ich nirgendwo platzieren am Golfwagen. Die sind dafür da, dass du dir an dein Haus baust, damit du Energie hast. Gott, ich nehme gleich einen Schneeball, dann werfe ich den nach oben. Das und wenn Golfkart ankommt, wird per Funk aufgeladen, wollte ich sagen. Wie heißt denn das? Per Sonne. Ach nö, es dauert jetzt so lange. Oh, Seth, ja, ich hab doch den... Warum hab ich denn nicht den Schaden? Ich glaube, ich muss bescheuert sein. Penis. Wusste ich gar nicht. Oh Gott. Ah, Hilfe, oh Gott. Ich glaube, ich flieg sonst wohin. Ich glaube, ich flieg dran vorbei. Schön. Ja. Ja, mit Freunden macht das immer Spaß. Wir sollten mal am Lagerfeuer zusammensitzen, Leute, und mal so ein bisschen, keine Ahnung. Nein, Hilfe. Alte Geschichten austauschen, doch. Wow, ich bin einfach dran vorbeigeflogen.
Wie weit? Oh Mann, ich will. Ja, das tut mir leid, ich will einfach nur diesen Berg rauf. Mehr will ich doch gar nicht. Ich verlange nicht viel im Leben. Wo ist das Ende? Wo ist die Spitze? Geht immer weiter nach oben. Ach, als ob dieses Kack-Golfkart. Oh, du hast es fast geschafft. Ach, ich glaube, ich bin gleich oben. Herr Schuni, du stehst da so. Was, das Lea, ist dann über und ja, es trotzdem geht noch weiter nach oben. Das ist wie bei hier Getting Over It. Mal, oder Only Up. Wäre das witzig, wenn ich jetzt hier mit dem Schlitten runterfahren würde, so wie Cleo und so. Wii. Ja, das wäre total lustig. Ich habe noch keinen Schlitten. Hat einer noch nicht? Oh, ich würde es halt für die Klicks. Für die Klicks würde ich es machen. Klicks. Diesen Chris-KI hier mal supporten, Leute. Subt rein. Okay, wie viel würdest Put du denn machen, also Leute? Für Klicks, Die Sub-Animation funktioniert wenn du nicht, sagst, wenn du so denkst, dass Klicks gleich Geld ist, ich sehe das ungern als Geld, weil ich eigentlich das nicht. Ich finde, das ist sowieso schon viel zu sehr. Ich mache Social Media für Geld, ist sowieso schon viel zu katastrophal und schlimm geworden, meiner Meinung nach. Aber wenn ich so denken würde, Klicks gleich Geld, würde ich sehr viel dafür tun. Okay. Es gibt sehr viele, sehr wenig Dinge, die ich nicht für Geld machen würde. Ah, sag mal. Oh, 100 Watt. Hier steht dran, wie viel Watt man hat. Wie viel Watt? Kann jemand sagen, wie man rutscht? Springen und Gesicht voran. Ja. Ach nee. Also, tatsächlich machst du auch einen Köpfer, also mit dem Köpfer so richtig so. Flachkörper. Tschüss, oder Torin. Torin auch so vorbei. Hab ich auch gemacht. Ja, ich weiß, Schuni jetzt wo so. Wo gehen wir denn hin? Warum sind wir? Warum ist der Berg? Und Schuni auch vorbei. Tschüss. Nee. Schnell da rauf, Junge! Nachteil beim Schlittenfahren ist es der ewige Warten zum Aufstehen. Oh ja, und man kann nicht mitten aufstehen. Warum ist dieser Berg höher als Chris' Schmerzgrenze, was stupide Teammates angeht? Stupid? Stupid? Did someone say stupid? Ja, warte mal, Schuni, streamst du eigentlich gerade? Nee, ne? Nein. Nee, ich wollte gerade stupid an. Ja, dafür ist es schon. Talented. Oh Gott, Schuni kommt, ich höre sie. Cleo hat sie auch ein Stupid drin? Nee, Cleo hat kein Stupid drin. Oh, ups, sorry. Cleo hatte doch das auch ein Stupid. Das ruiniert jetzt den ganzen Stream. Es tut mir so leid. Auch ich finde es lustig. Also ich finde es jedes Mal lustig. Ding dong. Oh. Du findest es lustig, wenn Menschen leiden, okay. Nee. Bitte schon, leidest du? Auf zu reden. Bitte dran, die Pizza ist da. Das ja, ist total. Ich sitze hier jedes Mal und denke mir so, haha, da ist wieder einer gestorben. Ja, das dachte ich mir schon. Nee, ganz oben auf dem Berg. Nee, Moment, wenn die gestorben sind, dann rücken die nicht mit Blaulicht an. Dann ist ja schon. Der Bildschirm ist einfach weiß, ne? Also es ist wirklich einfarbig weiß. Das ist einfach ein Plakat jetzt. Ich sehe nicht mal. Achso, doch, das ist mein Bogen im Schnee. Ja, ist gerade ein bisschen Schneesturm und so. Warum ja, habt ihr jetzt. Ich sehe alles, warum habt ihr jetzt so hell angestellt? Okay. Die Drumroll ist wild. Das ist so dieses Wetter. Ab dieser Temperatur fangen Deutsche im Frühling an zu grillen. So, oh, das ist perfektes Grillwetter. Wie im Frühling? Ja. Die Grillsaison hört nie auf. Die fängt am 1.1. an und dann am 1.12. hört die auf. Ja, wenn es schneit, ändert sich nur, dass was auf den Grill kommt, aber. Ja, komm mal ein bisschen Schnee drauf. Hä, YOLO, ich verstehe das Problem nicht. Ja, nee, aber ich find's tatsächlich lustig, dass man halt immer mal so ein Moped hört oder so. Und ich denke immer, oh, Schuni fährt an mir vorbei. Du findest es witzig, aber ich muss damit leben. Oh, ach Schuni. Dann mach doch die Fenster zu. Wie wär's damit? Kannst du die Fenster nicht zumachen? Nein. Nein, okay. Das geht nicht. Schuni wohnt nämlich unter einem Pappkarton unter der Brücke. Richtig. Und ja. Das ist eine Schnellstraße. Das Ding ist hier bestimmt schon. Chris. Ja, so, doch, ich glaube tatsächlich, sie hat aber so einen Garten auch richtig. Mhm, ja, und das, was, ja. Und das, was der immer diese Geräusche macht, die so, das ist auch keine Katze, das ist irgend so eine Pflanze, die tatsächlich. Eine fleischfressende Pflanze? Ja, so ja, aber die kann laufen richtig. Und die ist auch intelligent und die jagt ihre Opfer auch richtig. Wie in Sims, sowas. Diese Kuhpflanze, das war cool. Okay, Seth ist im Weltraum, ja, verstehe. Also eine Mörderpflanze. So cool. Alienpflanze. Mhm. Ja. Ja, also ich mag ja Karotten. Also wenn man Gemüse, Kartoffeln, Karotten, alles in den Kahn fängt. Aha. Wild. Kalb. Kürbis. Kürbis. Erzähl weiter. Kotelett. Kabel.
Kabel. Oh, Kabelsalat. Mm. Kabelsalat. Kartoffeln. Kartoffel. Was ist das Schweizer? Kartöflis oder was? Kartöflis. Wie heißt es? Was war noch dieses witzige Wort? War das Unterwäsche? Nee, wie ging das nochmal? Kondömli oder? Kondömli. Heißt das nicht irgendwie so? Wird das nicht so ausgesprochen? Das ist Schweizerdeutsch oder was? Österreich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Schweizerdeutsch. Kondömli oder so. Doch. Das ist so richtig witzig. Die kann man doch gar nicht mehr ernst nehmen. Okay, Schuni. Die Kondome, meinte ich. Drei Schweizer left the chat wegen Schuni. Wegen wie bitte? Ja. Hey. Warum? Was? Hey? Ach, Mann. So, wo? So, du bist durstig. Ja, wo? Danke, auf den Berg. Da! Also, wir machen Regen. Ich! Sind wir angekommen? Ist den Schnee. Ich beiße gleich in diesen Berg rein. Hi. So aus Protest. Hau. Hi. Das ist ein Stück. Leer Mode activated. Meinst du? Wie? Guck mal, ihr seht ja, wo ich bin. Ich glaube, ich bin im höchsten Punkt des Games, wo? Legit gerade. Also ich sehe keinen höheren Punkt. Wo? Wenn ich jetzt mit einem Pfeil schieße, schaffe ich das Schuni zu hitten? So einen. Ich probier's mal. Habe ich getroffen? Ich fühle noch nichts. Nee, warte, ich komm mal näher. Ja. So ein paar Kilometer oder so. Wäre schon gut. Ich renne ja weiter, das Ding. Ich denke ganz, ich habe aufgeholt. Ach nee, die sind ja nicht stehen geblieben. Ich will niemand verlassen, meine Freunde hasen mich. Gar nicht wahr. Ach, ja, Puber, Alter. Doch, ich bin einsam und allein. Ich kann mein eigenes Ding machen. Ich baue es hier oben auf dem. Oh, warum? Doch. Okay. Tatsächlich. Ich nehme auch die Geburtstagskarten, die mir geschickt hat. Nehme ich jetzt in den Bogen. Nein, warum? Nee, jetzt brauchst du nicht reinkommen. Nein, ich will das nicht. Nee. Nein. Warum hast du eine Gästeschlüsselkarte? Was ist denn das? Wofür ist das? Was habe ich denn hier noch? Ich kann mir theoretisch. Habe ich nicht Pfeile gehabt? Warum sind die Pfeile? Hier sind die doch. 3D gedruckte Pfeile. Chris, wie geht's hier so im Lea-Mode? Gut, ja. Danke. Mit der Nachfrage, gerne. Ich habe doch 3D gedruckte Pfeile. Penis. Ich? Ja. Penis, ich, ja, okay, komm. Kann man 3D gedruckte Pfeile nicht abschießen mit dem Kompositor? Aha. Du musst nach unten gucken und dann R drücken, dann wechselt er die Pfeile durch. Bist du gestorben, Gris? Gris kann kein Wasser aufnehmen. Ich. Ja, sie ist. Du musst jetzt schmutziges Wasser trinken, Chris. Oh nein. Man sagt mal schmutzige Dinge. Bad, Küche, Wohnzimmer. Alles Orte, an denen man kinky Sachen machen kann. Also, nee, ich meine aber auch wirklich, sie sind einfach das. Da liegt legit Katzenfutter auf dem Boden. Ich hier. Nein, nicht runterfallen. Ich glaube, wenn du runterfällst, dann bist du tot. Ich behaupte, wenn ich richtig lande und so eine geile, so eine Dodge-Roll mache, so eine, Barrel-Roll, warum? Dann sterbe ich trotzdem. Oh nein. Doch, spannend. Hast du einen Schlitten, Reese? Ja, so ein AMG. Okay. Nee, jetzt bin ich am höchsten Punkt, glaube ich. Nee, jetzt bin ich wieder nicht so. Ich will da oben ein Haus bauen. Ich habe keinen Schlitten. Hier. Das ist mein größtes Drama. Ich bin ja auf dem Weg. Okay. Weil ich tatsächlich keinen Schlitten habe. Oh. No. Hä, aber hast du nicht beim letzten Mal irgendwas eingesammelt oder so? Nee, ich glaube, das wollten wir irgendwie machen, aber dann hat mir das keiner mehr gezeigt. Hi. Ich habe auch geweint an dem Tag, also ich sag's nur. Oh. Nein, ich möchte gar nicht, dass euch das schlecht fühlt, aber ich habe wirklich schwer geweint und war schwer enttäuscht und mir ging es auch wirklich nicht mehr gut danach und ich war sehr enttäuscht. Wann? Aber ich will nicht, dass ihr euch schlecht fühlt. Direkt danach tatsächlich. Wann? Das letzten Freitag? Ah. Was letzten Freitag? Oh. Lass mal kurz in meinen Terminkalender gucken. Jeffrey, bring mir mal den Terminkalender, bitte, danke. Jetzt will ich Reese wieder schlagen. Mein Butler. Erst hatte ich eben noch ein bisschen Mitleid mit ihm, aber jetzt nicht mehr so. Juni, das war von Anfang an, ich habe nur Müll geredet. Er ist ernst gemeint, natürlich. Es tut mir leid, deine Empathie war verschwendet. Das bisschen, das ich aufbringen kann und Reese, ich hab's gewastet.
Ich habe das wertvollste, die wertvollste Ressource dieser Welt habe ich einfach verschwendet. Ein weniger. Schulis Empathie. So das Seltenste, was es gibt auf diesem Planeten. Spaß. Spaß. Nicht. Penis. So. Penis. Nee, sorry. Nein, ich habe tatsächlich keinen Butler. Also ich möchte das einmal aufklären. Bevor Leute, ich bin kein abgehobener Bonz. Ich bezahle keinen Typen dafür, dass er, keine Ahnung, dir den Arsch abwischt. Das dafür würde ich eher Geld. Nee, auch da. Nee, dafür würde ich nicht mal Geld nehmen. Das möchte ich einfach nicht. Danke. Okay, okay. Das möchte ich tatsächlich nicht. Hase. Sad. Dum, dum. Ich finde aber, dieses Ding aus Ark lustig, wo du halt diese kleinen Affen tamen kannst, damit die deinen Gegner, gegnerische Spieler mit Kacke bewerfen. Was? Ja, gibt's in Ark, gibt's ja diese kleinen Affen, die du dir auf die Schulter setzen kannst. Okay. Aber Ark hat legit jeden Scheiß. Es gibt so witzige Sachen in Ark einfach. Ark, Ark, Ark. Ich hoffe ja, dass den Forest mal Dinos reinpatchen, Spaß. Ich glaube, sie haben die Hasen intelligenter gemacht. Ja, kommst du nicht mehr hinterher, oder was? Die springen auf einmal, wenn man zusticht. Die springen. Ja. Das schade, dass man nichts runterschmeißen kann, während man fliegt. Schade, dass ich das Feuer hier oben nicht befeuern kann, weil man nicht mit den Holzbalken auf der Schulter hier hochkommt. Warum sehen diese gehäuteten Hasen aus wie Hähnchen? Weil alles Feuer. Wie Hähnchen ausschaut und alles wie Hähnchen schmeckt. Das ist ja wirklich so. Menschenfleisch soll auch wie Hähnchen schmecken. Wegfliegen. Hat gelöst. Flieg, kleiner Torin, flieg. Flieg, erkunde die Weiten. Flieg und Sieg. Kostet hier gerade was? Oder? Ja. Nee, ne? Wasser. Also ich kann jetzt was reinmachen. Nein. Jetzt? Der geht leider nicht. Warte gleich. Wenn es Pling macht. Kannst du ein zweites Feuer machen? Nee. Kann ich irgendwie in Shunis Bedroom oder so? Kann ich da irgendwas an? Oh, warte. Ich habe kein Bedroom. Nee, wir haben alle kein Bedroom. Wir schlafen hier einfach so unter. Ja, klar. Und, oder frei im Himmel. Wie sieht das so? Unter dem Fischeständer hier schlafen. So, jetzt kannst du. Stimmt. Dankeschön. Also sehr. Ich setze mich mal hin, weil ich bin die ganze Zeit. Oh nee, das wollte ich nicht. Hier ist dann. Ja, irgendjemand hat Feuer direkt hinter der, unter der Bank geplantet. War die kalt oder was? Ich merke. Nee, hier vorne, wo ich sitze. Ne? Ja, mit Sicherheit. Das wäre cool, ne? Hey, imagine. So, kann das mal fertig werden? Guck mal, die Beine sind in 2 Sekunden fertig und dieses komische Fleisch hier dauert irgendwie 10 Minuten. Reese, die Beine waren vergammelt. Ja, aber die gehen ja, die vergammeln ja auch so schnell, das meine ich ja damit. Ja, also, ja. Dann waren die ja noch schneller gekocht. Es wäre cool, wenn man sich einen Kühlschrank hier bauen kann. In Grounded kann man sich vermutlich einen Kühlschrank bauen, wenn ich das richtig mitbekomme. Oder weißt du, was cool wäre, wenn man einfach das reinpacken könnte und dann vergammelt das einfach nicht. Wie wäre es damit, Game? Dabei, also wenn es... Wenn es zu lange nicht ist, aber wenn es kocht. Aber... Wie heißt dieses andere tolle Spiel? Irgendwas mit S. Subnautica? Subnautica, ja. Ich glaube bei Hast Below du Zero. Hast du den ersten Teil schon mal durchgespielt, Chris? Ja. Wirklich? Subnautica? Du hast ihn aber nicht gestreamt, das war's. Subnautica oder was? Mhm. Ja, du denn, Shuni? Und du? Ich habe gehört, das ist ein Horrorspiel. Nee, habe ich. Subnautica wollte ich demnächst mal anfangen. Soll ganz gut sein, tatsächlich. Ja, habe ich auch gehört, ja. Ah, das ist doch das mit den Sammelkarten, oder nicht? Das ist nicht mit dem Typen, der so spiky Haare hat und so. Ah, nee, das war ja Pokémon. Das war so ein genau. Kuku da. So ein Kuku. Los, weißhaariger Drache mit rotem Blick. Donnerschock. Und mit pinken Tütü an. Genau. Oh Gott, ey. Was ist denn jetzt der Plan? Wollen wir irgendwas machen hier? Oder? Gehen wir in der Höhle exploren, oder? Haben wir Idee. Cleo, man kann uns buchen. Höhlen exploden. Buchen Sie uns heute noch. Oh Gott, warum klingt das wirklich 1:1 wie so eine Werbestimme? Weiß ich nicht. Habe ich schon mal erzählt, dass... Vielleicht, weil die immer alle so... Telefonsex-Hotline angerufen. Wie sagt man, nicht gebrochen? Wie heißt das andere Wort? So gepresst reden. War das Subnautica-Dev? Ich wollte ein Taxi rufen und ich habe versehentlich eine Telefonsex-Hotline, weil ich die Vorwahl vergessen habe. Was? Ich habe also aber Reese, welches... Das keine Taxi rufen. Welches Taxi geht bei 6x6 ran? Ich weiß es nicht, ich habe gegoogelt, ich fahre normalerweise kein Taxi. Ich habe es gegoogelt, dann rufe ich da an. Ich hätte eine Vorwahl, habe ich vergessen zu gucken, ob das eine Vorwahl braucht. Das war das erste Google-Ergebnis bei mir.
Ich hatte auch mal so eine. Und ich habe mich schon gewundert, weil die irgendwie gesagt haben, ey, dieses Telefonat kostet ab dann so und so viel, ne? Okay. Und diese Musik war auch total schräg. Ja, genau. Also, willkommen bei der 6x6. Der heißt Telefon. Nämlich so eine Scheiße. Ich dachte so, what the fuck, nein. Ups. Mhm. Das ist geil. Ach, Reese. Ich wollte mal in einem Hotel anrufen, dann kam ich bei einer Polizei durch, ich sowas. Auch weil ich die Vorwahl falsch eingegeben habe. Ich so, okay. Aha. Ach, Schuni. Oder gar nicht eingegeben habe. Ach, Schuni. Ja, ich weiß. Ach, Engries, warum? Ja, und warum bist du nicht im Chat, Junge? Was denn? Ich konnte deinen Namen gerade nicht auswählen. Wo? Im Chat. Im Chat in Forest oder was? Nein, in meinem Chat, Mann. Okay, bist du etwa nicht in deinem Stream? Nee. Nach meiner Ansicht nicht. Nee, warte. Musst du nicht, aber ich hatte doch gewundert. Warte. Ich denke so, NG, das war doch Engries. Ich denke so, hä? Warum, so leid. Warum bietet er mir das nicht an? Wieso? Schaut mal über Chris rein und dann ist er selber einfach nicht drin, okay? Hätte ich jetzt einfach nur Ach Reese geschrieben, hätte das ja nicht verstanden. Ich arbeite noch dran. Fette Flirtspruch für Chris und Julie so, ich laufe mal rein und mach den Moment kaputt. Okay. Hätte romantisch werden können. Nein. Du kannst ja jetzt immer noch sagen, bitte. 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 Was war denn mein Twitch-Passwort nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ja. Wie viele Zeichen braucht man bei Twitch? Ich weiß es nicht, ich habe keine Passwörter bei Twitch. Mein Passwort ist die 2. Oh, das ist aber einfach zu merken. Ich mache jetzt einen Sturzflug auf Schuni. Oh Gott. Ja, mach bitte mit so Jump, so mit Jump Attack, bitte. Mit Jump Attack. Nein, mit Jump Attack. Mit so einem Kick, so einem Anime-Kick. Ich kenne nur Art Attack. Alter, so richtig. Ja, Mann. Aber warum? 915013. Was? 9 und 5. Was hab ich dir getan? Nee, aus dem einfachen Grund. Oh, erstmal Reese seinen Account einloggen. Wir lesen Animes, wir schauen Animes, also wir lesen Mangas, wir schauen Animes. Aber how about becoming your favorite anime? Kaum, Charakter. My enemy. Hat leider nicht funktioniert, der Kick. Scheiße. Hast du nicht genug trainiert, nicht genug Training Arc, nicht genug Kohle? Nee. Hey, Link, listen. Mhm. So, wo ist denn dieser Chris? Ich hätte mich gerade beinahe gepattet, ich meinte natürlich. Heißt jetzt auf Twitch eigentlich auch Sägewerki oder nur auf... Nee, du heißt immer noch Chris K.E., ne? Leider kann man sich bei Twitch ja nicht umbenennen. Geht nicht? Permanent, nee, die haben ja keine Anzeigenamen, die haben ja nur Benutzernamen. Sonst hätte ich das permanent gemacht. Würde wahrscheinlich was anderes stehen. Das ist maximal dumm dafür, dass es Twitch schon irgendwie 30 Jahre gibt oder so. Das finde ich schon irgendwie... Jede andere Plattform hat das, aber gut. Ja, ich finde es auch. Ganz ehrlich, ein Username und dann einfach Anzeigenamen. Oben ist fertig aus. Ich zeige euch auch gleich an. Okay. Und? Da steht ein Ach, Engries, warum? Vermisst ihr euren Diskriminator? Was habe ich denn gemacht? Den Diskriminator? Legit, was habe ich gemacht? Vermisst du den? Shuni wants to play Hashtag 666. Seth hat legit geschrieben, Verhüterli. Alter. Oh nee, das sehe ich jetzt erst. Ich nicht. Oh Gott. Ganz und gar nicht. Leo ist zu kurz. Achso, danke für nichts, Twitch. Ja, Twitch. Clio, okay, du hattest dich darüber schon mal beschwert irgendwie, das weiß ich noch. Aber halt, also selbst in MMOs geht's, da musst du es halt kaufen, aber selbst da geht es irgendwie, weißt du? Was muss man da kaufen? Ich glaube, in so MMOs, wenn du einen Namen nennen willst, musst du auch immer so einen Zehner reinpennen und so richtig dumm. So. Oder? War das nicht bei den meisten MMOs oder so? Ja, das ist ja auch anstrengend, das Ding über die Server zu schicken, weißt du? Da musst du eine Geldanfrage machen und eine Set-Anfrage und was nicht alles, das ist ja schön. Ja, da musst du einen 3D-Drucker, musst du den Namen ausdrucken, dir auf die Stirn klatschen. Musst ihn ausdrucken, genau. Oh Gott. Wenn du bei der Behörde fragst, ob du deinen Namen ändern kannst oder so, dann die müssen halt erstmal drucken und dir faxen, weißt du. Ja. Meinst du das? Dann musst du auch zurückfaxen. Ja, das will ich. Ha! warum? Ich oute mich, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, gefaxt, außer einmal für meinen... Für meinen Vater, glaube ich. Aber das ist lange her. Hallo, mein Name. Soll ich irgendwas rüberfaxen? Was? Was war das? Hallo, mein Name ist Chris Sägewerki. Und
ich habe offensichtlich zwei Speere im Inventar. Ich auch. Cool, weil ich habe gerade einen geworfen und ich hatte noch einen. Und der eine ist aus Versehen in den Hasen rein. Also der Hase ist in meinen Speer gelaufen. Ich kann nichts dafür. Alter. Ja. Ja. Können wir jetzt also zur Hülle gehen? Du bist immer noch vegan, weil der Hase ist in deinen Speer reingelaufen, genau. Richtig. Siehst du? Der wollte das auch. I am also vegan. Vegan. Ich bin vegan. Kannst du deinen nächsten Namen bitte so Chris Kikiriki oder so machen? Okay. Warum? Spielst du Cozy? Du spielst gar keine Cozy Games so wirklich. Das ist gar nicht deine Schiene, glaube ich, oder? Was ist ein Cozy Game? Also so Farming Games, Stardew Valley. Ich spiele Euro Truck. Minecraft sehe ich da auch noch. Ja, das ist kein Cozy Game, das ist ja eher so. Okay, ich spiele Cassette Beasts. Das ist dann Euro Truck, habe ich gehört, ist ein. Also ETS 2 soll ja so ein Souls-like auch sein. Ja, ja, für manche schon. Ich habe heute erst wieder ein Truckers MP Video gesehen, also okay. Die. Das geht da richtig ab. Ich hab das. Was ist Souls-like? Alter, ich habe diese eine Story gehört mit deinem Kollegen da, wie du dich irgendwas ruiniert hast. Den Truck. Weiß nicht. Was? Wo der Truck irgendwie von der Fahrbahn gefallen ist irgendwo hin oder so. Ich weiß nicht, du hast letztens irgendwas erzählt. Ich hab's vergessen. Okay. Ich glaube. Ja, ist egal. Als du angefangen hast zu... Ja, nee, brauchst mich nicht beleidigen, ist okay. Okay, wild. Ist ganz schön frech geworden, bin ich ehrlich. Nee, also auf Island auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte Mal, dass mein Truck umgefallen ist, war auf Island auf jeden Fall. Und das ist schon ein bisschen her. Also mittlerweile kann ich auch überall fahren. Wir waren ja schon mal wieder auf Island gewesen und sind durch so einen geheimen Tunnel gefahren. Da geht's nur geradeaus. Also in Eurotruck gibt's so geheime Passagen. Da kann man ganz schnell einfach... Da sind wir einfach mal unter Island durchgefahren. Immer nur straight geradeaus. Also ihr habt einen Tunnel nicht graben müssen, da war so ein Tunnel. Nee, es gibt in dem Spiel für die Entwickler, beziehungsweise gibt's halt einfach so geheime Passagen. Da kannst du durchfahren. Die sind auf keiner Karte. Halt. Und dann also fährst du einfach, also ne, durch Island müsstest du eigentlich in so einer Schlangenlinie einmal drumherum fahren, weil du kannst ja nicht durch den Vulkan durchfahren, durch den Jagarfügel. Du musst ja irgendwie an den Bergen da vorbeifahren oder so, wie in Himalaya und sonst wo jedes andere Berg gibt. Da gibt es halt eine geheime Passage, da kannst du durch Island durchfahren und das haben wir ja gemacht. Ah. So, und man kann wohl auch durch den Eurotunnel fahren. Das können wir morgen mal machen, weil ich weiß noch nicht, wo die ist. Aber ich finde es schade, dass die danach dann nicht auf der Karte ist, diese Passage. Selbst Subnautica, ja. Subnautica finde ich das schon cozy. Das ist so das Äquivalent, Chris. So, ich weiß nicht, ob du One Piece geguckt hast, aber so, du hast Laugh Tale und das One Piece gefunden. Die Insel, die auf keiner Map verzeichnet ist. So. Ja, okay. Du hast gewonnen, du hast geschafft. Schatzinsel King. Quasi, ja. Mm. Du bist nicht der Piratenkönig, du bist der Truckerkönig. In Evolent 2 war ich der Piratenkönig. Google jetzt nochmal, was Evolent 2 ist. Ja. Ein ganz cooles Spiel. Ach, das. Nee, doch, das habe ich gesehen. Das habe ich. Ganz tolles Spiel. Also ganz ehrlich, dagegen ist Cassette Beast wirklich ein cozy Spiel, weil in Cassette Beast kannst du einfach. Aber ja, ich weiß, okay, das mit dem Farming-Spiel, du meinst sowas wie Stardew Valley halt. Da gibt's ja jetzt wieder was Neues. Also wirklich, wie hieß das? Also Animal Crossing, so halt wirklich. Das wollte ich tatsächlich, weil das sah ganz cool aus. Da hast du eine Taverne. Das ist wie Stardew Valley mit einer, nicht Fae Farm. Das ist wie Stardew Valley, sieht das aus. Und du hast aber eine Taverne, das ist so eine Mischung aus Stardew Valley und Dave the Diver. So. Aber das hatte leider nur einen Singleplayer aktuell. Nee, Moonlighter? Nee, ich glaube nicht. Moonlighter hatte so einen grünlichen Magical Touch von der Grafik. Nee, das ist glaube ich gerade erst neu. Ach so, nee, kann es nicht, weil es gibt noch Shop irgendwas. Shopify? Nee, was? Shopify ist ein Anbieter für Merchandise-Shops. Seth kann ja. Ich glaube, Amazon oder so. Nur an Faye denken, der suchte das nämlich gerade. Ja. Ist das noch early? Ich habe gehört, Faye Farm Scam, weil es auf der Switch 20 Euro mehr kostete. Aber du kriegst für die Switch dennoch die ersten zwei größeren Updates. Hey, Cleo, kauf dir ein Steam Deck. Ich habe mir überlegt, ein Steam Deck zu holen, aber ich will mir lieber die Switch 2, wenn sie irgendwann kommen sollte. Aber why?
Ich habe Nintendo. So knapp, ich will diesen Dreckslagen supporten. Vor allen Dingen, wenn jetzt Microsoft wirklich auf die Idee kommen sollte, Nintendo zu kaufen. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Als ob. Und die haben schon alles gekauft. Sind die nicht voll teuer? Keine Ahnung, was kostet ein Steam Deck? $1 Million. 400, 500 Euro. Aber ganz ehrlich, das Steam Deck hat also mehr Power als die blöde Switch. Vor allem, wenn ich höre, dass die Switch 2 auf PS4-Level sein soll. Hallo? Naja gut, die Switch kaufst du halt, weil exklusiv Nintendo Games. Steam Deck kaufst Nintendo, du, wenn Alter. Nicht Nintendo, sondern Steam kaufen. Du kannst dir einen Emulator auf deinem Steam Deck installieren. Bums, fertig, aus. Von 419 Euro bis 699 Imagine. Euro. Wisst ihr, was witzig wäre? Auf 400 Acken? Ja, musst du halt. Aber ganz ehrlich, da kannst du schon richtig viel mit machen. Da läuft ja halt... Na, da ist halt Linux/Gigabyte drauf. Ja, vermutlich wieder ein bisschen wenig. Na, hallo, wie? Was hast denn du da für mich? Aloe Vera. Hier kriegst du einen Stein von mir. Aber Krakatoa, knapp. Kratos, Chris Kikiriki Sägewick. Chris Kikiriki. Name für nächste Woche ist gesetzt, ja. Ja, dann muss ja aber auch ein Cozy Game zuspielen, wo halt Kikiriki auch so oder so Zelda Ocarina of Time. Ich hab aber im Moment keinen Slot frei. Wie soll ich das machen? Ja, dann nicht. Dann lässt du das bleiben. Außerdem, ich muss ja noch Horror Games nächsten Monat spielen, habe ich gehört. Ja, alle machen wir das Programm mit, ne? So kennt man mich. Wenn alle das machen, mache ich das auch. Ich habe überlegt, ob ich anfange, was ich hier im Stream zeigt, dieses 30 Euro Free-to-Use-Model, da was jeder nehmen kann im Endeffekt, ne? Ich habe heute... Weil das Horror genug, glaube ich, wäre, wenn ich die Scheiße hier on Stream labern würde. War das von Cleo oder was? Ja. Ganz ehrlich? Ja. Ich habe überlegt. Fick dich, ich habe überlegt. Ich dachte so, kann ich da irgendwas machen oder kann ich einfach... Ich meine, ich könnte mir ja PNG da ausschneiden und dann einfach, machst ein PNG oder so. Wir können mit der Schere kannst ausschneiden und faxen wieder. Kannst ja Twitch faxen hier, mach bitte OBS faxen. Faxen, ja. Was ist von Cleo? Gar nichts, Cleo, wir haben nicht über dich gelästert. Chris wollte, dass Reese dein Model benutzt für seine Streams. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, klar. Ja. Kann ich so bezeugen. Am PC habe ich schon ganz ehrlich, die meisten Games auf der Switch gehen einfach auch unterwegs besser. Ja gut, wenn man halt viel unterwegs ist, ne, oder so, dann, guck mal, Reese, die schenkt es dir. Wow. War nicht teuer genug anscheinend. Ja. Ach, ich habe Chris verstanden. Artwork, was? Ich hab noch heute nachgedacht drüber. Ich dachte so, Naja, ich sag mal so, das Fanboy-Image werde ich ja sowieso nicht mehr los. Also wenn ich es mit Mode benutzen würde, würde ja passen, ne? 200 Euro? Ich gebe dir 205. Boah, krass, was für ein Deal. Mögt ihr eigentlich mal zu mir kommen? Mir ist ein bisschen kalt hier. Ich dachte, wir gehen nochmal in die Richtung. Ja, doch, lass machen. Ich wollte halt nur eben noch was sagen zu Cassette-Bees. Ich habe es letztens gesehen, weil ich mit den ganzen, es gibt ja so viele Pokémon-ROM-Hacks, ne? Ja. Auch ein paar neue, die dazugekommen sind. Und ich war so hyped, weil dann habe ich so Cassette-Bees auf Steam gesehen, was halt relativ geil aussah. Für das 20 Euro hat das ja gekostet, glaube ich. Nice. Und da habe ich, das Ding, dachte mir so, okay, das will ich demnächst mal zocken. Ich war mir noch nicht sicher. Sehe ich das random bei dir auf einmal im Stream? Ich dachte mir so, no. Ist mir vorgeschlagen worden, nicht so. Aber ja, ich hyped. Cool. Das hat ja so viele Typen und alles, sieht ein bisschen weniger, ich sag mal, kindlich aus wie Pokémon, weil schon die Menüs sind schon eher praktikabel aus, sag ich mal. Sah ganz cool aus mit so mehr Typen und alles, weil ich habe ja Persona geliebt und Persona gibt's ja auch, da gibt's ja so Typen wie Psychic, Nuclear und sowas am Ende und so, richtig, richtig weirde Sachen. Und deswegen fand ich das so Hype, weil ich wollte es eigentlich mal ausprobieren, dann habe ich das bei dir gesehen, dann musste ich das nicht mehr ausprobieren, weil ich es bei dir gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Wo bist denn du überhaupt? Kann ich mal zu dir kommen? Bist du da hinten? Habe ich einen Gleiter? Nee, habe ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich komme mit dem Schlitten. Flatsch. Er ist ertrunken. Naja, sad. Oh nee, nicht am Heidelberg. Hoch, wo kommt ein Schulnick vor einmal her? Der Heidelberg. Ich bin von oben runtergesprungen. Oh, wow. Alter, ist der Ich habe nur noch halb Leben, aber... Leider oh, by the way, Halbleben. Halbleben ist auch ein gutes Horrorgame, habe ich gehört. Warte, kann ich mal ein paar Crickets haben? Danke. Hoppa!
Wie heißen die auf Deutsch? Wie heißen Crickets auf Deutsch? Sie heißen Grillen. Achso, ich dachte mal, die sind Schläger da, Cricket-Schläger irgendwie. Grillen? Ach Mann. Wenn Schuni einen Witz erzählt. Ich wollte grillen. Luis, warum? Für das eben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nachtragend, ich bin ja nicht so. Ich bin auch, also... Ach, Ries. Oh, voll schön. Ein Sonnenuntergang. Was zum... Ich glaube, Schuni will schlafen gehen. Ich glaube, Schuni schnarcht. Ich glaube, Schuni hat Hunger. Alter. Ja, glaub ich auch. Da ist es wieder dieses... Ich bin ein Wollschaf. Ich Katzen, ne, egal. Ist auch noch andere Schafe? Schuni schnurrt der gerade? Also fühlt er sich gerade wohl? Oder der oder die oder das oder was auch immer das ist? Sie? Das Katze. Und sie ist... Sie ist sehr sauer. Sie ist super wütend. Das ist ihr wütendes. Ich hasse dich. Du bist so süß. Hallo Katze. Wie heißt denn du? Ich glaube, gleich werden die Krallen rausgefahren und gibt ein paar Kratzer. Hallo? Schön, dich kennenzulernen. Alter. What the hell? Alter, Schuni. Oh, hey. Was machst du? Aber gar nicht. Die regt sich einfach von selber auf. Okay. Wie hieß sie noch gleich? Sie heißt Lucky. Schießt sie auch schneller als ihr Schatten? Ich mach gar nichts. Ich streichel sie nur. Sie ist nur gerade super pissig. Oh. Okay. Ja. Gut. Bist du wütend? Ja. Mir ist kalt. Ich gehe jetzt zur Höhle. Tschüss. Hallo, Ben. Habt ihr Inuyasha mal geguckt oder so? So. Wisst ihr noch, wo Inuyasha am Anfang noch nicht so tame war oder so? So ungefähr hört sich das an. Boah, auch keiner was sagt, ne? In 20 Jahren habe ich das zuletzt gesehen. Yo, ja, Reese, mach mal Schlafi. Aggressiv und will. Ja, ich mache mal Schlafi. Mit wem? Auf wem? Unter wem? Einfach im Zelt. Einfach stapeln. Einfach stapeln. Ja, wir machen Schweinehaufen. Ich hab einen Schlucken. Nein, jetzt habe ich Hunger. Toll, jetzt muss ich was essen. Danke. Oh, die bedroht mich wieder mit einer Waffe. Baller mir mal hier so eine Feldration rein. Stapeln. Versuch mal Sachen zu stapeln. Ja, so nett. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Bequemlichkeit. Nicht so wie Schunis Katze, die dich fressen will. Ja, und wenn du ewig glücklich sein willst, dann lauf dem Viech lieber nicht über den Weg. Man muss ihm helfen. Alter, was ist denn das? Wieso kipp ich dieses scheiß Wasser ständig aus? Was hat halt mit mir gemacht? Wasser auszukippen, Chris. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich will halt... Wir wollen in die andere Richtung, nicht da hoch. Genau, wir wollen noch... Aber ich will nach Hause telefonieren. Nein. Ja, ich zeig dir nach Hause. Ich zeig dir nach Hause. Schuni, kurze Frage. Hast du das schon mal eigentlich gemacht? So Rolltreppen, ne? Die automatischen. Mach mal jemanden Feuer hier. Oder so. Wenn die so nach oben, also wenn die so nach unten, also in deine Richtung gehen. Hast du schon mal versucht, da hochzulaufen? Feu. Und du? Machst du das manchmal? Ja, tatsächlich, als Kind, weil ich fand das cool. Als Kind habe ich auch gemacht. Da gab es bei mir so ein Einkaufscenter mit so einer kleinen Rolltreppe, da bin ich ständig runtergelaufen. Cool, weißt du, was es bei mir als Kind gab? Ein schönes Feuer, wo ich meinen Topf draufstellen konnte. Achso, ich dachte, Schläge oder so kommt jetzt irgendwas richtig Herzzerreißendes. Das war cool. Okay. Und das Feuer auch. So. Ja, ich mag Feuer. Feu. Soll ich meinen Arm reinschmeißen? Von mir aus. Ich baller da jetzt hier. Einmal Rotten Flesh und einmal. Ich mach wieder hier Gammelfleisch. Mach ich wieder. Weißt du, ein vergammeltes Fleisch und ein gutes Fleisch. Feuerwehraxt. Ich mag das Feeling der Axt. Lass mich und meine Axt in Ruhe. Kurz einmal in der Küche, ich brauch Wasser. Okay. Ich und meine Axt. Auf jeden Fall, ja. Hat jemand gerade einen Baum gefällt? Mhm. Oh, Bild. Mystery Meat. Yes. The Mystery. Oh, The Mystery. Was wird wohl gleich in dem Topf sein? Hey. Magic. Magic? Mhm. Das Sammeln? Cool. Mhm. Magic das Sammeln. Magie das Sammeln, ja. Magic the Gathering. Okay, ich wollte hier nur ein kleines Feuerchen machen und nicht hier so ein Osterfeuer, aber okay. Osterfeuer, let's go.
aber ja. Gemüt, ich habe dafür jetzt einen ganzen Baum gewellt. Wow. Lass das nicht. Nee, Peter, nee, war es nicht. Uwe war es. Uwe? Okay. Warum kann man sich eigentlich kein Holz in den Rucksack packen? Alles kann man sich reinpacken, außer Holz. Aber echt, hä? Theoretisch hast du ja Holz. Die Stöcke sind ja aus Holz. Mhm. Aber ich hätte gern diese Holzscheite. So, trinken. Aber nämlich im Inventar ist, mit dem ich rechtsklicken, mich trinken. Und wenn du das Ding in der Hand hast, ist es auskippen. Weil überhaupt keinen Sinn macht. So, mir geht's gut. Mhm, okay. Dann können wir ja jetzt weiter. Ja, endlich. Ey, Mann, Torin, jetzt komm noch mal. Oh ne, Schuni macht noch denk nach. Schuni sammelt Schnee gerade mit dem Topf. Wie es aussieht. Ich sammle gerne Schnee. Und wie denkt über ihr bisheriges Leben nach? Und all ihre Lebensentscheidungen, die sie jetzt bereut. Die Arme sehen ein bisschen komisch aus. Aber hey. Gut. Reese. Achso, Reese ist. Ach, Reese. Afk. Ja, der holt sich was Wasser. Der ist Afk. Was war das? Afk. Ich hörte gerade so ein. Ich dachte, so ein. Ja, das war meine Fackel. Achso. Warum brauchst du hier draußen eine Fackel? Es ist hier so hell, weißt du, alles überstrahlt hier. Mir ist kalt. Oh nein. Und die Fackel hält mich warm. Mhm. Zieh dir doch was an. Genau. Zieh dir doch mal was an und mach dir mal ein Brot. Okay. Typische Sätze, die Eltern sagen. Ja. Hast du Hunger, mach dir ein Brot. Ich stehe beim Feuer und mir wird nicht warm. Doch, jetzt wird mir warm. Dauert ein bisschen. Reese sieht aus wie Morgan Freeman. Ich laufe jetzt langsam los. Morgan Freeman. Ach nee, das war Gordon Freeman. Womit wir wieder bei Halbes Leben wären. Ja. Definitiv ein Horrorspiel. Nö, ich meine Ravenholm. Hab davon diese zwei anderen Spiele mit diesem Soldaten und mit dem Polizisten vor kurzem durchgespielt. Oh, das gibt's auch in der Mod drin, in der Sven Koop. Also das kann man auch mitspielen. Und für Half-Life 2 gibt's tatsächlich auch eine Multiplayer-Mod. Und Half-Life 2 kostet ja nichts. Oh, eine Blume. Ich bin eine Blume. Und, ich habe tatsächlich überlegt, ich habe auch mal eine Custom-Map für Half-Life gespielt. Das war so eine Horror-Map. Mhm. Okay, Calvin stiefelt einfach übers Feuer rüber, kein Problem. Ich habe überlegt, ob ich das mache, aber weiß ich nicht. Kann ich auch danach machen. Nach dem Spuktober, wenn der Spukwember kommt. I'm doing the fighties. Oh no. Fight. Round one. Fight. Da ist Feuer an meiner Fackel. Schnell. Oh nein, mach's aus. Ja. Ich wedel schon damit herum. Schlag mal das Zelt, dann geht's bestimmt aus. Ugi. Vielleicht das Zelt so. Nee, leider nix. Oh Mann. Ja, schon enttäuschend. Warum meine ich nicht, während wir hier warten, kann ich mir doch nochmal einen neuen Knopf machen hier. Ich mache mir die Welt. Wie sie mir. Hallo? Stream Deck? Ich habe meine Beute aus den Augen verloren. Oh nein. Oh nö. Ja. So, wir nehmen einfach ho. Ey, das ist doch unfair, wenn die Fische durch Schweine durch Steine schwimmen können. Schweine, alles klar, okay. Ja. Ja, warte mal. Großes U, kleines W, großes U. So. Und dann, du sollst bitte mal das hier machen. Bitte, danke, ciao. So, und dann pieksi und dann. Ja, wunderbar. Ja. So.
So, Reese, was geht? Wie sieht's aus? Reese ist am Dauerschnabulieren. Hom, nom, nom, nom. Boah, Alter. Er hat gesagt, geht sie kurz Wasser holen. Wie lange dauert das? Ja, er muss doch jetzt zum Westflügel, aber er befindet sich im Ostflügel. Ach ja. Ach Mann, ja. James, Alter. Nächste Mal kann James auch mal kommen da, ey. Hoppla! Hoppla! Ich merke, dass ich die auch nochmal vom Ton her ein bisschen anpassen muss. Die sind alle zu leise und wenn jetzt ein Déjà-vu reinkommt, ist es zu laut. Das ist wahr. Das mag ich nicht. Dumm, dumm. Oh. Juni, du musst dafür sorgen, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Denn sonst wird es ganz bitterlich kalt. Ja, die Flammen im Herzen, die sind durch nichts zu ersetzen. Also, halt sie am Laufen, so lang bis es knallt. Knallen? Ich baue so lange eine Brücke. Das würdest du tun? Ja, Seth, mach mal deine Discord-Sounds aus, Mann. Das nervt. Ja, Mann, die hört man bis hierher. Krass. Ja, sehr gut. Ich installiere nachher mal die andere Discord-Version und dann mache ich mir da, weiß nicht, so ICQ. Ich hatte ja früher einen ICQ-Sound. Mache ich mir den da rein. Ey, Marco, Toni! Ja, boah, da ist er ja endlich wieder, ey. Ja, ich hab lang gebraucht. Das ist der Wasserhahn war kaputt. Ich muss ihn kurz reparieren. Ist das drin? Ah, ja. Ich hatte zwar eine andere Theorie, aber okay, Wasserhahn reparieren gilt, glaube ich, auch. Das war eine andere Theorie. Ja, dass du in den Westflügel musstest, weil du im Ostflügel bist. Das ist halt nervig, ne? Von meinem Schloss. Ja, genau. Also, dass man bei Discord einfach die Sounds nicht ändern kann. Ich verstehe das nicht. Noch nicht mal mit Nitro kann man das, ne? Wisst ihr, was ich bei Discord abfuckt? Die haben jetzt Nitro abgebucht, obwohl ich halt eigentlich ein Gift hatte, weil ich nicht verstehe, wie das mit Gift funktioniert. Ach man, Reese, die haben dich gebaitet, Mann. Ja, die mich beschissen. So wie diese, wisst ihr noch, als wir diese zwei... Wie war das, als das Geburtstag war von Discord und man da diese zwei... Ich hab gelesen, dass da stand, nach 14 Tagen buchen wir von deinem Konto. Hab ich so, alles klar. Ja. Aber gescammt, genau. Discord ist, ja? Ja, kennt ihr diesen Freund, der euch die 5 Euro von damals nie zurückgezahlt hat? Aus der Schule noch vor 10 Jahren. Schule ist nur 20 Cent. Bei dir waren es nur 5 Euro? Bei dir waren es 5 Euro. Oh, ich glaube, wie, was macht wieder? Ich glaube, entweder macht die gerade, wie heißt das? Ja, komm, wir gehen jetzt hier. Nägel Sportübungen oder sie hat gerade um Hilfe gerufen, aber ich glaube. Guck mal, die macht immer die Arme nach oben. Jetzt die Hände zum Himmel. Wo ist sie denn? Das ist okay. Sie ist im Hinterkerven. Wo ist Fluss. Im Fluss, Mann. Da direkt im Fluss. Wo? Da hinten, das ist Richtung, Alter. Richtung 8 Uhr. Die macht Aerobic. Diese Fernsehkurse, wo man mitmachen konnte von so Ü40 Mamas. Ein, zwei Grenadier, 5, 4, 7, 8, 10, 12. Ja. Das ist so verwirrend einfach, dass sie so drei Beine hat, dass sie so also mein Gehirn ist überfordert mit diesem. Bitte folgen Sie Toren. Ja. Bitte folgen Sie gesehen. Ja, das muss passen, sollte ich mal. Muss auf Tinder die richtigen Sachen eingeben, dann kriegst du ein Match. Schön. Was, gut zu wissen. Was gibt man da ein? / root all oder was? Nee, Leute. Das Ding ist, ich bin ja kein normaler Mensch, was Tinder angeht, anscheinend. Okay. Aha. Ich hab nichts zu essen. Wer hat was zu essen? Papa. Tore baut einfach ein Haus oder was? Hä? Das ist langweilig. Ich glaube auch. Tore baut eine Hängebrücke über dein Haus. Tore, wenn wir dir langweilig sind, sag ruhig Bescheid. Ich verstehe das. So lange beschäftigen, so lange hätte er gewartet. Ich verstehe das voll. Ja? Hast du richtig? Der Po hat keinen Bock, kurz für uns zu chillen, die vom Mann auszubauen.
Ich muss das machen. Ja. Also, Torin macht doch Werbung für Hornbach oder so. Oder für diese Baumärkte da. Ja, genau. Es gibt immer was zu tun. Ja, und dieses 20% auf alles. Außer Tiernahrung. Außer Tier. Was? Was war da dann lustig? Keine Ahnung. Lustig ist, dass die pleite sind. Praktisch pleite. Mhm. Ja. Witze sind ja auch, liegen ja auch im Auge des Betrachters, sag mal, aber es sollten ja eher die Ohren sein, aber ja. Also ich habe in den Augen nie Witze. Ich habe immer nur Staubkörner oder Pfeifen. Ich habe immer Augentinnitus. Ich sehe überall Pfeifen. Was hast du vor, Torin? Nee, er redet wieder bei uns. Ich versuche irgendwie eine Hängebrücke zu bauen. Ich habe in meinen Augen sehe ich Dinge, weil ich habe Sharingan. Was hast du? Und so. Aber wenn ist das ansteckend? Es ist tatsächlich, ist es so... Sharingan? Nimm lieber Abstand. Was ist es denn eigentlich? Eine König der Löwenzähne? Ich bin Scar und du bist hier Mufasa oder was? Ja, Mann. Nein, oh Gott. The King. Nein! Oh Gott, tschüss. Nein, komm zurück. Okay, warte, ich mach mal. Wir sind Scar da oben. Oh nein, der ist runtergefallen. Oh nee. Bleib in deiner Rolle. Und Thorin fällt einfach random hinterher mit so einem Schlitten, mit so einer Arschbombe. Ja. Das wäre witzig, Chris, wenn wir hier so, ne, also diese Szene nachstellen mit diesen Bullen, die da unten, oder Stieren, die längs gelaufen sind, ne? Hilfe! Stattdessen so Schulis Katze, die da durch die Schlucht läuft. Alles okay, Chris? Chris? Ich glaube, Chris ist tot. Ich bin auch gefallen. Oh, Chris, alles okay, ich komme. Also, gut. Also es war unkonventionell, wie wir das hier angegangen sind, aber wir sind auf hier. Wir sind jetzt unterwegs. Gut. Also, es geht los. Hä? Mann, das war doch der Song, der da gespielt hat, Mann. Glaube ich zumindest. Andere kenne ich jetzt nicht. Als Simba. Und das ist übrigens eine Stampede. Stampede? Stampede. Wenn ganz viele Tiere wild umherlaufen. Aha. Das ja, also machen wir hier eine Viererstampede, weil wir Tiere sind. Hä? Nee, ich also ich weiß, wo ich hin will. Chris Schranki. Wo will ich denn hin? Schranki? Schranki, Chris Schranki. In dem gigantischen Nein. Bizeps. Ja, Mann. Mein Bizeps ist auf 75%. Naja, vielleicht sogar 80. Okay. Kannst du ihn runterladen oder was? Nee. Kann den aufladen. Ah. Indem ich Bäume trage oder Alter, so Cyborg oder was? Krass, ja, fühle ich. Geil. Kyborg. 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 Warum sind wir eigentlich ohne Auto unterwegs? Sind wir verrückt? Nächste Haltestelle, Saarlandstraße. Ah. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ich habe irgendwie gerade was jemanden zu tasern. Hey. Hier, lass Reese mag das. Im Abstand. Okay, Schuni mag das auch. Schuni mag die Elektroschock. Die ist kinky. Achso. Ah, es hat mich getroffen. Ah. Habe ich gedacht, du tust jetzt irgendwie zucken, das ist aber gar nichts. Ist das der Weihnachtsmann? Hört ihr ihn? Ja, ja. Oh ja, das muss der Weihnachtsmann sein. Quasi. Ich sag, deswegen ist Schulis Bar auch rot. Mhm, rot-weiß? Mhm. Ja, Mann. Es ist Weihnachtsschuhen. Schieß Weihnachtsschuhen. Es ist, ich wollte gerade sagen, Christmas. Christmas? Merry Christmas! Merry Christmas! Hey, for Christmas you're getting a lot of presents, but the prices are going sky high over here. It's insane, bro. Ja. Bra. Komm, können wir bitte... Bre. Ich bin so voll gefordert, mein Essen war lecker, by the way. Gab's? Es gab halt... Hast du mich vorhin schon gefragt, Alter. Achso. Ich dachte, es gab noch was, irgendwas, weil... Achso, nee, ich habe halt zwischendurch nochmal Steuerung-Konfekt eine Packung gegessen, habe ich ein Keyword was hast du gegessen? Steuerung-Konfekt? Wovon redet? Was? Wichtige Frage, was haben wir jetzt vor? Wir werden jetzt mit dem Schlitten darunter sliden. Und zwar slide to the left, slide to the right, take a back, now yo, one hop this time. Guck so, Schuni. One hop this time. Boop. Ah, oh Gott, ganz blöde Idee. Ja. Oh, ich bin im Berg drin. Ich auch. Ja. Ich stand voll runter, bricht sich seine Beine. Eine Packung? Cleo, willst du eine Packung oder was? Soll ich machen? Ich geb dir gleich eine Packung.
Ich da wollen wir hin. Ach komm, egal, YOLO. Ich bin Bubli. Oh. Hui. YOLO. Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Hui. Ah ja. So bouncy bounce. Kannst du mir was anderes geben? Kennt ihr diese Simulatoren, diese Ski- oder Snowboard- oder anderes. Schlitten-Simulatoren? Außer eine Packung. Gibt es nicht diese Simulatoren, wo du da über gegen die Bäume brettern kannst? Was? So fühlt sich das näher oder was? Ich hüpfe, ja. Ich kann springen. Hüpfen und springen und von Hamburg singen. Ich hab Zwiebel auf dem Kopf, ich riss dir Masen. Oh, mach mal, wenn du mit dem Schlitten unterwegs bist, rechtsklick. Ich glaube, dann kann man aussteigen. Ich hab Masern. Wir müssen in Richtung Norden. Ich will während der Schlittenfahrt aussteigen. Ja klar, weil du sonst wohin fällst. Ja, das ist für den Kick, weißt du, für den Adrenaline-Kick. Genau. Nur für den Kick, für den Augenblick. Für den Augenblick, YOLO, wir leben nur einmal. Meine Mama hat gesagt, ich darf das nicht, aber... Was? Naja. Egal. Ist das egal. Ist mir egal, egal. Du bist ein Wal. Irgendwie wird da irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch schon wieder keiner Viecher, oh Mann. Die Viecher in Ruhe lassen wegen dem, was wir hier labern, oder? Leute, was ist denn mit euch? Oh Mann, ey. Dachte ihr seid Reese, lauf weg! Jetzt ist schlechter Zeitpunkt, um AFK zu gehen. Oh, was guckst du? Oh nein, Reese, hinter dir! Ein dreiköpfiger Affe! Ich glaube ja, irgendwas verfolgt. Also irgendwie die nackten Leute rennen Schuli hinterher. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber. Hilfe! Diese Cleo X Shuni Real Life Cry Emotes, ne? Aber echt, hä? Oh, was gibt's denn hier Schönes? Mal, die oh, hi. Wild. Ja, Du mich auch. Was oh, gibt's nee. Hier? Gar nichts. Ich cool. Oh no. Guck mal, jetzt haben wir das Problem mit der Hotbar wieder. Ich habe keine Waffe an und kann nicht ins Inventar, weil ich dann sterbe. Er hat Hot gesagt. Tatsächlich, wisst ihr, was Hot ist? Tatsächlich, ich glaube, das ist so ein Porno, die Bar? Der gedreht werden soll. Guck mal, hier wurden Pornos gedreht. Ich kenne Hot Fass. Da geht es nicht um warme Fässer, sondern um zwei Polizisten in so einem kleinen Kuhdorf. Okay. Simon Peck und den anderen habe ich vergessen. Seid ihr noch hinter mir? Ich bin tot. Hilfe. Ach, Shuni. Ja. Hey, übrigens, ich bin tot. Dankeschön. Bitteschön. Ja, toll. Gar nicht bist du tot. Ich sehe nicht. Ich muss in den Fluss. Ich brenne. Nee, ich habe auch der nicht. Der Fluss ist zugefroren. Nein, der Fluss ist zugefroren. Der Fluss ist zugefroren. Er bricht. Er bricht. Ich muss ans Ufer. Schnell. RTS. Oh, spät ist. Real-Time. Nee, Real-Time Strategy? Jetzt. TRS. Top Ring Slave? Nee. Tipp, ah, Tipp war's. Das war ein Headshot, oder? Tipp. Ja, ich glaub schon. Mein Pfeil wieder. So. Reese packt einfach die Headshot-Skills aus. War geplant, ja. Ja. Mhm. Die Skills. Ich will mal auch den Bogen. Das Ding ist, habt ihr mal Valorant gespielt? Nö. Mhm. Was ist das? Nein. Ja. Tatsächlich, ja. Ich war da immer relativ gut drin, ne? Und das ist, ist wie Fahrradfahren, man verlernt das nicht, ne? Seht mich an, ich fahr bar. Shuni lügt, was lügt Shuni denn, Cleo? Ich hab nicht zugehört. Einfach ein Kind ist eine Generalaussage. Also du lügst Leute an, Shuni, beschwerst dich dann, dass man dir nicht zugehört hat. Oh, hier wäre schön. Richtig, genau. Ich will schon, dass meine Lügen gehört werden. Sie hat Valorant gespielt. Aber nur so ein bisschen, nicht so wirklich. Also, wie viel? Ein, gespielt zwei Runden? Gespielt ist gespielt. Mhm. Ich wollte sagen, hast du den ermordet? Nicht so ganz, nur so ein bisschen. Gestürzt ist er nach dem ersten Stich und dann durch den Sturz gestorben. Also es war kein Mord direkt, es war eher ein Unfall. Na, dann wäre es doch Totschlag. Wo ist der Unterschied? Gab's ja nicht in der, war es nicht die Intention, der Unterschied dazwischen? Ja, stimmt. So? Mord ist, wenn du ein Mordmotiv hast. Alles andere ist Totschlag, glaube ich. Ein Totschlag ist halt, wenn es nicht... Ich dachte mal, Totschlag wäre aus Versehen, aber... Ja, theoretisch, also wenn du aus Versehen jemanden killst, hast du ja kein Mordmotiv, von daher wäre es Totschlag. Also es geht im Endeffekt nur um die Strafe wahrscheinlich? Das auch, ja. Oh, hier muss man ein bisschen aufpassen. Aua. Also wenn jemand ermordet, das ist ja die Strafe an sich, ist ja schon das Gewissen, mit dem du dann leben musst, von daher. Alles okay, Chris.
Sie war echt gut. Ich hab mir den Knöchel. Kann jemand mich wiederbeleben? Ich bin gestorben. Ach, Reese. Ich bin gefallen. Mann, Reese. Bei was für einem Counter sind wir eigentlich mittlerweile? Das war ein RIP, ne? 51. Wurden meine zwei Tode schon auch mit reingerechnet? Affekt, ein Motiv kannst du trotzdem haben. Was ist denn Affekt? Ist das bayerisch für Affekt? Nee, es hört sich wie ein Gefühl an. Affekt? Ich kenne Effekte bei Pokémon, so Brennen, Paralyse. Nee, nicht Effekt, sondern Affekt. Ah, fuck. Schon wieder Freitag. Schon wieder Stream. Es ist schon wieder Freitag. Ah, fuck. Mord ist geplant und oder meinst du Ben Affleck? Nee. Ben Affleck. Reese, sprech mir mal nach. Matt Damon. Matt Damon. Gut, wir sind jetzt Matt Damon Synchronsprecher. Matt Damon. Torin, Achtung! Matt Damon! Du machst mich schon schuldig. Wie hört er sich denn an? Nein! Was? Na und? Kann man mit dem Bogen besser schießen? Ich weiß nicht, jetzt zappelt so viel rum, ich treffe ja nichts. Hä, hey, aber du bist auch geübt wegen Valorant und ich so. Ich scheine heute nicht zu treffen. Ah! Oh Mann! Torin, oh Gott, hast du den gerade One? Schuni? Ja. Warum rennen hier so Gorillas rum? Ich oh mein Gott, das geht so denn? Stark. Vielen Gott. Ich hab dir mit meinem Bogen die Rüstung abgeschossen. Was passiert denn hier? Dieses Game ist so maximal cursed, ne? Ich verpiese mich wieder in den Bunker. Gorillas gesagt. Könnt ihr mal bitte nicht eure Mikrofone in den Mund nehmen, wenn die reden? Ah! Wieso? Aua! Ich bin. Was? Hä? Der kommt vorbei und macht mich einfach kaputt! Die dumme Sau. Das Ding ist, ich konnte nicht einen Pfeil machen. Oh, weitergehen, weil das werden, glaube ich, immer mehr. Nee, Mann. Ich hole jetzt die Kettensäge raus. Und dann ist die Achterbahn. Ja, ist die Achterbahn. Oh, da kommt Fatty Reese. Was? Wo? Fatty auf dich. Nein, warum kann ich nicht rennen? Ich kann nicht rennen. So aua, Alter! Gott! Oh Gott im Himmel. Das ist irgendwie jedes Mal, wenn wir irgendwo wieder. Er hat mich. Ich bin tot. Okay, dann sind das zwei Rips. Ich bin auch kaputt. Upsi. Hilfe! Send help, please! Ja, on my way. Lass mich ein Hello everybody, I'm on my way. Okay, sind wir. No place and no reasons to see. Okay, lass das mal in den Bunker. Ich bin froh, dass ich kein Piraten spiele, sonst hätte ich euch alle looten müssen und abhauen und dann hier. Ja. Geiler Pirat, du. Ich so geiler. Ein Dirty Pirate hier. Kinky Pirate. Aber warum musst du eigentlich piraten? Man weiß doch, dass das 3,14 ist. Chris-KI-Rat. Chris-KI-Rat, ja. Ja, sad, Leute. Hä, warum kann ich hier nichts bauen? Achso, weil das so nicht funktioniert. Tatsächlich. Because I'm not. Ist es derselbe Bunker wie vorher oder haben wir einen neuen gefunden? Nö, der sieht bestimmt. Oh, hier gibt's einen Feuerlöscher. Mal gucken, Instructions. Hold. Was? Hold? Ach komm, egal, wir brauchen schon Feuerlöscher. Also ich bin aber bei dir, Chris, tatsächlich so, das ist kein Survival wegen dem Game an sich, das ist ein Survival wegen, du musst diese Bogensteuerung, dieses Aiming überleben. Das auch. Oh ja. Oh ja. I have a revolver. Revolver? Revolver. Okay, man kann nur hier ein Ding bauen. Hat man nicht schon mal einen Revolver? Nö. Jetzt noch mal so einen einhändigen Dirty Pirate. Genau, jetzt geht's hier wieder. Oh Mann, das ist alles. Die Bunker sind auch Copy-Paste, ey. Ja. Yeah. Ich hasse Copy-Paste. Das also ist so, beim Level-Design. Chris, das Ding ist bei Raphael am Anfang gab es ja auch nichts und alles, was da war, war halt wirklich auch Copy-Paste. Das wird am Ende vielleicht noch richtig geil werden, ne? Wie, wann war das, hä? War nicht bei Raft, ja, okay, gut, die Inseln, bei den Inseln ist ja, oh wow, hier haben sie jetzt gar nichts gemacht. Und ich glaube, bei Submortica am Anfang sah halt auch noch alles ja, gleich. Der Klempner hat einen Revolver dabei, ist richtig. Ja. Danke dafür. Kennst du nicht diesen Elektriker von TikTok, der irgendwie... Warum kann ich warum kann ich als Waffe nicht den Drill benutzen? Den, wie heißt das auf Deutsch? Den Bohrer. Papau. Den Akkuschrauber. Papau. Das hätte schon was, ne? Vor allen Dingen wird das nicht mehr bringen, als den Pfeil zu schießen, wenn du den vorne im Nachbeschrauber reinsteckst. Oh Gott. Ah, hier mein Stick.
Thorin ist so der Psychopath, der uns am Ende alle betrayen will. So, wisst ihr, was ich meine? Mit der Kettensäge der Opa. Also mit der Frisur. Aus. Sneezy aus. So ein bisschen Meister Eser im Böse. So, hat jemand Tapete dabei? Nö. Was? Ich hab nur Menschenhaut oder Mutanten. Ja, lass die, das geht auch. Was gibt es eigentlich in diesem Game alles? Menschenhaut. Ich hab ein Plattencover. Was hast du? Ein Plattencover. Boah, geil, also, aber wir haben noch kein Abspielgerät dafür. Nee, ich glaube nicht, leider nicht. Ich hab einen Schlitten. Ich hätte vorhin Schlitten benutzen können. Wusste es gar nicht. Wow. Oh, aber wow. Uns allen ein schlechtes Gewissen einreden. Wir waren drin und dann habe ich an dem Tag geweint. Alles klar, ich kann Feuer in der Spüle machen. Was? Ich mach da jetzt ein Feuer. Ich mach da jetzt ein Feuer drin. Ist mir egal. Was ist denn alles in diesem Game? Dieser Rucksack ist größer als. Ich stehe zwar halb drin, aber ist mir egal. Da, guck mal. Das ist so geil. Ja, dann können wir es gleich. Oh, oh. Wow. Ja, toll, Thorin. Was macht er denn gleich auch spielen? Na, wir haben Feuer in der Spüle gemacht. Und jetzt regnet es. Ich weiß nicht. Was total unrealistisch ist, weil, wie wir schon erwähnt hatten, die das Feuer gar nicht warm genug ist, um oben da was auszulösen. Aber das ist dem Spiel ja egal. So, jetzt habe ich ein bisschen Licht gemacht. Bringt mir auch nichts, weil hier hinten nichts ist. Wow. Aber so ein Game, was man halt auch streamen kann tatsächlich, ist in sowas wie, hier, wie ist das? Ja. Don't Starve Together. Aber ist mittlerweile auch so alt, ne? Ja. Don't Starve Together. Believen. Genau. Du Gott, wir müssen. Ich muss so, echt mal. Was war denn da? Reese, was ist da hinten? Hier hinten Spinnweben. Alter, ich zuerst. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich sehe nichts. Boah, das Guck mal nach oben. Kennst du das? Kennt ihr diese TikTok-Decken tatsächlich? Mit dieser Wolle unter den LEDs drüber, dass es wie Gewitterwolken aussieht? Was, so TikTok-Decken? Ja. Ja. Ich weiß, ja, was Chris, also Wolken, so Wolle, meinst die, du? Ja, richtig, es gibt so Wolle, da machst du so Wollwolken an deine Decke und darunter sind halt LEDs, dann hast du Ach so, ich habe letztens ein Video gesehen oder ein React, da meinte einer, oh, guck mal, das sieht ja, ja aus wie diese, das sieht ja, die geile Decke, und dabei war es die wirklich Wolkendecke, die sah halt so, die hat Schäfchenwolken gehabt, sah halt so aus. Denkst du mal, noch LEDs bei oder einfach? Nee, wie verstrahlt sind die Leute? Das sind nur, was? Das hat mich getötet. Alle getiktoket. Wer war das? Wieso habe ich denn jetzt den Draht eingesammelt? Oh, ist das ein Soundsystem hier? 5000 Watt Base-Maschinen? Reese! Es tut mir leid, ich wollte das nie. Oh, ich wollte die Decke poken. Jetzt. Und dann... Weißt du, was das Ding ist, Juni? Ah. Wärst du nicht weggerannt, hätte ich niemals rausgefunden, dass du das bist. Töte mich nicht! Wow. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, wir haben das. Töte mich nicht! Ich glaube, wir haben tatsächlich das Spiel durchgespielt. Kann das sein? Doch, das Ding ist, ich fahre dich jetzt immer in den Schlitten in den Keller. Doch, hier ist ja nichts. Also, wir finden ja keinen weiteren. Ja, wir haben keinen weiteren Bunker. Ja, aber. Nein, wir haben das Spiel nicht durchgespielt. In den Bunkern findet man ja die Items. Nein. Das heißt, in den Höhlen kriegen wir Progress. Nein. Doch, Mann. Ach, lutsch mir noch die Aber, Items. Okay, dann müssen wir noch. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei Höhlen haben wir noch und dann sind wir da durch. Ich würde gerne mal mit. Mann, ich dachte aber wirklich, also. Gut, hier kommt wirklich noch, glaube ich, was rein. Ja, es sieht halt wirklich, die Bunker sind jetzt echt nicht das Wahre. Wir sind sehr weit gerannt und der Bunker, hier sind zwei Sachen drin und es sieht gleich aus und es ist voll Dreck, ey. Alter. Es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 Orte. Oh, hier gibt es. Geil. Los, Leute, werft alles rein. Hier. Das sind. Wer ohne Sünde ist, werfe die erste Glühbirne. Bam, 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 bam. Hier Twitch Donation Hype Train, be like. Ja, Mann. Woo! Imagine, ihr habt so eine Bubble aus Streamern, ihr seid so 20, 30 Streamer und ihr subbt alle gegenseitig rein bei euch, also jeder bei jedem so und das Geld fließt eigentlich nur im Kreis bei euch. Aber nee, Reese, tut's nicht, weil Twitch immer die Hälfte abkriegt. Ja, lass mich doch, Mann, das die Idee. Mann, Reese, Alter. Das sollte doch keinen Sinn ergeben. Ach so. Ihr seid alle zu logical hier. Ja, Mann. Zeig mal mehr Empathie. Mach mal mehr mit Gefühlen. Du bist auch maximal 20 oder so. Was heißt denn? Ich warte nur darauf, bis alle oben sind und ich gehe dann als Letzte hoch. Und dann? Weil oben sind als eine letzte Mutanten. Oh, okay, tschüss. Juni. Ja. Okay, tschüss. Hey. Wir lassen Juni ihre Freunde da. Wow, Alter, was macht der für Geräusche? Ja, moin. Ach, aua. Du Drecksau. Papa. Ich geb dir jetzt. Papa. Hier, zum Nachladen drücke. Das Baby.
Ice Beam. Okay. Boah, kann. Alter, ich geb. Ich geb spielen? Pass auf, mein Revolver kriegt wie? Kinder, lass uns spielen. Komm, wie, komm mal her. In meinen Keller. Trainings. Alter, ihr kriegt den Trainingsanzug. Jawohl. Hier, bitteschön. So. Sieht gleich viel besser aus. Dann kriegst du den. Oh nein, sie kann den Revolver nicht nehmen. Aber sie hat eine Schrotflinte. Sie hat eine Schrotflinte. Ich habe ihr die Schrotflinte gegeben, die benutzt sie nicht. Virginia sieht aus, jetzt wie so eine Kunstlehrerin. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen. Ja, dann eigentlich, müsste die Schrotflinte und Pistole gleichzeitig halten. What? Stimmt, hast recht. Warum macht sie das nicht? Ja, dann nehme ich dir die Schrotflinte wieder weg. Mhm. Nee, jetzt habe ich sie. Oh. Jetzt hat sie. Ach so. Ja, ich. Jetzt hat sie es nicht. Kann ich die Schrotflinte. Wo gab es noch die Schrotflinte? Kann ich mir doch noch eine holen? Bei. Wurde markiert. Okay. Da, wo es gepiept hat und nicht mehr aufgehört hat. Okay, egal. Ich habe eh keine Muni für die Schrotflinte. Dann kriegt sie die. Aber sie kann den Revolver nicht nehmen, leider. Ja, dann ist auch egal. Alter, Geilomat, Alter. Ich glaube, wir müssten nach Westen gehen, um die Schrot zu holen. Auf nach Westen! Auf nach Westen! Ja, wir suchen das Montings, Leute! Wertvolle Munition. Ich werde der beste Bogenschütze. Scheiß auf die Munition! Welt. Oh, hat noch jemand Munition? Mein Papa hat mich verlassen, als ich klein war, aber das ist okay. Ich will so werden wie er. Sad. Oh, ich habe auch keine Waffe mehr. Dann nehme ich halt den Compound-Bogen. Nee, es ist doch so bei Lysop mit seinem Vater. Der will doch so werden wie sein Vater, aber sein Vater ist einfach abgehauen wegen Shanks. Hat er die Klemmen entworfen? Alter, Lüsterklemm, Schmutz, ne? Also jeder, der Lüsterklemm benutzt. Ach, das ist eine Firma. Hier ist ein Baby übrigens. Ich das ist eine sagen. Firma? Die heißt doch nicht Lüster. Ich weiß nur, dass hier ein Baby aus dem Keller geklettert kam. Mehr weiß ich nicht. What the hell? Mach mal kaputt da. Ich weiß nicht, warum Calvin wegrennt. Guck mal, Calvin rennt da in die Ferne. Mach mal bitte kaputt, ich muss gerade recherchieren. Oh, Junge. Muss mal eben Lüsterklemme. Lüsterklemme. Ich geh mal kurz in den Bunker, weil Katzen füttern und so. Oh, eine Lüsterklemme in Österreich. Lusterklemme, Blockklemme oder Rheinklemme. In der Schweiz auch Leuchterklemme. In Bayern auch Klemmstein. Was? Klemmstein ist von Lego. Ist eine Klemme zu verbinden von ein- oder mehradrigen elektrischen Kabeln. Die Bezeichnung der Lüsterklemme nimmt Bezug auf den elektrischen Anschluss von Lüstern und anderen Deckenleuchten. Was sind denn Lüster? Ein Kronleuchter. Lüstern? Ja, ein Kronleuchter, auch Lüster. In Österreich Luster ist ein Beleuchtungselement, das zumeist von der Decke hängt und durch die Verwendung von mehreren Lichtquellen und häufig Elementen zur Lichtbrechung, meist warum aus hatte ich gerade das Gesicht Glas von Peter Kunststoff, ein Lichterspiel produziert. Ah, ein Lichterspiel. Das Ding ist, kennst du das, wenn du so ein übel visueller Mensch bist und du kannst dir die krassesten Beschreibungen anhören, auch so wie die Wikipedia-Artikel und zwei Bilder machen es einfach für dich dann. Ja, Mann. Und was du gelesen hast, hat dir einfach gar nichts gegeben, so, weil du immer so dumm bist. Wieso denn nicht? Also so logically stupid. Shuni, kannst du das Beam für stupid einlösen die ganze Zeit? Shuni, darf der das? Nee, ich hab gesagt, ich bin doof. Ach, du bist doof, okay, ja. Und deswegen will er bei mir stupid einlösen, wild, so, oder? Ja, echt. Ja, du hast, wir sind alle doof, wir sind dumme Kinder, du hast einen Haufen dumme Kinder bekommen. Yo, das big musst du damit stupid leben. Jellyfish! Oh, you big stupid jellyfish. Reaper Attack. Wer hat mir gerade einen... I love it. Seiner flammenden... Keule. Okay. Oh, das ist hot. Geil. Kann ich das auch machen? Was machst du da? Reaper? Ja, nee, du musst den Sound einlösen. Du musst 128 Bytes ausgeben. Bytes? Mhm. Okay, weißt du, weil du es bist und ich kein Geld mehr habe, diesen Mord mache ich das jetzt. Hä, was? Das kostet kein Geld. Das ist die Währung zum Zuschauen. Du hast Bits gesagt. Bytes ist euer... Ich habe Bytes gesagt. Deine Channel Points heißen Bytes? Ja! Weil Bits gab's ja schon. Deswegen musste ich die zusammenfassen. Mensch, ach, Grease. Mann. Nochmal, hab ich den noch irgendwo? Hier. Wo hab ich denn? Ach, Reese, da. Kriegst du noch einen? Jellyfish. Hollerö! Oh, was, hä? Was ist da los? Ach so. Ara. Wow, wie cool.
Hast du den nicht gehört? Toll, wow. Ich will meine Points wieder haben. Was denn? Hä? Also bei dem eben Uwe war noch okay, aber ich will meine Points wieder haben. Ara. Ara. So, man kann der eine jetzt hast Gollum du schon zwei bekommen, aber... Eine Gollum macht einen Shadow Walk hier. Oh Gott. Ist das schon ist das dein Ex-Freund oder wer ist das hier? Warum läuft ja, so auf jeden Fall. Hm, ist das ein Stalker? Ja. Oh, also Stalker. Ist Stalker auch ein Horrorspiel? Ist der Psycho? Ich? Keine Ahnung, loslassen oder was? Was? Hast du gerade... Hä? Ja, Shuni, du bist ein Horrorspiel, ja. Warum stehen wir eigentlich auf dem Wagen hier? Als wenn wir ich meinte Stalker, das Spiel. Shadow of Chernobyl. Dieses wohl... Was habe ich? Speed? Ja. Hast du es gespielt? Ja. Aha, okay. Und hast du es auch gestreamt? Ein bisschen, nein. Aha. Steht das auf meiner History? Nein. Oh, Toren. Ja. Danke, danke. Vielen herzlichen Dank. Ah, so viele Bits. Ach, ich übrigens. Ich habe extra den Stream reloaded, damit ich... Der hier ist für Cleo. Alerts benutzen kann. Ja? Ja? Ja. Können wir jetzt weitergehen? Ja, wohin? Wo gehen wir hin? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht erstmal eine Plane bauen und Haier machen. Oh, eine Plane bauen ist gut. Bau mal eine Plane. Mach mal einen Plan. Erstmal den Bunker markieren. Oh, stimmt. Erstmal. Ah, Déjà-vu. Okay, ich laufe. All in you. Ich hab mal viel. Ja. Ja. Déjà-vu. Was, EU? Also du hast ein Stöckchen markieren willst, Chris. Bundestagsabgeordnete. Warum? Nö, ich mach da jetzt kein Dings dran. Ihr macht mal so ein Dings. Ich hab nur noch einen. Ich hab keins. Wie, du hast keins? Daddy. Shuni? Ich hab keins. Ich hab eins. Machst du da mal ein X dran? Ein X ran? Ja, den mit E. Schalte mal durch, bis das X kommt. Genau, schalte mal durch. X kommen. Ich hab ein X. Cool. Lass mal X'en. Soll ich den jetzt da drauf machen? Ja. Schau, ich habe da jetzt ein X drauf gemacht. Ja. Ja. Achso, ich wollte sagen, hat das X eine andere Farbe? Nee. Die ist kalt. Verstehen. Oder können wir ein Lagerfeuer machen? Ja. Nee, es geht. Geht mit deiner Keule, machst du Leuten. Man kann ja im Bunker kein Lagerfeuer mehr machen. Deine Keule wärmt Leute auf. So. Mhm. In der Spüle, ja. Und mir ist auch kalt. Ist das eigentlich, was ist das hier? Ist das hier ein OnlyFans-WG gewesen? Oder wo steht da so eine Cam? Das ist zur Vermessung der Landschaft. Ist das nicht ein Nivelliergerät? Nee, kriegt das mal um. Ich habe Angst, Beobachter zu werden. Das ist eine Kamera. Ein Nivelliergerät? Ein Lavaliergerät, ja. Ja. Lava? Ja, ich google ist der Gollum doch? Ist der Gollum doch der Lava von jemandem hier gewesen? So ein Psycho-Ex-Freund oder sowas. Sieht mich an, ich bin Shuni, ich weiß Ding. Ja, guck mal, sag mal, so heißt das Ding. Ein Nivelliergerät. Guck mal, ich hab ein Ding. Ah, Level hier, von Level. Ah, I see, wo ist das Baby? Oh nein, warum seid ihr alles so doof? Was denn? Nivelliergerät ist doch, wo man diese Laser da... Nee, das ist ein Labeler. Ja, genau, for all the pew-pews. Ah! Where's the pew-pew? Ja, nicht Laserschwert. Where's the baby? Ich seh's nicht. Aber wo gerade bei Laserschwertern, ist die neue Star Wars-Serie gut hier, Ahsoka, oder nicht so? Wirklich nicht. Voll geil, da gibt's auch hier... Laserstelle! Mhm. Laserstelle? Ja. Oh nein, Leute? Wie? Sagt doch was, ja. Kennt ihr noch diese Leute, die so Wörter gesagt haben, immer wie Ultra oder voll Laser oder so? Ey, das ist richtig Laser, Mann. Die Serie. Ja, das ist voll. Ja. Zum ersten Mal. Ja. Laser kennt man doch. Das sind die Leute, die nur Techno gehört, sonst nichts oder so. Haus. Ey, voll Laser. Und die sind heute auf Raves und perma besoffen, glaube ich. Ja. Ja, wollen wir noch was machen heute? Haben wir noch eine Höhle oder so in der Nähe? Ja, ist hier irgendwas? Wir sind ja dabei, alles zu markieren. Ja. Ja, da ist unser Haus, glaube ich. Warte, wir sind jetzt im Norden. Also es ist nicht mal annähernd in der Nähe irgendwas, ne? Da am Strand ist was Grünes. Was ist denn das? Ich kann das nicht sehen hier im Spiel. Was ist mit der Höhle mit der Höhle im Südwesten bei dem See? Ja? So, waren wir schon, da ist ja das Haus. Okay, das Haus wird bei mir nicht angezeigt, bei mir ist die Höhle da drüber, ja. Also diese Höhle, du meinst, das was aussieht wie so ein Tor da, basically. Mm, genau. So ein Steintor da. Und das andere sieht aus wie so eine Birne da, der See. Ja.
Ja, ja, wie ja. Zoomst du raus? Ich will auszoomen. Mit mittlere Maustaste gedrückt. Mhm. Nee, musst du nicht drücken. Also, ja, drückst einmal kurz drauf. Schaltet er durch. Ah. Theoretisch, wenn die Technik nicht funktioniert, Schuni gegen die Wand werfen, hat schon oft genau. geholfen auch. Aber, ja. aber da geht Schuni doch kaputt. Wenn wir Schuni gegen die Wand werfen? Ja. Ich bin funktioniert Wand. Ja noch. Okay, Schuni ich bin die Wand. Schuni ist die Wand. Ich bin benutze Schuni mit Wand. Ja. Okay, wild. Calling you, searches of mysteries. Okay. Ja. Worin läuft wieder irgendwo hin? Ich weiß nicht. Wohin. In den Westen. Du machst rüber? Ich will auch mit. Okay. Ich bedecke das Loch mit einer Leiche. Ja, ja das sieht dann aber, keiner mehr. Aber ja. dieses Setpiece, gebe ich die 20 Euro aus. Ich habe Bock, das zu zocken. Und ich will auch die ganzen ROM-Hacks von Pokémon, will ich auch spielen. Du kannst aber es dir ja auch auf die Wunschliste packen. Der nächste ist bestimmt wieder Herbst-Sale, oder wie der heißt. Ja. Man muss sich ja nicht immer alle Spiele sofort kaufen und vor allen Dingen, dann spielst du die eh nicht. Wie viele Spiele habt ihr auf Steam, die ihr noch nie angefasst habt? Ja. Ich habe auf eine extra Liste angelegt. Das glaube ich. Ja, die meisten davon fässt überhaupt generell niemand an. Die hast du halt geschenkt bekommen, so Bundle. Wen fässt niemand an? Ich werde oft berührt. Ja. Oh, von. Also 200 bis 300 Spiele sind zumindest, die ich noch nie gestartet habe. Das fühlt sich auch sehr bei schön mir an. Steht Unplayed 190. Oh Gott, ja. Ja. Ich glaube, ich bin auch bei 180 oder so, aber ich habe nicht so das viele Ding Spiele ist, wie du. Das ja. Ding ist, ich habe tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, ich habe tatsächlich fast 20 Spielstunden im Game, das heißt Voodoo Garden. Ich möchte meine Lebenszeit auch zurückhaben. Ja. Das ist so dumm, wie es sich anhört. Also in dem Spiel geht es tatsächlich darum. Wir haben wieder Besuch. Ich weiß nicht. Och nee. Der hat gerade gegessen. Oh. Naja, lass ihn mal weg. Ach, da oben. Mhm. Da, die zu Toren jetzt rennen, meinst du? Ja. Dann, ja. Okay. Haben wir eine große Map oder so? Ja, das Problem ist halt, dass wir immer nur einen Teil der Map sehen. Das ist das Doofe tatsächlich. Ich wünschte mir wirklich mal, dass wir eine Big Map hätten. Ich hätte mir gern Big Mac. Ja. Oh, Mann, ich jetzt mal uns keinen Hunger. Mir geht's gut tatsächlich. Also, ja. Reese hat was von Big und Mac gesagt. Willst du mal einen Big Mac sehen? Mhm. Zeig mal. Wie big ist dein Mac? Ja, okay, warte. Big Mac, bann den weg. Ich lade das kurz hoch in deine KI-Dings da. Mhm. Deine E-Mail schicke ich dir. E-Mail. Kann ich bitte einen Fax haben? Ey, nee, ich wollte gerade sagen, wie schickst du eigentlich was an eine KI? Per Fax. E-Mail tust du es ja nicht, du sagst es ihr einfach. Nee, nimmst das Dosentelefon in die Hand, schreist einmal fett rein. Ah. Grease. Und dann machst du daraus ein Beat. Ja, bitte. All meine Werte blinken rot. Ja, Penis. Ja, ich weiß. Oh, ich bin auch kaputt. Ich klopp mir mal Drogen rein. Drogen sind gut, Kinder. Oh, Drogen. Nee, ich meinte natürlich, Drogen sind schlecht. Nehmt keine Drogen. Drogen sind nicht gut. Sie sind ungesund. Nehmt sie nicht in euren Mund. Ah. Der Eurotractor Simulator heißt es demnächst wieder Tutut. Schaltet ein. Nein, nicht Tutut, sondern du weißt ganz genau. Nee, du meinst wirklich. Nee, Moonlighter ist halt dieses Shopgame, was du meinst. Wie ist das andere Shopgame noch vorhin? Gott, das triggert mich, dass mir nicht einfällt, wie dieses Game. Ja, echt, ey, Chat, was los? Wie heißt dieses Spiel, was Dave the Diver und Stardew Valley zusammen ist? Aber wenn es ein neues Game ist, dann ist es nicht Fae das, was ich meinte. Man meint, es ist älter. Nein, nicht Fae Farm. Kann man da eine Taverne führen? Fae Farm. Aber das Ding ist, das hat ja angefangen, dieser Typ Games, von dem du redest, der hat ja angefangen mit einem bestimmten Game, glaube ich, dessen Namen ich gerade versuche, mich wieder einfallen zu lassen. Und davon gibt es ja mittlerweile so einige Games, weil das eigentlich ein relativ beliebtes Lass mal Richtung Thorin gehen. Ich folge Thorin. Jetzt. Gott, wie ist denn das noch? Weil wir müssen auf jeden Fall um den Berg wieder rum, weil hier ist, also hier im, wo sind wir denn jetzt? Wir sind im Nordosten, hier ist jetzt nichts mehr. Nordosten. Regnet das? Ja. Es gewittert sogar. Es donnert und blitzt. Ich sehe nichts mit Donner und Blitzen. Wieso, wie kommt Schuni? Hä, Schuni, wie kommst du denn jetzt vor uns? Hä? Was hast du? Kennt ihr das, wenn du noch hinter den Tauben sitzt? Weil eben nur rumtrödelt, hä? Ach so. Ja. Ja, das stimmt. Meistens, das tut mir auch leid tatsächlich, dass wir dich immer aufhalten, Schuni. Also, mir nicht. Mir tut gar nichts leid. Doch, ich bin tatsächlich, ich bin auch untröstlich, wirklich.
Mhm. Ey, können wir darüber reden? Also grafisch ist dieses Game ja wirklich, also wenn es auch ein paar andere Mängel hat, Fadenkreuz. Aber echt, zum Mond und diese Grafik und ja, alles, dafür, die Atmosphäre gerade ist echt geil. Dafür gibt es ja Tricks, trinken. Ja, da könnten auch eine, wir können auch den Eier machen, ne? Sich an, oder das. Können wir auch machen. Oh nein. Ich erstmal einen Schokoriegel. Ich höre Geräusche. Oh Gott. Ich bleib hier nicht stehen. Okay. Irgendwie Atelier irgendwas? Wie hieß denn dieses Game? Irgendwas mit Atelier, glaube ich. Ach man, Chat. Ich frag gleich ChatGPT, der kann wenigstens was. Ja, erstmal wieder, erstmal wieder Chat gefrontet. Mann, Chat. Ich guck da, ich google da gleich 5 Sekunden nach, dann weiß ich das. Guck mal, wie die Viewer runtergehen, Chris, seit dem Kommentar. Sehe ich nicht. 9, ich hab die Viewer ausgeschaltet. Also. Naja. Ich weiß nicht, wie Thorin dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Ach, Thorin, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Naja, er hat immer an sich geglaubt, halt, ne? Einfach gelaufen. Ach so. Du meinst seinen lokalen Status. Auf der rechten Seite. Nee, Haven Moon? Nee. Auf der rechten, oder ich bin jetzt links rum. Nein, bei mir ist tatsächlich, also mein Game hieß irgendwas mit Atelier. Oh, da gab's, meinst du, wo man Bilder verkaufen muss? Also nie, du gehst doch. Also ist man Maler und. Nein. Oh, man geht in einen Dungeon und muss dann, also man hat einen Shop und du musst dann immer in einen Dungeon rennen, ne? Du kannst auch deinen Shop bauen. Ja, genau, du rennst in den Dungeon, ja, aber ja, bei dem Game kannst du deinen Shop mitbauen. Ja? Ja, irgendwas mit Atelier, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, aber ich weiß, wovon du redest. Das hatte so ein Chibi, fast schon so ein Chibi-JRPG-Look hatte das. Ja. So ganz, 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 ganz geil eigentlich. Alter, was ist denn das, ey? Holy moly, ich komme hier nicht hoch. Kann ich bitte schlafen? Meine Energie ist halt... In Mappen. Mich so ab, ist das. Ja, komm, wir gehen schlafen. Leute, plane, schlafen. Okay. Ich schlafe bei Chris Ich kann hier nicht schlafen. Alter, ich sehe noch nicht mal irgendwas. Ich laufe gegen eine Wand. Ich versuche hier hinter dir herzukommen. Du kommst nicht voran. Ich versuche mit 10 Ich habe genau das verpasst, wo man halt hier hoch. Hier kannst du wirklich nirgendwo nicht mal ein bisschen hoch. Nee. Thorin hat gesagt, wir müssen. Ja, aber ich hab den Punkt verpasst. Ich hab dann gesagt, dann gehe ich halt ein bisschen links rum. Ist auch, ne? Zweimal links ist auch einmal rechts. Wir müssen Double Jump. Weißt du, was in dem Game mir zutrauen würde? Stichwort Double Jump. Ja. Dass wir so Sprungfedern an den Schuhen irgendwo noch finden. Ja, oder so Schuhe wie bei Portal 2. Bei Portal meine ich natürlich. Ja. Gab's ja schon im ersten Teil. Hä, Alter, jetzt muss ich ernsthaft zurücklaufen. Ja, ich lauf. Pass auf, ich nehm die Route durch den Fluss. Déjà vu, Cleo, ich versuche ihn einzuholen, ich bin langsam, halt sehr. Mach doch nicht diesen. Okay, Cleo hat zu viele Punkte. Oh, ich bin einfach zu günstig. Ich habe auch 20.000 Punkte, ich kann auch, oder? Was? Ja, ich benutze sie für sowas, welchen guten. Putt entdeckt. Ja, hier, mach mal, Reese, Schuni? Hast du es auch nicht gefunden? Thorin hat gesagt, rechts lang, deswegen. Ja, Thorin hat uns einfach ausgetrickst, ausmanövriert. Wir gehen aber durch den Fluss. Nein, wir hören in ein paar Sekunden, hören wir so ein diabolisches Lachen, da wird wohl wahre Natur halt. Also bei mir seid ihr unter mir. Ich hab kein Wort verstanden. Wir sind immer unter dir. Chef. Okay, also ich verstehe mehr von dem, was deine Katze sagt, als du gerade. Also bei mir seid ihr mehr als links. Böse Mietz! Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch dem Tee folgen. Okay. Ich glaube, mein böses Mädchen. Versuch mit den Hintern. Du bist ein böses Mädchen und das nee, weißt doch du nicht. Auch. Da ist eine Felswand. Ich habe gehört, es gibt so eine Person im Chat, die es triggert von dem Wort Mädels. Mädels? Der Madel. Da komm. Wir Mädel. Sind Madel, wir sind mit dem Radl da. Schuni, lass mal beim Fluss. Da, hier kommen wir nicht hoch. Aua! Ups, ist gut. Up. Ich hab Up verstanden. Ups. Up. Ist ja toll. Wollte auch. Ist was noch toll ist auf Crunchyroll? Hat doch jemand Granaten vor Neues? Nein, bitte. Na klar. Schuni, kannst du Marius mit einer Granate abwerfen? Das Ding ist, Cleo ist charismatischer, die verdienen mehr als ich.
Die kann mir besser bestechen. So, wie geht das jetzt? Ach so. Mädels. Los, Mädels, kommt. Wir machen jetzt mal Nägel mit Köpfen hier. Oh Mann, Schuni. Gris, was ist los? Ich komm hier nicht hoch. Ich seh nichts. Warum ich müsst ihr auch längst rumgehen? Was macht ihr denn? Ich hab eine Kettensäge. Hat Thorin gerade diesen Euro-Truck-Simulator Island Developer ja, echt, gefunden? Was macht ja, vermutlich. Warum läuft er unten rum? Was machen wir hier, bitte? Echt, Mann, Alter. Der ist einfach durch den geheimen Tunnel ist er durch. Ich frage mich die ganze Zeit, warum er immer auf demselben Level. Ich folge einfach der roten Linie. Mal, wie seid ihr da hochgekommen? Ich stehe vor einer Wand jetzt, Leute. Nee. Was habt ihr gemacht? Reese. Ihr seid ja auch über mir. Reese, versuch mal dem Fluss zu folgen. Wo wir das Wasser hochkommt. Ich stehe vor einer Wand. Und dann waren das, wir auf einmal ja, Fluss endet in, der Fluss endet, der kommt aus einer Wand. Du ja, kommst aus einer Wand. Okay. Aus so. Einem Schrank. Schrank. Okay, jetzt sind wir im Norden. Thorin war gerade bei einem Haus. Ist das unser Haus gewesen? Kennt ihr dieses Dark Souls? Das ist kein richtiges Haus, das ist nur so ein Unterschlupf. Achso. Kennt ihr dieses Dark Souls mit diesen Wänden, wo man sich reindrückt und dann hat auf der anderen Seite von der Wand kommt eure Form, die ihr reingedrückt habt, sozusagen raus? Nee. Diese Stabwände. Achso, doch, dieses Stäbchen, ja, kenne ich. Ja, genau. Da gab es ja dieses so, dass so ein Kind so, haha, stand vor dieser Wand, hat also ein kleines Kind, ne? So, ja. Was so sweet und alles hat Spaß gehabt und so. Und dann auf einmal Dark Souls Musik. Dann hat so ein Typ sein Gesicht dahin gedrückt, das Kind fängt zu schreien. Okay. Vorbei, cool. Ja, das ein Video kann witzig werden, wenn ihr einen Schrei perfekt hat. Das ist alleine schon Humor. Hier wird nie geschrien. Guck mal, wie schön der Sonne ist. Ne, hier sind Mutanten, ich bin weg, tschüss. Lass mal, Thorin, lass mal zu dem I. Lass mal zu dem lila I. Leute, wir sind kilometerweit auseinander. Es ist zu krass. Ja, Mann. Es ist zu krass. Wir treffen uns beim gelben I. Mitternacht gelbes I, yo. Ja, mir ist ein gelbes I. Ich sehe da nur ein lilanes I. Ja, das lilane I meine ich doch, Mann. Ich hab doch lila gesagt. Hör mal zu, Junge. Nein, du hast gelb gesagt. Lüge. Du bist gelb. Muss nee, ich jetzt dahin laufen, hautfarben. Wo Thorin ist? Ich mach hier den Whee! Alter, boah, fliege ich weit. Yo, moin. Oh Gott, es ruckelt. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin den ganzen Weg wieder runter. Nicht dahin, wo ich hin will? Zu welchem I willst du eigentlich gehen, beziehungsweise Ausrufezeichen? Wie, da gibt's mehrere? Ja. Ach, drei, Thorin. Vier. Oh nein. Nein. Ich sehe gar nichts, ich sterbe. Oh nein, Shuni, don't die. Ich glaube, meine Grafikkarte kommt da nicht mit. Die anywhere else. If only I could die anywhere else. So come with me, let's die anywhere else. Anywhere, just not here. Oh no. Onyo. Onyo. Achso, by the way. Sind immer noch von Mutant-Yos verfolgt, Yos. Yo? Not yo. Flup. Was haben wir da noch Schönes? Oh, jetzt kann ich mal eine Runde flüstern. Da sehe ich mich. Ich gehe mal, solange ihr noch braucht, mal kurz in einen anderen Bunker, der schon geöffnet ist. Boah, geil. Ein bereits geöffneter Bunker. Wow. Wow. Hat jetzt eigentlich mal jemand diesen Ries mit irgendwas mit einer Granate abgeworfen oder nicht? Cleo, hallo, na. Nein, noch gar nicht. Was hast du gefragt? Cleo, tatsächlich, für sowas würde ich auch rein. Also, ich würd halt nochmal reinzappen, tatsächlich. Ich glaube, dann macht er das. Was denn? Das Ding ist, Juni würde das bestimmt machen, aber du kannst bei ihr nicht reinzappen, weil sie gerade nicht streamt. Das tut mir auch fast nicht leid. Ries, man kann reinzappen, auch wenn jemand nicht streamt. Ja, aber macht das irgendjemand, sind wir ehrlich. Ja. Oh, viele. Eine. Echt? Aha, schon jetzt wieder. Ja, klar. Ja. Und zwar, manche machen ja so Streamer-Pausen. Das ist ganz wild. Dann tun Leute. Achso, du redest jetzt von so 24-Stunden-Streams irgendwann, ja. Nein, so eher mehr so davon, wenn. Wirklich, wenn so Leute, keine Ahnung, in Urlaub fahren oder so und die sind halt Streamer, dann, lassen manche halt ihre Subs einfach weiterlaufen ohne Simulation. Ja, aber ich meine aktiv, dass dein Abo wird dann verlängert. Wow. Leute, wir treffen uns nicht bei Netflix.
Nee, also soll ich hier bleiben oder das, was machen das, wir? Das, was ist die, das ist die Schaufel. Guck mal, wie schön das ist, Junge. Warum ist dieses Game so beautiful? Schaufel also, das haben Game, wir schon, aber irgendwie. Das ist beautiful. Nicht jeder hat die Schaufel, deswegen wird das eh noch angezeigt. Da habe ich aber eine Markierung gesetzt. Psst, psst, psst. Müssen wir alle flüstern oder was? Ja. Ja. Habe ich jetzt das gecheckt? Ja, das wir haben das gemacht. Ey. Ja, wir hätten das eingelöst, die Scheiße. Der ist schuld. Kleoklismus, die kennst du vielleicht. Das ist schon so eine komische auf diesem Twitch da. Leo, jetzt kommt meine Raucherlunge wieder hervor. Hey, Cleo, ich jetzt allein. Hey, Puppe. Yo. Hey, Süße, ne? Ich glaube, bei Cleo zieht sich gerade alles zusammen. Und das nicht im positiven Sinn. Oh, Cleo, Cleo, mal. Oh, Cleo, Schatz, wenn ich irgendwo eine neue Lunge brauche, bist du am Start, oder nicht? Dann machst du. Da tust du deinem Daddy den Gefallen, bist. Oder? Vor allen Dingen, wir flüstern jetzt einfach genauso laut, wie wir vorher geredet haben. Ist gar kein Flüstern mehr. Ist egal. Das ist ruhig. Oh Gott. Wir haben die Stimme gehört. Find's hart. Also wir hätten im Norden, hätten wir noch eine Höhle mal, am Strand irgendwie. Sneezy wird wet. Das ist auch gut. Haben unseren Job gemacht. Was war so eine Höhle am Strand? Da die Höhle am Strand im Norden. Was ist da denn? Da warte, ich hokus mein GPS raus. Hokus Pokus. Oh mein Gott, ich sehe im Norden keinen Strand. Doch, da ist ein Strand. Das ist eine Höhle. Was ist eine Höhle? Da haben wir noch nicht, oder? Wo ist eine Höhle? Ich weiß nicht. Hä? Das klingt so maximal cursed. Meine Ohren tun schon weh und meine Lunge und mein Kiel auch. Junge, oder was ist da los? Okay, da Torin doch keine Höhle entdeckt hatte, gehen wir nach Norden zur Höhle am Strand. Schoni, hol mal deine Katze, dann kann ich auch ein bisschen mehr flüstern. Wir treffen uns, wenn die Sonne am höchsten steht. Ja, das Ding ist, ich flüstere normalerweise nicht. Ich bin eher so die lauten. Ja, ich glaube, Reese hat ein bisschen Probleme mit. Oh shit, hier ist ein Lager. Ich gehe mal Bier holen. Not the beer. Ich gehe mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier. Und dann bist du wieder schön. Oh, hier ist Musik. Ich glaube, hier ist eine Dance-Party. Ein Rave. Disco Pool. Dingerlingerling. Hey. Na bitte? Hey. Leute. Hört ihr mich? Ja. Was geht? Ich höre euch ein bisschen verspannt. Etwas verspannt an. Nur du, Freeze. Ich möchte dann tatsächlich... Ja. Jetzt, dass sie mir aufmerksam zuhört. Okay. Alles, was ich mache, die nur dem Zweck, weil eure Verspannung zu ist. Ich weiß nicht, ob das Schulis Katze war oder sie selber, aber ich glaube langsam, ich glaube langsam, Schuni und ihre Katze sind eins. Das ist gar kein, das ist einfach eine andere Persönlichkeit von der Begleitung. Ah, okay. Sind sie 1 AF? Guck mal, was sind sie 1 und die ganze Welt dazu. Tut weh, aua. Ich rieche wirklich Schmerzen gerade, das tut physisch weh. Oh nein. Du bist ein Lappen, deswegen. Nur noch 20 Deine Mutter. Das stimmt, aber psst. Deine Mutter, das stimmt, sehr informativ. Also meine Leute. Meine Mama, jemand war es gewesen. Deine Mama. Auf dem offenen Besen. Schoni, psst. Okay, jetzt darfst du wieder schreien. Hilfe! Oh, was denn schon? Torin, wie weit bist du noch weg? Habt ihr alle eure Hausaufgaben gemacht? Was? Ja, red mal lauter, Reese, ich höre dich nicht. Habt ihr alle Wasser getrunken? Ja. Wir haben alle was getrunken, aber frag mich nicht mehr. Je nachdem, wie gut ihr euch heute benommen habt, kriegt ihr heute Abend von mir eine Belohnung. Oh, geil, ich hole mir jetzt schon Belohnung. Hat gelöst. Hört ihr das Meeresrauschen ja. Raus? Oh. Ich hab das falsche abgeklickt. Oh nein. Hört die Schreie der Kinder und die Schüsse vor der Haustür. Nein. Achso, das ist nur mein Assi gegen dir, stimmt. Okay, wild. Wirklich, ich hatte halt physische Schmerzen im Hals. Also wissen Sie, witzige Geschichte. Ich hol den. Ich glaube, ich habe den Bogen raus. Meine Damen und Herren, kommt die Maus. Ich habe schon wieder eine Linie geschossen. Tigerforelle. Boah, ich habe ihn im Kopf abgeschossen. Ja, Mann! Krass.
Und nochmal. Mama, bitte, Papa, ich möchte hier überleben. Ich werde nicht überleben, wenn ich das mache. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh Gott. Dann nimm doch die anderen, Mann. Warum habe ich eigentlich diesen Schlitten genommen? Mann, Jesus, nee. Geh weg. So, wie war das? Unterer Bereich, Mittel, Mitte. Wenn ich die Viecher so sehe, Jesus hilft uns ja auch nicht. Mitte, Mitte. Ich kann nicht. Es geht nicht. Bist du eingeschränkt? Ja. Mit Sicherheit. Ah! Oh, hallo Schuni. Guck mal, er ist ein Igel. Das stimmt. Oh, jetzt ist er kaputt. Pfeile. Es ist Schuni? Nein, es ist eine Möwe. Ich will. Oh, Babys! Babys! Lulalalu. Hallo, Babys. Auch recht von dir, Grins. Ich befehle mein Ziel. Lulu, lalalu. Sniper Island. Es befindet sich in euren Herzen. Glaub an. Glaube mir. Vertraue mir. Oh Gott. Babys. Ah, so viele Babys. Tatsächlich bin ich durch meinen Tod ein bisschen schneller vorangekommen, als ich dachte. Also wie bist du gestorben? Ich hab sagst du nichts? Hä, man kann im Schlitten nicht sterben. Was geht hier ab? Ich ganz ja, wissen. Aber ich habe den Schlitten nicht benutzt. Das ist das Problem. Ach, wie. Ich wollte nur nicht wieder wie ein Noob rüberkommen. Du kommst nicht wie ein Noob rüber, weil du kommst gar nicht rüber. So. Hey. Was? Okay. Hey, Alter. Was geht? Ah, ich hätte ihn taggen müssen, ne? Gibt's eigentlich mittlerweile einen Redeem? Nee, musst du nicht. Also du kannst, Hauptsache du schreibst den Namen halt richtig. Ich hasse euch. Das ist ja beim Taggen ein bisschen einfacher, weil er dir den dann vorschlägt. Das Ding ist, Schuni, der Grund, warum ich kein Problem habe, dich zu beleidigen und ne? Dich anzuschreien, sondern ne? Machen, baggern. Die sagen, dir verbal auf die Fresse zu polieren. Ne? Also, wie bitte? Ja. Okay, will. Polieren. Okay. Richtig, mein Haar ist broken. Nee, ich hab's nicht. In deine Scheißrichtung. Nein, ich bin so ein Toxic Masculinity, deswegen ich mach. Ach sowas. So, und das als Fanboy mutig, okay. Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen, weißt du, so der. Das ist der Mix, der mal die Mischung macht, habe ich gehört. Von also, wenn ich Reese wäre, würde ich von da oben runterspringen. Geht nur nicht, weil ich bin im Wald. Ich kann auf den Baum aufklettern, wenn du willst. Achso, ich dachte, du stehst an der Kante oben. Na, du bist auf jeden Fall noch ein bisschen. Nicht. Dann würde ich diesmal den Schlitten nehmen. Den Schlitten? Den Schlitten. Nein. Und Schlitten. Das Ding ist, Schuli, warum ich kein Problem damit habe bei dir, ist, weil ich deine Katze kenne. Und ich glaube, du bist sehr gut da drin, so wütende Menschen damit umzugehen und das auszublenden. Weißt du, was ich meine? Weil du mit deiner Katze kombinieren. Verstehst du, was ich meine, was ich sagen Nein, will? Nein, ich fühle mich immer entsaltet, wenn du mich entsaltest. Also. Yo, ich mach jetzt den Hitman. Really broken. Wirklich? Like broken. In 1000 pieces. Of course. Was? Of course. Oh, ich hab ein Kiesel gewonnen. Oh nein, ich habe keine Munition. Pluto! Ich habe den Synchronsprecher in einem Video gesehen jetzt die Tage. Cleo. Der ist voll alt. Was sind die meisten? Welcher Synchronsprecher von Mickey Mouse? Ja, Mann. Ja, also der ist doch safe irgendwie mittlerweile 60 oder so, oder? Der ist glaube ich sogar älter. Weil das Ding ist, ich habe ihm Hattie gezogen. Der Macher von dem Universum ist doch tot, oder nicht? War das nicht so? Du meinst Walt Disney. Also der Macher von Mickey Mouse. Gab es nicht irgendwie einen Typen, der das geschrieben hat? Erfunden hat? Walt Disney? Oh nein. Warte, ich guck es jetzt nach. Hä, wie cool ist das, wenn man den Revolver leer geschossen hat und man klickt, dann dreht sich die Trommel. Aber da sind noch Munition und Dings drin. Projektile, ich sehe das. Scam. Schuni, was? Schuni, wirst du Kiesel? Ja! Hier, guck mal. Werf mal. Warte, werf mal so einen Kiesel hier. Ah! Ach so. Mhm. Viel lustiger. Mhm. Ich bin empört. Okay, jetzt muss ich hier betäuben. Ich weine. Oh nein, warum das denn? Ist nicht. Ich hab eine Granate, Cleo. Soll ich sie auf mich selber werfen? Nochmal. Was gibt's hier? Oh, hier fliegt eine Feder rum. So, wollen wir mal in die Hülle oder was? Oder wie oder wo oder was?
Mann, Reese, jetzt komm ran. Was machen wir? Genau. Komm, mach ran, ey. Pass auf, wir machen jetzt seit 5 Tagen. Ja, genau, wir machen hier eine Plane hin. Seid ihr schon angezogen, wie ich euch gesagt habe, wie ich euch haben will? Ja, seid ihr auf dem Bett? Seid ihr ready? Was? Sind die Gürtel, Handschellen, alles ready? Habt ihr Kondome dabei? Kondömlis? Verhüterlis? Wie mache ich das jetzt hier? So, plane. Schuni, du kennst das, weil man in Bayern genauso redet. Ja, genau. Exakt so. Komisch. 1:1. Die heißen dann auch Schützlis oder so. Verhüterlis. Hinter dir, Chris! Was? Schutzschildis. Hinter dir! Ich kann nicht. Ich mach gerade das Ding auf. Oh, der macht hier voll Alarm. Ich wollte mir den Fisch gerade angucken. Das Ding ist die Norme, die Mass Effect hat ja auch so ein Schutzschild, ne? Ja. Hat die? Ist der sozusagen das Kondom von der Normandy? Ja. Eigentlich ja, ne? Also auch ein Verteidigungs-Li. Verteidiger-Li. Das schaffen die schon. Ich geh mal speichern. Speicheln. Das Ding ist, die Knarre, die wir gefunden haben, ne? Die Gun, die Handgun. Ja, die Revolver. Das sieht wirklich so aus wie so ein Psychokiller, der so, er will nicht töten, aber will abdrücken, aber auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Das sieht so richtig krampfhaft aus. Okay, dann. Nein, Mann. Will noch nicht gehen. So, können wir was? Ich weiß, wir haben vermutlich da gespeichert, um in die Höhle reinzugehen, aber ich bin so krass müde. Ja. Ich gehe, glaube ich, jetzt. Ja. Ach, Schuni. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Nee, ich mache noch die Höhle mit und dann wollte ich erst gehen. Ja, wir können ja zumindest mal ein bisschen reingucken, was da ist. Schuni bleibt noch 10 Minuten. Das wird eh noch. Das wird was eh nicht krieg so ich dafür? Was, was kriegst du dafür? Ja. Ich habe ein halbes Jahr im Voraus reingesubbt bei dir und bei Cleo. Und das genug? Im September halt, ne? Ich habe direkt 6 Monate. Ich glaube, ich bin jetzt. Demnächst habe ich ja die 12 Monate voll bei dir und ich glaube auch bei Cleo fast. Was? Bei Chris, bei dir muss ich mal gucken, wie lange mein Abo schon geht. Ich weiß gar nicht. Wo steht denn das hier? Ich glaube, das Maximum, was du im Moment bei uns allen haben kannst, sind 9 Monate. Ja. Ja. Hat das einen Grund? Was? Nee, ich bin Gründer. Nee, kein Gründer. Ja, aber weil alle doch eigentlich im Januar failed geworden sind. Das heißt, da geht noch gar nicht länger. Ich bin im Dezember failed geworden. Oh, Anfänger. Sieht mich an. Seht mich an. Okay, ich sehe Schuni gleich an, pass auf. Wie lange bin ich jetzt schon Abonnent? Abonnent. Oh Gott. Ich mach jetzt mein Prime. Wer ist mir da? Ach, das bin ich. Das ist mein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Komm, ich muss reinsubben tatsächlich, damit mir angezeigt wird. Hä? Ja. So. Echt, sub mal rein da. Also Prime-Subs werden nicht hier angezeigt oder was? Okay. Nicht? Ja, nee, verstehe schon. Alles gut. Passt schon. Aber ich bin nicht sauer. Bin nur enttäuscht. Okay. Okay. Ich esse jetzt Katzenfutter. Du bist einfach in Mama-Mode? Gomme-Mode? Mama-Mode. Oh, Mama. Ja? Ich kann die Mami hier machen. Aber waren wir nicht schon in dieser Höhle? Nom. Also es kann sein, aber die ist halt nicht markiert. Wieso, kennst du die? Ja. Oh nein. Oh, mein Kochtopf ist leer und wir sind am Strand. Da gibt es kein Wasser. Habe ich eine Trinkflasche dabei, ja? Natürlich nicht. Da ist nichts drin. Was mache ich denn jetzt? Kann man hier irgendwie nicht, ne? Mann, ich kann doch Salzwasser abkochen, ja. Ich muss mal kurz zum... Nein. Oh Gott. Hilfe. Ich komm mal keine kurz. Keine Sorge, hier ist eine ganze Zeit lang nix. Ich mach mal kurz zum... Ich geh doch, mal kurz zur Flussmündung. Ich habe so einen Mutanten gerade meine Hand killen müssen, weil der auf mich zugerannt ist wie so ich komm mal auf dich zu. Ja. Stress. Seid ihr schon? Nee, ich brauche was zu essen. Mann. Hast du keine... Ihr seid noch gar nicht in der Höhle. Nein, ich muss erstmal was trinken. Und Reese macht gerade irgendwas. Der macht gerade Dinge kaputt. Ich muss was essen. So, ab wann kann ich denn hier Frischwasser bekommen? Ja? Hier eher nicht so. Jo, Frischwasser. Oh, hier steht einfach ein Typ rum. Hallo. Ich will auch... Stell dir vor, ich bin das Krokodil, du bist das Gnu. So läuft das hier. Ja? Ja? Ja. Oh, hier gibt es nirgendwo Wasser. Ich krieg zu viel, Alter. Muss ich den ganzen Fluss jetzt hochlaufen, oder was? Ja. Aua! Hört sich an, als würde jemand wieder einen Baum fällen. Der ist mir hinterhergelaufen, hat mir eine gegeben, die Sau.
Gib ihn zurück, eine. Ich gebe ihm gleich zwei. Ach, jetzt kann ich den Topf füllen. Wow. Danke. So. Oh Gott. Hallo. Tschüss. Hallo. Ganz, was mich auch nervt bei dem Spiel, ist, dass man mit dem Mausrad nicht durchscrollen kann durch seine Hotbar. Also man bräuchte echt eine Hotbar. Ja, aber dann wäre das Spiel ja wie alle anderen Spiele auch. Ja, geil. Also ich habe 12 Tasten an meiner Maus. Da geht es. Oh, seht mich an. Ja. Ich bin Thorin. Yay. Und hab 12 Tasten. Er hat 12 Tasten an der Maus. Er ist auch ein die Razer Naga Trinity. Hör mir auf mit Tracer, Alter. Nie wieder. Oha. Cool. Oh, jetzt geht's los. Slash Bann und jetzt treffen sie sich hinter Channel 8. Reese, kommst du oder was? Reese, da kommt einer auf dich zu, der haut dich weg. Eine teure Marke, die leicht kaputt geht. Ah, Reese ist schon wieder Afk. Afk? Oh nö. Ja, der ist gerade weggehauen, weggekloppt worden von einem. Ach, Reese. Warte, aber der Typ, der macht gerade, also hier nicht Reese, sondern der andere, der macht gerade, der betet, glaube ich, gerade. Das ist meine Chance. Ich hab ne Titan-Wolf-Maus. Alter. Oh, du hast einen Wolf? Ja. Eine Wolf-Maus? Wölfe sind cooler als Schlangen. Ah ja, Mann. Okay, das ist deine Meinung und ich akzeptiere die. Ganz ehrlich, ne? Ich bin von der, also ich diese Razer Kiyo, die kann ich auch nicht empfehlen. Vor allem, wenn die Software nicht mit... Du kannst, wenn du die Software abschmiert, dann kannst du die Software... nicht neu starten, dann musst du gleich den ganzen Rechner starten, sonst funktioniert einfach... Ja, bitte, sonst kann man essen. Zum aufs Verrecken diese blöde Cam nicht. Das die Beine hier kann man nicht... Und die Logitech, kochen. Die funktioniert immer. So, jetzt habe ich auch mal gerantet. So, ich habe Durst. Achso. Ich habe Hunger und bin müde. Durst, Hunger, das Ding ist, ich komme nicht hinterher, weil ich Durst, Hunger habe und meine Sachen. Ja, Reese, wir haben eine Baustelle. Nee, wie heißt das? Nicht Baustelle, ja, sondern das Baustelle? Heißt, haben Baustelle? So ein Zelt haben wir vorm. Was haben wir? Schreinermeister. Ja, Mann. Ja, Eschi Schreinermeister und Thorin ist Tischler. Hm. Oder ist Tuni Schlosser? Okay. Und C wie Choleriker oder an den Spaß. Mhm. Cholesterin. Ich bin Chef. Koch, ja. Ah, ja, nee, das ist auch wichtig. Brauchen wir auch. Müssen essen. Ja, dann laufe ich dir hinterher, weil Koch hört sich gerade mal attraktiv an. Koch! Bist du Koch? Ich bin Koch. Ja, bist du Koch. Blöd. Oh, und die Family hat sogar das Feuer krasser gemacht. Kannst du Borscht? Ich bin stolz. Borscht? Ja, na, klar. Borscht. Borscht und Borscht. Ich bin der erste Mensch, der eine Möwe hier in diesem Game mit einer Axt killt. Reese, warum? Ja, aber ich Hunger. Warum springst du von da oben runter? What the hell? Das macht Ding. Ich hab Hunger. Ich drehe jetzt einmal durch die Gegend. Dim, dim. Essen ist da. Ja, Mann. Marcel Davis von 1 und 1. Hi. Manche wir gehen erst. Dinge, die lassen sich am Telefon nicht erklären. Da reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei, sondern kommen persönlich vorbei. Wie bei Familie Sturm hier. Und immer diese Videos, wo es so aussieht, wird irgendjemand auf die Fresse hauen wollen. So. Wenn ein Kollege dich... Over Discord beleidigt und sagt, ich finde die YouTube-Kacke immer super. Ja, aber die war so übertrieben. Komisch, cursed, weißt du, was ich meine? Die fand ich ein bisschen zu übertrieben. Ja, das ist immer so ein bisschen Soos. Marcel Davis. Das ist so Cold Mirror, nur ein weniger lustig und mehr ADHS. So, ja, so ein bisschen. Ja, da gibt es aber auch unterschiedliche. Da muss man ein bisschen differenzieren. Ja? Ich habe die ersten 20 nur gesehen. Das ist ja auch die dunkle Seite von YouTube. Ja, das gibt es ja von mehreren Channels. Das ist ja mehr so eine... YouTube-Kacke ist mehr so eine Kategorie. Also YouTube-Kacke heißt, du nimmst einfach... Es gibt gute. Du nimmst einfach irgendwie eine Sendung wie der... Wie heißt es? Gefragt, gejagt oder so. Und schneidest die einfach möglichst dumm zusammen oder Tagesschau und dann schneidest du da halt irgendwie die... Das sieht auch so aus, also du machst dir nicht mal großartig Mühe irgendwie. Na, einige geben halt sich nicht so... Es ist halt einfach wie Reaction-Videos. Ja, es geht darum, was die sagen und nicht eher wie das Bild aussieht, weil da hast du wirklich echt alle zwei Sekunden irgendwelche Schnitt drin. Schnitt, damit da irgendwas Komisches gesagt wird. Ja, das, was mir am meisten dabei aufgefallen ist halt, dass du es doch gerade sagtest, so qualitativ... Ja, da gibt es Unterschiede. Also, einige, die nehmen halt nur den Sound und schneiden ihn zurecht und so... Nee. Also es gibt auch Leute, die machen tatsächlich so noch ein Bild von dem Dick, cut das noch ein für so eine Millisekunde, dass man es kaum sieht. Okay. Reese ist, glaube ich, auf anderen Seiten unterwegs. Nein, weil die Qualität zu scheiße ist. Davon meine ich doch, oh Papa, du verstehst mich immer falsch. Ja, Mann. So, Sohn, jetzt trink deinen Schnitzel da.
Sagtest du mir nur mit dem Pfeil auf mich? Ja, Mann, oder? Sonst kriegst du keine Nacht. Ich kann den Bogen auch hier spannen. Du, überspann du den Bogen nicht. Ich überspann den Bogen nicht. Warum nicht? Ich blute schon wieder. So? Ja. Oder noch mehr? Darf ich alles trinken? Ja. Ja, ich trinke alles. Kann ich da irgendwas reintun zu essen oder so? Habe ich was zu essen? Trink ich nichts zu essen. Aus, Papa, ich habe Hunger. Ja, jetzt kannst du da nichts mehr reinpacken. Das hättest du vormachen sollen. Also ich nehme mal meinen Topf wieder mit, wenn der leer ist, oder? Ich habe aber gar nichts, was ich da reintun kann, Mann. Wieso Spaß. Denn nicht? Du wirst doch wohl irgendwas... Hast du keine Schokoriegel oder was? Gar nichts. Was hat dir deine Mama eigentlich eingepackt? Was meinst du, warum so Probleme haben? Hier, guck mal, Schuni schmeißt was auf den Grill. Hab ich noch was? Oh, Schuni, gönn mal, bitte. Das. Oh, ich hab Speckstücke. Du darfst einen Fisch von mir haben, einen. Schuni-Kisten gibt es ab, wenn ich zwei haben kann. Hey, zwei sind für mich, eins sind für dich. Ja, dann eben kein Zappi. Achtung, da kommt ein... Oha. Eine Möwe. Schau mal, wo die Möwe macht zur Werbung. twitch.tv/Chris und ich Chris! Chris. Oh, ich wollte gar nicht raustappen. Bis du es nicht mehr hören kannst. Oh Gott, ich bin rausgetappt. Nein, mach das nie wieder. Okay. Gott, ich hatte so Angst. Naja, wenn ich raustappe, mache ich das aus Versehen. Ich wollte mich ins Inventar. Reese, bitte jetzt Fisch oder mit Fisch? Ja, das Problem ist, das ist ein Mutant. Der kommt auf uns zu, Leute. Der ist nicht so gut. Wer? Wo? Ja, da vorne ist ein Mutatanto. Ich mach den kaputt. Luis, gleich ist der Fisch nicht mehr da. Der kommt nicht auf uns zu. Digga, wie soll ich denn das essen hier? So, guckt Fisch. Mund auf, Fisch rein, Mund zu. Nee, wo sind die anderen Schuni? Es gab nur einen. Kauen. Wo sind meine anderen Fische? Ach, Luis, das hat das Zelt kaputt getrampelt. Das war Schuni. Ach, Luis. Ach, Luis. Wer denn? Ich wollte an der Seite hochziehen. Ich mach alles kaputt heute. Mein ganzer Plan ist durcheinander. Ich bin so gestresst auch, ne? Okay. Oh nein. Das passt aber, so rum passt aber besser. Oh Gott. Ich finde es trotzdem, welcher Vollhonk hat das so nah an der Höhle ran gebaut, ey? Mann, ich würde mich schämen, wenn ich so aussehen würde. Ich dachte auch zuerst, als ich hier runtergefallen bin, dass es eine Rampe ist für den Schlitten. Also kannst du es gerne planen. Na klar. Oh nein. Na klar. Oh nein. Oh nein, wer brennt da schon wieder? Ich habe böses Fleisch versehentlich gegessen. Nein, ich habe das schmutzige Wasser aus dem Topf getrunken. Ach, Schuni. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Stell dir mal vor, wie das in echt wäre, um das mal so auszudrücken. Ja, du würdest einfach... Ich wäre eigentlich... In echt wäre ich schon lange tot. Ja? Oh. Ja, und zwar so echt. So echt jetzt? Also, ich habe auf YouTube gesehen, wie einer direkt aus dem Fluss oder so getrunken hat. Das geht, wenn du einen Alpfilter hast oder so ein Shit. Ohne Filter. Ja, das geht ja auch, aber das sollte man nicht machen. Und immer aus fließenden Gewässern, Leute. Stehende Gewässer sind der Tod. Ja, das sind Bakterien und Viren und genau, alles. Genau, weil sie halt stehen. Und in so einem Fluss, da wird halt alles durchgewirbelt. Da ist halt ein bisschen mehr. Ne? Könnte ich keine krassen... Das klingt Algen. Was schon maximal pervers, was sie da sagt. Was? Warum Fluss? Pervers? Nee, jetzt nicht mehr. Nein, nee. Okay. Er hat Fluss gesagt. Nö. Er hat Gewässer gesagt. Krass. Feucht. Zerbrech den Damm. Befreit den Fluss. Oh. Okay, Reese ist wieder in der Ringe unterwegs. Der ist eine Mutante, der ist ein Viecher. Ist das aus der Serie oder ist das... Oh Gott, Tore. Nee, das ist aus The Forest und das tötet uns gerade. Achso, das tötet das mit... Das sind Dämonen. Ja. Okay, Rüstung. Krasser Typ. Der Busau. Du blöde Kuh, du. Oh, du blöde Kuh. Mann. Alter, ich hasse das. Warum kann man diesen blöden Pfeil nicht aufsammeln? Ich drücke hier 5-mal E und da kommt einfach nichts. Es gibt nur einen bestimmten Bereich, wo du das machen kannst. Da kommt noch ein Dämon. Alter, was ist mit denen? Ich hasse die. Voll am Eskalieren. Ja, Reese, gib ihm. Oh. Ein Wichser. Mach kaputt. So werden den Salto gerade verursacht. Ich hab wieder keine Pfeile. Guck mal, wie der hier sitzt, Alter. Macht sich bereit direkt. Ja, Mann. Macht sich für sich selbst bereit. Würde ich auch machen für 2 Subs. War's. Ja. Unsere Zähne sind blank wie mein Neid. Seid bereit. So. Ich hab grad Schafgarben. Was ist mit Schafgarbe?
hat mich gerade sehr glücklich gemacht. Sind so heiß wie der Tag. Was? Oh, da kommt schon wieder einer. Was ist denn das? Komm, wir geben dem jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Gib den mal, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab auch keine Munition. Ich muss mal kurz Pfeile wechseln. Ich hab jetzt nur noch Steinpfeile. Nee, wir machen das anders. Er hat einen Backflip gemacht. Wenn jetzt noch einer kommt, kommt ich fackel den ab. Blöden Pfeil da nicht raus aus, Alter. Boah. Wie viel von den Halunken sind denn hier? Oh Gott, hinter euch. Da ist schon wieder einer. Aua. Sind wir in einem Spawn? Nee. So nee, die spawnen nicht. Irgendwann so. Die kommen einfach. Ja. Yo. Das war ein Hit. Also den habe ich, da bin ich stolz auf mich. Brenne, Elfe, brenne. Nee, wie ging denn das nochmal? Verdammt. Welcher Song von wo? Na, brenne, Elfe. Wie ging denn der? Brenne, Elfe. Brenne, Elfe, Elfe, brenne. Nee, Mann, oh. Hinter euch ist ein Mutant. Hinter Toren. Der stolziert aber erst noch rum in der Ferne. In der Ferne, in der Tat. Das Ding ist, ich habe die Angst, dass Schuni gleich als Dämonen wiederkommt. Müssen wir dann auch das Kreuz auspacken? Nö. Heißen wir sie willkommen in unserer Klick. Ich soll schon wieder flüstern. Ich bin Teil der Clique. Klick mal. Clique. Klick, klick, klick. I'm clicking you. I'm clicking the hell out of you. Wollen wir mal, also solange es mir noch gut geht, wollen wir mal in die Höhle gucken. Was war denn da jetzt in der Höhle? War da jetzt irgendwas? Also war da cool oder? Da waren Gegner drin, also vielleicht waren wir da doch noch nicht drin. Okay. Gegners respawn irgendwo. Nein, wir waren sehr, also okay. Ganz ehrlich, also zumindest war ich da nicht. Ich machte das Inventar auf, um was zu tun. Du und Thorin, ihr wart doch in. Ihr wart doch in der Höhle. Ich bräuchte mal ein bisschen Medizin oder so. Also wenn da Medizin drin ist, dann gehen wir da mal rein. Wollt ihr vielleicht was trinken? Nein. Oh, Schuni, weißt du, komm, gehen wir doch einfach in die Höhle. Da sind wenigstens keine Leute. Aber mein Topf, das Wasser hat noch nicht zu Ende gekocht. Ach nein, Schuni. Ich helfe dir, Schuni. Aber ich kann euch nicht mehr helfen. Hier drin ist Munition. Oh, Reese, du leuchtest so schön. Nimm das. Leuchtet schön oder was? Ja. Wo ist Munition? Schuni, das sollst du nicht tragen. Hier ist verschiedenste Munition und wir haben eine Karte. Wir sind in Nee, hier waren wir noch gar nicht, weil das GPS, hier ist ein GPS. Ich aktiviere das mal. Ort bereits entdeckt. Na toll, okay, hier waren wir schon. Unterhaltungsbunker? Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Unterhaltungsbunker stand drin. Ja, ich habe den bereits entdeckt. Das heißt, wir waren hier schon. Danke. Aber die Items, die da drin sind, sind auch respawned. Ja, das ist ja. Ja, wow, hier sind Fackeln drin. Leuchtfackeln. Aber ganz kurz, Chris, hast du hier eben Ammo gefunden oder nicht? Ja, ich habe da Ammo gefunden. Ja, dann respawnt ja auch der Loot, dann können wir ja trotzdem reingehen, wenn hier Loot ist. Richtig, aber... Ja, dann machen wir das jetzt auch. Ja, aber hier wird ja nicht ganz so viel hinten sein. Aber dann weiß ich, dass ich die gleich auf jeden Fall noch markieren muss. Das Ding ist, die anderen beiden sollten kommen, weil ich sterbe oft und gerne und dann bist du alleine und das ist nicht so gut für dich auch. Nein. Wie, oh Gott, es ist Reese. Ich hörte die Fledermäuse und sah dich denn da kommen. Ich dachte, das wäre ein Fleischmann. Ich hörte die Kunde. Du hörst die Kunde? Ich hörte die Kunde. Ah, Fledermäuse, Achso. Dachte ich. Von Königreich Baldur. Ich übernehme mal den Part. Gleichnamiger König Baldur hat froh und feierlich verkündet, dass seine Tochter verkauft wurde, einen arabischen Scheich, für ganze 11,5 Kamele. 11 Kamele? 11,5. Nur. Ah. Cleo findet auch, dass es viel zu wenig. Viel zu wenig Kamele. Was ist da los? Mach mal mehr da. Vor allem das halbe. Isst man das oder ist es ein... Oder den Sohn. Nein. Wir sind emanzipiert hier alle und Ding und... Hier liegt es war ein Sohn. Es war kein Tochter, das war ein Sohn. Hier liegt einfach der Fleisch. Der Sohn wurde verkauft für 11,5 Kamele. Okay, da liegt halt kein Fleisch rum. Aber weil Männer ja mehr wert sind, 12,5 Kamele, oder? Gut. Das Ding ist, ich habe was Ähnliches gedacht. Ich wollte es nicht aussprechen. Spaß. Nein. Oh Gott. Können wir wieder reingehen? Hier sind überall Zombies, Viecher. Ich hab's gepokt. Ja, es glaub, ist wütend, dann, es greift mich an. Dann können wir tatsächlich einfach gehen wieder, weil hier waren wir ja schon. Wenn hier nur Gegner sind, dann... Das ist auch eine Verschwendung von... Tschüss. Das ist auch eine Verwendung von 3D-Druckpfeilen hier. Ja, aber echt, hä? Los, mach mal hinne. Ich möchte nicht den ganzen Tag hier bleiben, wisst ihr? Okay. Das Sonnenlicht, ich vermisse es. Diese Höhlen sind toll, aber... Das Ding ist, so langsam wird mir schwindelig. Ich vermisse meine Mama, wisst ihr? Die wird schwindelig, also schwindel ich. Er schwindelt. Schwindelst, kannst du gar nicht singen, es ist eine Voice-KI.
Ich schwinde. Das ist korrekt. Oh nein, Juni schwindet. Ja. Das Leben entschwindet ihr. Wenn Juni schwindet, dann ist das ein gutes Zeichen. Das heißt, ihr findet danach eine Leiche. Hä, das ist nicht gut, weil... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich auch. Ich bin verwirrt geboren auch. War schon immer so und ich lebe damit. Cool. Oh, hallo. Oh, oh. Geht ihr jetzt beide unter den... Wow. Ich nehme mal den Stick hier mit. Ja. Ich mach den ja offensichtlich nicht. Nimm den mit. Wer weiß, wann wir es wieder gebrauchen können. Ja. Okay, dann kann... Hat noch jemand ein GPS? Schuni. Wow, macht wieder kaputt. Hä, lass doch los, Leute. Ich will nicht den ganzen Tag hier bleiben. Sorry. Lass uns weitergehen. Okay, ich mach den Stick. Diese Insel hat jagt meine Heidenangst ein. Mhm. Du bist Heide? Redest du so komisch? Kann ich dich schlagen? Richtig Gänse. Ich hab kein GPS. GPS und hier Steine. Steine. Ich mach Steine dran. Ich weine. Ja, nicht nur du. Ich hab ich kann keinen Stein dran machen. Warum kann ich keinen Stein dran machen? Na toll, jetzt ist kaputt. Ach, Gries. Ach, Gries. Diese Gries, das ist eine Feinde. Hä, was macht ihr da? Hä? Na oh, wow, oh, toll. Wer hat denn hier seinen Stand aufgemacht? Werden jetzt hier Karten hingelegt? Flohmarkt oder was? Ja, Mann. Also ist das jetzt ein Flohmarkt hier, oder? Ja, Mann. Ja. Ey, wer hat das Ja, lass doch mal meine Decke da liegen. Ich hätte gerne zwei Flohmarkt-Flöhe. Ja, nee, ich verkaufe nur weiße Drachen mit eiskaltem Blick. Es ist nur 10 Minuten, nämlich. Ich würde jetzt ja, echt Ich habe jetzt so mein Schatz, kennt ihr noch diese alten Fake-Yu-Gi-Oh-Karten, diese richtig schlechten? Shuni, wenn du hier nochmal ein GPS ranmachen kannst. Ich glaube, ich habe mein letztes GPS aufgebraucht. Schau doch einfach mal nach. Ich habe nachgeschaut. Opfert ihr mich jetzt, oder? Das sieht aus, als würde mich opfern irgendwie. In der roten Kiste, ne? Ist das, glaube ich. Aua, wer war das? Wer war das? Oh, hallo, Calvin. Also keiner hat mir jetzt ein GPS, oder was? Ey, ich hab doch noch meinen Speer. Mann. Wo war das? Ja, gib mir meinen Pfeil wieder. Wer war das? Mach ich halt meinen letzten GPS daran. So, das haben wir auch hier. Was, Toren? Ich hab kein GPS mehr, Chris, deswegen. Okay. Wo ist mein Pfeil? Hä, wo soll ich das wissen? Hab ich meinen Pfeil wieder? Ja, hä, wo soll ich wissen, wo dein lustiger Pfeil ist? Mein lustiger Pfeil? Rede nicht so mit mir. Ich hab dir das schon das letzte Mal gesagt. Ich mag das nicht. Ich will ihn unbedingt schlagen. Ich bin so sensibel. Ja, bitte. Wie schaut's eigentlich mit... hast du eine Policy wegen Gewalt im Spiel? Hast du eine Politur gegen Gewalt, Chris? Sag mal. Nee, hier wird Politur nichts, gut, nee, hier wird nichts poliert. Nee. Außer Schade. Fressen, aber ja. Guter Witz. Spaß. Warum stehst du da, wo ich schon rumschlag? Spaß ist gut. Das Ding ist, warum diese Packung Hackfleisch Leute verprügelt, weiß ich bis heute noch nicht. Du siehst wirklich aus wie eine Packung 500 Gramm Hack vom Aldi, ey. Was ein Tiefkühltruhe liegt, so siehst du aus. Wobei, nein, die ist böse, die ist nur Haltungsklasse 2. Böse. Ja. Böser Torin. Da ist noch so ein Dämon, glaube ich, da hinten. Im Beach. Naja, früher war es Haltungsklasse 1, also. Ist das jetzt gut geworden oder schlecht? Naja, das heißt einfach, dass die Zeiten ändern sich, wisst ihr? Was heißt das überhaupt, Haltungsklasse? Ist nicht, Haltungsklasse ist doch einfach nur die... Nix. Das ist nicht einfach nur so die Ja, das ist alles... So und so viel, so und so viel alles, Sauerstoff kriegen die. Das ist alles Scam. Genau. Im Endeffekt ist es Bullshit halt, aber das Frau Klöckner halt hat dafür gesorgt, dass alles Scam ist, so. Mehr sage ich dazu nicht. True. Also, ich bin jetzt aus dem Spiel draußen und es geht jetzt auch auf Discord raus. Gute Nacht. Ach, Shuni. Alles klar, Shuni. Wir sehen uns nächste Woche. Ugi. Und dann weiß ich bye nicht. Bye. Wie gesagt, ja, geh mit einem Ping. Denk mal über, oder schau mal über, wegen hier Grounded denk mal über und so. Denk mal über deinen Verhalten nach. Weil ich glaube, genau, dass... Genau, denk mal nach. Also, The Forest, glaube ich, neigt sich so langsam dem Ende. Also, vielleicht würde ich da irgendwann mal eine Pause machen, um einfach auf Content zu warten oder so. Ich glaube, ich habe Grounded sogar, oder gab es das im Game Pass oder wie? Also, aber sag mal so, das Ende gibt's schon. Ja, das mag ja sein, aber also wir müssen das Ende ja nicht erreichen. Aber ich würde vielleicht, ganz ehrlich, eine kleine Pause irgendwann bei The Forest einlegen, weil ich halt einfach merke, das Spiel braucht noch ein bisschen. Weißt du?
Also wir sind gerade an dem Punkt, wo wir alles, was wir machen, wird sehr, sehr repetitiv und eigentlich nur auf Just Chatting hinauslaufen ab jetzt. Das ist so ein bisschen das. Also genau. Vor zwei Folgen haben wir da schon mal drüber getalkt. Repetitiv. Richtig. Also Chris sagt grounded. Und Chris sagt, ich soll mir grounded holen. Das heißt, ich bin bei grounded eingeladen. Naja, entweder das oder wir gehen Haven Stream. Oder... Was? Du kannst Haven streamen. Ich finde Haven geil, ich würde das auch gerne mal streamen. Na dann los. Tolles Spiel. Na dann los! Ich hab das Game legit. Ja, dann let's go, das kannst du auch solo spielen. Auf geht's! Ja, das wäre das Traurigste auf der Welt, wenn du Haven alleine spielst. Das ist wirklich ja so, wie Dankeschön. Single willst du, wie Dankeschön. Single willst du sein? Ich spiele Haven alleine. Wow. Ich hab Haven alleine gespielt. Augen nach vorn, Maul halten. Ja, okay. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, dann ist er gar nicht in der Liste. Denn ich habe irgendein. Ich habe so ein. Los! Okay, ich bin ausgeladen. Ich gehe. Wieso? Hä? Was? Sagt wer? Ja, Cleo, wenn du jeden. Nur bei jedem dritten Stream dabei bist, so ciao. Ich gehe jetzt. Bye. Ciao, tschüss, ciao. Ciao, Kakao. Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ü. Tschüssli Müsli, den finde ich gut. Bundesgartenschau, da wurde geschossen. Oh, wo? Oh. Ich sehe nichts. Leute, macht euch mal nicht so ins Höschen. Das wird schon wieder. Schuni, andersrum. So funktioniert das, glaube ich, gar nicht. Zack muss vorne stehen. Weil es ein Befehl ist. Das sollte jetzt nicht darauf hinauslaufen, das war mehr so ein Witz eigentlich, Leute. Ich will nicht, dass ihr euch jetzt prügelt. Das ist okay. Ey, das ist alles, gut. Cheat mal, ja, mach mal. Es wird alles wieder gut. Macht mal easy, ich verspreche mach es mal euch. Blume und dann. Apropos Blume. Jetzt ist nur die, also guck mal, jetzt haben wir hier diese haben wir noch markiert. Dahin. Ich habe da tatsächlich sogar nochmal so eine Frage informativer Natur. Ja, bitte. Und zwar, Grounded gibt's ja im Game Pass. Ist das so? Xbox Game Pass, wollte ich fragen, weil das kostet ja, glaube ich, mehr. Das kostet ja mehr auf Steam. Kann man das auch zusammenzocken, wenn man Game Pass alle kauft? Das musst du mal ergoogeln. Ich glaube aber ja, es würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn das nicht geht. Und Grounded kostet 27 Euro auf Steam, wenn ich Grounded wirklich nur mit euch spiele, weil ich habe das schon gespielt, das Spiel. Ja, beim Kollegen. Ja. Das, auf den habe ich jetzt keinen Zugriff mehr aktuell. Ja, deswegen frage ich. Aber ich würde mal gucken und dann können wir theoretisch, bevor ich das auf Steam kaufe, können wir gucken, ob wir das mal Game Pass, dann geben wir nicht so ein Vermögen dafür aus. Wir können auch gerne mal das testen, genau, ob wir uns connecten können. Das ist kein Problem. Warum prügeln sich Cleo und Shuni jetzt im Chat? Shuni und Cleo, bitte hinter Channel 8. Dankeschön. Bitte einmal in die Schemecke, in verschiedene Schemecken. Ich lasse es hier noch. Schemecke klingt ein bisschen, klingt irgendwie wild. Schemecke? Turok, hi! Das Ding ist, wenn man die beiden in eine Schemecke stellt, dann wird das keine Schemecke, sondern ein bisschen andere Dinge. Ja, also brauchst du auch einen Stream Real Life. Wer braucht einen Xbox-Account? Also ich habe einen Xbox-Account, ist immer ein Problem. Ich habe eine Xbox. Naja, jeder, wer hat denn keinen Xbox-Account? Also, echt, Mann, Alter, wer hat denn keine Xbox? Naja, also... Ja, zumindest dann nee, aber das, Karton, das guckt man nach. Ich weiß. Den mal zu weiß-grün an, das schreibst Xbox welche? Drauf. Und ja, genau, das ist eine Xbox. So, das ist eine Xbox. Schreibst Microsoft oder wie das, ja, stimmt, wie das früher nicht. War. Malst irgendjemand einen Xbox auf die Schulter und boxt ihn weg. Xbox. Ist das sowas wie Penis in Kakao ungefähr das Lied? Also selbes Niveau? Was? Kenn ich nicht. Nee, das ist mit. Nee, ich auch nicht. Weiter. Okay, ich denke, ja, also diese Gespräche sind der Grund, warum wir auch mitspielen sollten. Ich würde das ja echt ganz gerne lernen, ne? Aber auch oh Gott, Alter. Das ist polnisch, glaube ich, und das ist verdammt schwer. Ja. Das Ding ist, es gibt auch den Baustellensimulator, ne? Der ist relativ neu. Vielleicht gibt es da einen Multiplayer, dann können wir auf Baustellen zusammen Bagger fahren. Aber die ganzen Simulatoren kosten immer so viel Geld. Die sind dieses echt Astra, teuer, dieses, ja, dieses Astragon-Gedöns. Ich habe ganz ehrlich das Gefühl, ne? Astragon und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen deutschen Simulatoren, ne? Das ist immer alles so hingerotzter Müll. Also der ist nur, der wird nur gespielt, weil der halt so crap ist. Ich meine hier den DHL-Simulator und Feuerwehr und was nicht alles. Genau, es ist doch wirklich dieser Unterhaltungsfaktor, wenn man trashiges Game kommentiert. Wie hieß denn mal dieses Spiel? Da konnte man Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen konnte man spielen.
hieß das? Weil das auch dasselbe ist, okay. Nee, ja, naja, nee, das war, Notruf, war mit so einer... Notruf-Simulator, oder? Nein, das war mit so einer Comic-Optik war das quasi. Das war, sah so ein bisschen aus wie, ja, wie heißt denn das hier? Human Fall Flat, so von der Grafik her. Das klingt nach der ganz dunklen Seite von Steam irgendwie gerade. Nee, das war voll kennt richtig. Ihr Pummelparty? Spaß. Ja. Ja. Gutes Spiel. Okay. Ich weiß. Das ist nichts für mich. Ist das nicht Feuerwehrsimulator? Habe ich nicht gerade gesagt, Ding da kann man Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei spielen? Nein, das ist Ding nicht der ist Cleo. Genau, aber Cleo, ja, den gibt's du auch. Hast du mir noch gesagt, Feuerwehrsimulator ist der cursedeste Simulator, den du kennst irgendwie. Oh, der Autobahnsimulator. Den kenne ich zum Beispiel, genau. Autobahn-Polizeisimulator, so rum. Wo du halt, du fährst zu einer Mission, deine Sirene ist an, dann steigst du aus, bist in einer Cutscene drin und die ganze Zeit in dieser Cutscene ist die Sirene noch an. Und du verstehst nichts. Das ist wie so Skyrim, ja. Nur noch schlimmer. Ja, das ist nur hingerotzter Müll. Also was ich empfehlen kann, ist Patrol Officer Police Gedöns. Ich fühle das, Cleo, ich fühle das. Das ist ja das erste Spiel, was ich auf dem Channel gespielt habe. Das ist ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile aus der Early raus ist. Ich glaube nicht, aber es ist performance-technisch. Da brauchst du echt eine krasse Kiste für. Echt? Immer noch Police Simulator. Optimierungslevel Arc oder schlimmer? Ungefähr wie Arc, würde ich sagen. Ohne Arc jetzt großartig zu kennen, ja. Nee, das Ding ist Arc, eine lange Zeit, also als die 3090, RTX 3090, noch die beste Grafikkarte auf dem Markt war, basically, also die Gamer-Grafikkarte von den Nvidia-Dingern dann, ne? Ja. Also von einem Jahr oder circa war das. Und da hatte, glaube ich, Hand of Blood, kennt ihr, der wollte ja, glaube ich, keine Werbung jetzt, aber der ist ja groß, kennt ja jeder, ne? Ja. Der wollte das irgendwie streamen und nicht nur er, sondern viele andere Streamer auch hatten das Problem, dass die beste Grafikkarte, die 3090, Arc Epic Settings. Es gibt Teile, da gab es Epic Settings. Ja. Du konntest Epic mit der besten Grafikkarte nicht streamen. Mhm. Und das Game so ein Dreck an Optimierung ist. Es geht nicht klar. Wow. Es ist der größte, dahingerotzte Müll, was Optimierung angeht. Und dass das Studio mehr dem Cash hinterher ist, als ein gutes Game abzuliefern, hat man schon daran gemerkt, dass bevor das Game aus dem Early Access draußen war damals, gab es schon den ersten Paid DLC für 20 Euro. Nice. Und viele weitere folgten. Ja, das waren so Sachen. Ich liebe das Game, falls es gut ist. Ja, ist ja auch aber immer schön. Das kannst du nicht streamen. Ja. Das geht einfach nicht. Ist ja auch immer schön, wenn im Nachhinein herauskommt, ja, das sollte eigentlich im Hauptspiel mit drinne sein, aber dann haben sie es doch in den DLC gepackt oder so ein Müll, ne? Ja, und das ist halt immer daran erkennt, dass es also keinen guten Grund für gibt. So. Also, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber da waren die Dateien, die hast du dir schon runtergeladen. Der DLC, den hattest du schon drauf. Du musstest theoretisch den nur noch aktivieren über irgendwie einen Konsolenbefehl oder so. Aber nein, du musstest 20, 30 Euro für ein DLC ausgeben, damit es da ist. Und sowas, also ganz ehrlich. Also DLC machst du dann, wenn das Hauptspiel läuft und wenn du dann fertig mit Bugfixing bist, dann stellst du eine Reihe Entwickler ab, okay, ihr macht noch weiterhin ein bisschen Bugfixing und der Rest macht schon mal das DLC oder so. Ne? So macht man das eigentlich und nicht von vornherein schon hier. Also das komplette Game ist eigentlich, wenn du Early Access kaufst, dann ist schon das Game. Also Stand 1.0 also, sollte schon alles mit drin sein eigentlich. Ja. Also ganz ehrlich, ich bin großer Fan von Early Access, weil du halt schon mal reingucken kannst, die Entwickler haben schon mal ein bisschen Geld, mit dem sie arbeiten können und so. Also es gibt viele Vorteile von Early Access. Aber oftmals natürlich, ich meine, wie oft habe ich The Forest 1 angefangen? Das kam 2014 raus oder so, ich glaube, da habe ich das schon gespielt. Dann irgendwie 2017 nochmal und 2019, also ich sag mal, alle zwei Jahre so mal angefangen. Ja. Ich finde es halt immer noch ein echt geiles Spiel. Es ist halt nur ein bisschen veraltet mittlerweile. Ne? Oder Subnautica war ja auch Early Access am Anfang. Ja. Genau, das ist das Ding. Early Access ist ein geiles Konzept und hat aber wie alles andere, was halt am Anfang geiles Konzept ist, wird natürlich irgendwann monetarisiert, ausgenutzt und 80% von dem, was dann da ist, spätestens, ist halt wenn EA Trash. Kommt, ja. Ja. Spätestens, wenn EA kommt. Oder Ubisoft oder wie sie alle heißen. Ja. Oder Unity ja neuerdings auch. Fuck. Ja gut, das mit Unity, das habe ich erst gar nicht alles mitbekommen, weil es ist so krass, ja, weil ich halt Mond und so, aber ja. dann habe ich das von mehreren Quellen mitbekommen und ich denke so, okay, wild. 20 Cent haben die verlangt. Ich habe da gar nichts mitbekommen. Unity ist ja eine Game Engine, die für Indie-Game-Developer immer ganz gute gewesen ist bis jetzt, für sehr viele. Hier zum Beispiel Dinian oder VCFace läuft alles auf Unity, also eigentlich alles, was ich habe ja auch Unity auf dem Rechner für das Model und so weiter, um dann noch ein bisschen was zu machen. Genau, und die Unity, der CEO, der schon für einige andere Moves bekannt ist, ich glaube, ich weiß nicht, hat er bei EA gearbeitet oder so? Aha.
Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, also bei einem ähnlichen Laden auf jeden Fall war das irgendwie. Mhm. Und der hat halt, die haben jetzt ein Bezahlmodell, wollte der einführen, dass Entwickler der Unity, der Firma, also ihm, 20 Cent pro Installation. Genau. Über Steam war das jetzt, glaube ich. Es ging nur noch um die Installation. Also wie viele Leute haben irgendwie ein Spiel installiert. Genau, nicht rückwirkend, aber halt ab dem Punkt, was halt nicht, das nicht besser macht, ne? Aber nur als Info. Wollten Sie das nicht erst rückwirkend machen? Ich glaube, zuerst war die Idee. Ja, und dann haben sie sich so, nein, wir machen das nur ab jetzt, weil dann ist es ja was Besseres. Ja. Und alle so, fickt euch. Ja. Mittlerweile sind sie, glaube ich, davon zurück. Aber das ist ja trotzdem ein Statement gewesen, was sie nicht einfach so zurückziehen können. Das ist erstmal ausprobieren, was die Leute bereit sind, halt ne, mitzumachen. Digga. Das passiert leider häufig. Ja, wie kann man denken, wie kann man so in seiner Narzissten-Bubble drin sein, sie wollen ne, erst rückwirken, dass, man denkt, dass man denkt, dass das gut ankommt, also dass das nicht in der Katastrophe endet. Das verstehe ich immer nicht. Ja, da muss man sich das Feedback einfach vorher einholen und sagen, so, pass mal auf, wir haben das und das vor, wie steht ihr denn dazu? Ja, was, und nicht, was denkt, das machen genau, wir jetzt so. Genau, frag mal so Leute, so vielleicht, die haben ja ohne Ende, die haben eine riesige Customer Base, die ganzen Indie-Entwickler. Richtig. Was wäre für euch eine Lösung, die halt, wir wollen damit ein bisschen was machen, wir müssen Kosten decken oder so. Mhm. Der will sich natürlich wahrscheinlich die Taschen vollstopfen, klar. Ja, vermutlich. Aber im Endeffekt, wenn es jetzt so wäre, so das Kosten zu decken, so was wäre für euch eine, was habt ihr für Vorschläge, wie können wir das lösen oder weißt du, was ich meine? Aber direkt so, boom, machen wir so und ich meine, jetzt hat dieses, genau, jetzt habe ich gehört, diese Terraria, das Studio, die haben jetzt irgendwie 100.000 Dollar waren das, glaube ich, in zwei, also aufgeteilt Hälfte, Hälfte auf zwei Engines, die halt up and running, die halt im Kommen sind, die halt eine gute Alternative zu Unity sein könnten in der Zukunft. Mhm. Und das halt nur ohne Gegenleistung, einfach nur mit der Bitte, bleibt gute Leute irgendwie und versucht gute Engine für Indie-Developer halt, ne? Mhm. So developer-freundliche Engine halt. Ja. Start zu bringen. Irgendwie sowas. Ja. Das war ganz cool. Ja. Ich hab gerade irgendwie. Ich gehe gerade mit den Frames runter. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken. Warte mal, ich mach mal was. Ich guck einfach mal, wie es der Grafikkarte gerade geht, aber irgendwie. Was habe ich gesaved? Ja, so upgrounded ist halt eine gute Idee auf jeden Fall. Mal gucken, nicht, dass sich ein Freeze ankündigt, weil ich sehe es, ich kriege das ja nie mit dem Freeze. Ich kriege das erst dann mit, wenn irgendeiner fragt, Chris? Und dann ist schon zu spät. Ja, ich habe das bisher noch nie mitgekriegt. Es geht immer unter den ganzen Papa. Nee, ich achte ja auch nicht ständig auf OBS. So, ich habe ja andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und die Framerate, ganz ehrlich, wenn die mal ein bisschen einbricht, gerade bei The Forest, easy peasy, war du in Grafikkarte hier, da. Ja, aber Early Access ist ja generell ein geiles Konzept, so und alles, aber. Ah, 70%, 60 Grad, easy, Alter. Was ist los? Gar kein Problem. Naja, mal gucken. Kann auch gerade mit dem Spiel zusammenhängen oder weil, weiß ich nicht. Ich würde nämlich vielleicht auch so langsam auch tatsächlich Feierabend machen. Same. War ganz cool heute, wir haben es geschafft noch. Ja, das auf jeden Fall. Dass der Content so weit wahrscheinlich größtenteils abgefarmt ist. Ja. Bis auf ein paar Details. Ja. Fürs Erste. Wir können ja eine Weile zum Beispiel Crowned spielen. Ja, genau. Also wie gesagt, ich frage vielleicht in der Gruppe einfach nochmal, wer alles Crowned hat. Ich mache vielleicht auch sogar nochmal auch für euch da draußen auf dem Chris-Code nochmal ein Thread auf. Ja, dann im Game-Talk-Forum ein Thread auf, mache ich da und da könnt ihr euch dann eintragen, falls ihr auch Interesse habt an Grounded. Ich würde, also gesetzt, sag ich mal, ist schon mal die The Forest-Gang, sag ich mal. Aber es kann auch sein, dass wir es vielleicht ein bisschen durchtauschen. Wenn jetzt irgendeiner sagt, er hat keinen Bock auf Grounded oder so, dann müssen wir mal gucken. Einfach mal schauen. Ich will einfach erstmal ab. Ich wollte halt nur sagen, also es steht auf jeden Fall schon seit längerem fest, dass das nächste Projekt Grounded sein wird. Ansonsten haben wir noch sowas Tolles wie Smallland. Hier das neue, Rust und Subnautica? Das war Sunken Land heißt es, glaube ich. Das ist aber auch noch im Early und ich würde ganz gerne Grounded machen, weil Grounded ist aus dem Early raus. Das ist final. Da funktioniert dann auch alles. Oh, Reese ist raus. Nee, ja, ich glaube schon mal. Ich hab gesaved. Okay, gut. Ja, insofern wollte ich einfach mal abhorchen, wer. Nee, ich habe die Audio habe ich nicht gehört, Sneezy. So, das war alles, was ich wusste gerade, was ich gesagt habe. Ich hab's auch nur durch irgendwelche Podcasts und so mitbekommen, wo man sonst das
mit auf X kriege ich sowas nicht mit. Ich habe einfach in meinem komischen Handy-Newsfeed habe ich das gesehen. Da scroll ich manchmal die ersten zwei, drei Dinger durch. Mhm. Ist nie was Interessantes bei, habe ich gelesen. Oh, neue Sache bei der Unity. Achso, alles zurückgerudert. Ja, dann ist ja alles wieder gut. Ja, naja. Nicht Nein. wirklich, aber ja. Das ist schwierig. Also kann man natürlich auch verstehen, dass, so eine Engine schwierig zu monetarisieren ist mit Sicherheit. Aber weiß nicht, Valve schafft es doch auch. Und andere. Also da geht schon was. Aber ganz ehrlich, wir wollten ja checken, die haben ja so einen Malware-Anbieter irgendwie aufgekauft. Dann lädst du dir schön Malware auf dein System und das übermittelt dann an, wer weiß was für Daten, an Unity rüber. Ne, nur damit sie tracken wollen, was du da installiert hast für Spiele. Das hat schon bei EA nicht gut geklappt mit Origin. Nee, war es Origin? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die haben doch auch sowas gehabt. Durchsucht erstmal deinen ganzen Rechner nach Spielen. Das weißt ist immer. Es gibt so Firmen, die machen das so, ne? Die starten einfach eine Umfrage, was spielt ihr oder so. Ja. Oder fragen die Leute, ob das okay ist, dass ihre Daten für Marketing oder halt für ne, Forschungszwecke verwendet werden. Ja. Oder was. Einfach klar kommunizieren. Und die einfach so, nö, wir machen einfach. Das ist immer das Geilste, finde ich. Es gibt ja Leute, die lassen einfach. Also, guck mal, Steam kannst du ja zwischendurch auch so eine Umfrage machen, oder nicht? Also bei anderen kriegen es ja auch. Gibt's das noch mit, was haben sie für ein System und so weiter? Ich dachte, das gibt's. Also ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Nee, aber letztens zum Beispiel habe ich das bei. Aber ich sage auch mittlerweile, nö, lass mich in Ruhe mit der Umfrage. Ganz ehrlich, mein System hat sich nicht großartig verändert. Hier, Mann, lass mich in Ruhe. Ja. Gut. Nö. Dann. Ja. Übrigens, Grounded kostet sogar 40 Euro ohne Sale. So ein Sale. Ich hab's im Sale, glaube ich. Oder ich hab's sogar gekauft, als es noch early war, dann für ein Zwanni. Ich meinte natürlich für ein Zwombo. Ah nee, hier darf ich Zwombo ja sagen. Ich glaube bei Facebook durfte ich nicht. Nee, die alle so, was? Wer sagt denn noch Zwombo und was ist das denn? Und ich denke so, ich habe extra nicht Zwanni gesagt, weil ich dachte, Zwanni kennt man nicht. Musstest du dir direkt von den jungen Hühnern da drüben anhören, was für ein Boomer du bist. Und echt, ich kenne das Wort auch nicht, deswegen. Oh, ist immer so. Das sounds like a you problem. Oh Gott, ja, dann halt auch nicht. Kennt man doch. Zwombo? Nein, Mann, Zwombo ist ein Zwanni. Also 40. Okay. Gut. Das Ding ist, ich dachte schon, ich bin alt tatsächlich, als ich so Sachen wie Taui noch gesagt habe, wegen dem Arbeitskollegen. Taui, ja, Mann. Taui. Ich dachte zuerst, es geht um Tau irgendwie beim Segeln oder so. Ja. Aber nee, ein Taui, ein Tausender. Ich so, okay. Ja. Oh, was geht denn da los? So, Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich schieb euch ab. Und zwar. Kommt alle in den Müll. Zu dem Gesicht auf dem Stock. Da ist nämlich mal wieder Community-Freitag. Das heißt, wir können gleich, vielleicht, ich glaube, die sind noch bei Gartic. Können wir ein bisschen malen. Also wer malen möchte, kann Gartic machen. Ja, Scribble.io haben sie schon. Stadtlandfluss müssten sie ja nicht auch haben. Jetzt ist die Frage, wie lange sie noch Gartic machen. Ich höre mal rein einfach. Wo geht das? Da. Oh, jetzt ist das natürlich auf dem anderen Kanal. Egal. Machen wir nächstes Mal ein virtuelles Lagerfeuer. Wie so ein virtuelles Metaverse. Immer Lagerfeuer. Ja, wo denn sonst? Im Metaverse? Ich will Mais grillen. Okay, machen wir. Das ist verschwendet, aber ich mach's für den. Ja? Nee, nix, Nja. jetzt muss ich hier auf X klicken. Nee, mach jetzt hier nix. Abgelehnt. Gibt jetzt hier nix, Nja. Wie, aber trotzdem Cooldown bleibt, oder was? Was ja, das ist echt nervig. Da muss Twitch echt mal hinterher, auch für mich. Warum gilt für den Broadcaster der Cooldown? Wenn ich was testen will, weißt du, ich muss den Shit immer rausnehmen. Ja. Alles klar, Cleo, bis dann. Danke fürs Eingeschalten haben. Wie gesagt, ich schicke euch jetzt zu Facey rüber und malen wir ein bisschen noch. Ich hoffe, warte, ich wollte ja reinholen. Ich werde jetzt kurz mal wahrscheinlich mal aufs Klo verschwinden. Aber was? Ach so, Facey darf gerade nichts sagen. Warte mal, wir müssen mal hier, wie kann ich rüberschalten? So, der darf gerade nichts sagen. Leute, für den Abschied.
kurz noch was zu trinken. Was? War das nur kurz? Ja, es war nur kurz. Okay, kurzes Déjà-vu. Ja, durch den Raid abgebrochen. Egal. Weil es ein schneller Raid ist, einfach so. Nee, ich habe den Raid noch gar nicht begonnen. So. Ja, ich drücke jetzt auf Raid beginnen und dann läuft hier der ganze Quatsch. So, ich versuch mal. Und ihr guckt dann, ob bei euch, aber das steht da ja auch, ob bei euch, ne, die Seite. Deswegen habe ich damit reingepackt. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Weil ich das auch gerade mobile häufiger hatte, dass einfach die Raids nicht durchgegangen sind oder so. Deswegen immer gucken, ob da oben was durchläuft bei euch. Und falls nicht, dann einmal die Seite neu laden. Damit ihr da auch mitlaufen könnt. Oh Gott, Tarsik moderiert gerade. Oh Gott, das wird ja wild. Gute Nacht. Ja, Shinaira, danke fürs Eingeschalten haben. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen The Brumbrums and The Furious, a.k.a. Eurotruck Simulator 2. Wird lustig. Vor allen Dingen mit dem neuen Setup. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Es wird hier immer professioneller. Ja, und dann könnt ihr auch euch wieder mit Ausrufezeichen Radio wieder Musik wünschen. Und apropos Musik wünschen, am Sonntag natürlich der Karaoke-Stream. So. 50.000 Leute. Gut. Und dann geht's mega Party. ich geh mal aus dem Call raus. Bis dann. Tschüss. Okay, wir trinken nochmal alle was. Wer? Was? Wer ist da? Lagerfeuerlied. Tschüss. Oh Gott, ich bin verwirrt. Okay. Verbindung trennen. Du Lüben. Gut. Ja, dann sehen wir uns drüben auf der anderen Seite. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss. Viel besser. Was macht der da, ey? Wunderbares, episches.